Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Freemail-Kanal. Leute, heute gibt es wie sonst auch an einem Montag eine Videosammlung, eine Compilation für euch. Und zwar heute die Top 10 Pranks aus dem Jahr 2020. Also die Pranks mit Danja, Bianca, René, Claudio und mir. Und auch Eva ist natürlich dabei. Das waren vielleicht aber noch nicht die letzten Pranks dieses Jahr. Vielleicht kommt da noch was. Und heute Nachmittag gibt es natürlich auch nochmal ein zweites Video für euch. Eine schöne Challenge. Und unser Studio sieht ein bisschen anders aus. Die Überraschung gibt es dann heute Abend, heute Nachmittag ab 17, 18 Uhr. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Also ab 17 Uhr am besten mal in den Kanal schauen heute. Und dann gibt es eine kleine Veränderung, die könnt ihr schon sehen. Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit diesem langen Video. Macht's gut, viel Spaß. Was machst du denn hier? Kommst du Oma oder was? Also vielen Dank für das Zuschauen, für die ganzen Jahre, die wir auf YouTube bei Streamer sind. Jetzt hör mal auf, du machst ja hier voll, als würdest du gar nicht mehr. Ich sag jetzt ein letztes Mal nochmal, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Streamer-Kanal. Leute, heute war's das. Ciao. Du. Oh, heute wird spannend. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Freebeer-Kanal. Leute, heute steht ein neuer Prank, eine neue Challenge an. Und zwar möchte ich heute 24 Stunden so tun, einen Tag so tun, als wäre es mein letztes YouTube-Video. Und das wird mein Prank an Bianca. Mhm. Das ist die Revanche, die Rache für das 24 Stunden Verfolgen. Mhm. Es wird ein bisschen fies, aber es wird auch sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob es klappen wird. Ich hoffe es. Claudio und Eva wissen schon über meinen Prank, über meine Challenge heute Bescheid. Es läuft wie folgt. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, okay, das ist mein letztes Video im Sinne von Spiel mit mir, sondern es ist mein letztes Video für Spiel mit mir Apps und Games, ne? Und werde jetzt gleich das Studio ausräumen. Ich weiß, dass Eva und Bianca gerade ein Do-It-Yourself aufnehmen. Und ich werde die Kamera gleich hier hinstellen und dann anfangen auszuräumen. Und dann wird sie wahrscheinlich kommen und sagen, was ist los? Ne? Und sagt, ja, wir nehmen gleich das Video gemeinsam auf. Ne? Weil Danja nicht da ist, dann wird sie schon so Fragen im Kopf haben. Dann nehmen wir das Video, versuche ich zumindest das Video aufzunehmen, wo ich sozusagen ein Statement abgebe, dass das jetzt mein letztes YouTube-Video ist, zumindest für Spiel mit Apps und Games. Und ich auch weiter überlegen möchte und sie natürlich aus allen Wolken fallen wird. Und dann bin ich gespannt, ob ich vielleicht eine Reaktion mal mit versteckter Kamera oder so einfangen kann. Ich weiß es nicht. Es wird ziemlich schwierig, aber ich fange jetzt erstmal an, das Studio auszuräumen. So räumen wir gleich, wird sie wahrscheinlich sagen, ja, was ist denn los und so. Deswegen packe ich jetzt die Kamera mal dahin und es geht los. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich habe, aber ich fange einfach mal an. Und mal gucken, ob Bianca später dann vorbeikommt. Dafür muss ich aber erstmal den PC runterfahren. Das Problem bei dieser Challenge ist, sie wird sehr aufwendig für mich, weil ich baue jetzt das Studio ab und später muss ich das Video ja wieder aufbauen, weil ich tue ja so. Ne? Also ich tue mir damit eigentlich auch nicht so den Gefallen mit dieser Challenge, aber ich bin gespannt, wie Biancas Reaktion ist. So. Los geht's. Hey. Was machst du denn hier? Räumst du um oder was? Ja. Reden wir jetzt gleich Freunde-WG? Ja, können wir gerne machen. Wollen wir uns dann gleich in der Cloud treffen? Ja, brauchst du Hilfe oder so? Nee, alles gut, ich bin schon fast fertig. Schon okay. Was machst du denn? Hast du neu bestellt? Nee, nicht ganz. Erkläre ich dir gleich, alles gut. Erkläre ich dir gleich. Okay. Gut, dann bis gleich. Ja. Sagst du Claudio noch Bescheid? Ja. Alles klar, danke. Bis gleich. So in 10 Minuten, ne? Ja. Okay. Das Gute ist, in diesem Chaos hier hat sie die Kamera wahrscheinlich gar nicht gesehen, auch wenn sie liegt ja manchmal da und dass sie jetzt seit ein paar Minuten schon läuft, ist nicht schlimm. So, Claudio weiß ja schon Bescheid, dem habe ich schon gestern ein bisschen was geschrieben bei WhatsApp und wir haben uns auch gestern kurz unterhalten. Ich sage ihm das aber nochmal lieber, nicht, dass er es vergisst. Und dann werden wir jetzt mal die Reaktion sehen, weil ich werde das jetzt live in einem Video verkünden und mal gucken, ob sie es glaubt oder denkt, es ist ein Prank oder so. Es kann sein natürlich, dass das Video schon längst vorbei ist. So, wir schauen uns das jetzt mal an. Okay. Ja, also bevor wir die Folge drehen, ich wollte noch ein Ankündigungsvideo machen. Ja, ganz kurz. Was ist denn für ein Ankündigungsvideo? Ja, es ist für Spiel mehr Apps und Games eigentlich, aber weil Danja nicht da ist, dachte ich, kannst du das vielleicht mitmachen? Okay, und ja? Aber Danja kommt doch nächste Woche wieder, sie hat doch ja, sie kommt aus dem Urlaub, aber wir haben jetzt ein bisschen gesprochen. Da bist du jetzt nicht so krass involviert, aber wir machen einfach, du wirst schon sehen. Also brauchst du nicht viel sagen, ne? Einfach nur ja, okay und ne? Dass das klar ist. Okay. Ne? Und dass du das schade findest und so, aber machen wir. Okay. Claudio, Kamera? Ja. Soweit ready? Ist bereit, ja. Okay. Okay. Ach, ja, okay. Hey Leute, was geht? Kann ihr mal spielen mehr Apps und Games?
Fans und Leute, willkommen zu einem etwas anderen Video heute. Bianca ist auch mit dabei, weil das heutige Video will ich nicht alleine machen. Ich weiß aber nicht, um was es geht. Ja, es soll auch eine kleine Überraschung für dich werden. Es ist was nicht ganz Positives, aber trotzdem wollte ich das nicht alleine teilen. Danja ist leider im Urlaub, sie kommt nächste Woche wieder, alles cool. Na, also ist das jetzt kein Problem. Aber ich wollte Folgendes ankündigen. Das Video kommt jetzt ein bisschen später online. Das hier ist das letzte Video, was auf dem Kanal Spielen mehr Apps und Games online gestellt wird. Das war's mit dem Kanal. Wir stellen den Kanal ein, weil wir da ein bisschen uns jetzt weiterentwickeln wollen mit Danja und wir jetzt einen neuen Kanal gründen wollen. Den könnt ihr auch direkt in der Videobeschreibung finden. Zockt mit mir, ne, ist eigentlich im Endeffekt auch sowas wie Let's Plays, aber ein bisschen was anderes. Wir gehen von Roblox, Minecraft und sowas weg und dementsprechend wollte ich eigentlich nur sagen, dass das das letzte YouTube-Video ist, was ich auf diesem Kanal jetzt veröffentlichen werde. Ne? Und, interessant! Ja, Bianca wusste davon jetzt gerade nicht so Bescheid, aber ich wollte das nicht alleine machen, deswegen dachte ich mir, Okay, also es gibt einen neuen YouTube-Channel. Ja, ja, aber wir wissen noch nicht, ob wir den selber betreiben werden direkt. Ne? Also auch für euch zur Info, es kann sein, dass das vielleicht Claudio machen wird. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Deswegen kann es sein, dass das mein letztes YouTube-Video erstmal jetzt sein wird. Klar, bei Spiel mit mir geht es jetzt noch weiter. Ne? Aber bei Spiel mit mir Apps und Games war es das jetzt erstmal. Das war das letzte Video, was wir jetzt hier gedreht haben. Bianca sollte mit dabei sein einfach. Und ihr habt das nicht gesehen. Wir zeigen das jetzt gleich. Du hast ja schon gesehen, dass ich mein Studio ausgeräumt habe. Ja, das ist ja, genau. Und das hängt... Warte mal. Ja. Hat das jetzt damit was zu tun? Ja, also ich habe jetzt das Studio ausgeräumt, weil wir wollen da ein bisschen was anderes aufbauen. Wir wissen ja nicht, was Claudio machen möchte. Das sprechen wir mit ihm ab. Und da müssen wir halt jetzt gucken. Ne? Aber wir wollten halt den Schritt jetzt machen, weil es funktioniert auch nicht mehr so gut, ne? Mit Roblox und allem drum und dran. Was sucht ihr dann? Ja, wir wissen noch nicht, ob wir was zocken. Also, aber du machst das schon noch? Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also eigentlich möchte ich, dass Claudio das übernimmt. Aber du bist dann noch bei Spielen. Ja, das schon, ne? Aber ich muss ja gucken. Also das ist etwas, was wir noch hinter der Kamera kurz besprechen können, dann nach dem Video. Weil ich zeitlich jetzt in nächster Zeit ein bisschen eingeschränkter bin. Deswegen wollte ich bei Spielen Apps und Games jetzt erstmal die Pause. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen komisch. Aber ja, ich bin gerade etwas schockiert. Ja, ist okay. Okay, sorry. Okay, dann kannst du weiter? Ja, ich mache jetzt weiter. Ja, und dass ich euch auch zeigen kann, dass das letzte Video jetzt auf Spiel mehr Apps und Games ist, gehen wir einmal kurz in das Studio rüber. Bianca hat es schon gesehen, sie war auch relativ überrascht heute Morgen. Wusste nicht, worum es geht, dachte sie, ich räume ein bisschen um, aber heute ist es ein bisschen ernster. Deswegen gehen wir einmal kurz rüber. Okay? Gut, dann. Kommt mit, dann zeigen wir euch das Studio. Okay. Dein Ernst? Ja. Ich glaube, komm. Das ist ein bisschen zu ernst. Ja, lass mich das erstmal. Ich veräppel mich nicht ohne Mist. Nein, alles gut. Komm erstmal mit rein. Okay. Wir machen erstmal die Tür zu und dann zeige ich draußen, was wir haben. Kannst gleich mal staubsaugen. Okay, läuft? Ja, läuft. Okay. 3, 2, 1 und go. Ja, also, ihr könnt es hier sehen, mein Studio sieht ein bisschen anders jetzt mittlerweile aus, oder Bianca? Ja. Und ich brauche jemanden Neutralen wie Bianca jetzt gerade mal, die das ein bisschen beurteilt. Ja, also das erste, was ich beurteilen kann, ist, es ist auf jeden Fall dreckig. Ja, wow, danke. Also so sehr du mich auch nervst und ich deine Stimme jedes Mal drüben höre, wenn du Apps and Games aufnimmst, ist es komisch. Ja, ich weiß, es ist komisch, aber es ist halt wie, also das haben wir schon ein paar Mal gesagt, jede Veränderung hat auch irgendwas Positives und wir werden halt einen Schritt jetzt weitergehen. Wir haben gesehen, dass Spiel mehr Apps and Games für uns einfach nicht funktioniert und dementsprechend haben wir, oder habe ich zumindest schon angefangen, Daniels Studio habe ich noch nicht ausgeräumt. Ich dachte, der erste Schritt, um das hier für mich ein bisschen besser zu planen ist, dass ich erstmal meinen PC und so loswerde. Deswegen, habt ihr das noch nicht gesehen? Na? Hier? Wie ihr sehen könnt, haben wir hier jetzt meine Sachen vor der Tür. Kamera und so ist ja auch noch da, die werden wir sowieso noch benutzen. Ne? Die braucht sonst Claudio eventuell noch. Claudio freut sich eigentlich auch schon. Darf ich einmal kurz? Ja, er sollte auch ein bisschen stillhalten. Ne? Also, dass ja, du davon nicht Bescheid weißt und die anderen auch nicht. Ich bin schockiert, dass ihr mir überhaupt nichts erzählt, dass ihr irgendwie alle Bescheid wisst. Ja gut, es ist halt, wir wussten halt ganz genau, wie gewisse Personen vielleicht reagieren. Und ja, ich kann auch sensibel sein bei solchen Sachen. Ja, aber gut, ihr könnt schon an der Reaktion von Bianca sehen, dass das ein einschneidender Moment ist momentan ich muss das etwas realisieren gerade. Ja, so. aber es ist, wie es ist, Leute. Ne, das wollte ich jetzt nochmal ankündigen. Also, hiernach kommen jetzt keine Videos mehr bei Spiel mehr Apps und Games. Der neue Kanal ist verlinkt in der Beschreibung. Ne? Dort abonnieren. Da kommen die nächsten Tage auch schon direkt die neuesten Videos online. Mal gucken, ob mit Claudio und Danja. Ne? Und ich dann dementsprechend mich ein bisschen zurückziehe. Aber da müssen wir nochmal schauen. Ne? Und bei Spiel
mir geht es jetzt erstmal ganz normal weiter. Ne, da schauen wir auch nochmal, dass es mit der Freunde-WG und Familie Zufall weitergeht. Ne, auch da wird es vielleicht hier und da nochmal Veränderungen geben. Ich möchte jetzt nicht zu emotional werden. Es gibt jetzt nochmal ein Best-of, ne, von den ganzen Videos, die wir so hatten. Ne, 3-4 Minuten haben wir da noch was für euch zusammengeschnitten. Bianca ist auch noch mit dabei. Sie war ja auch in einigen Videos dabei. Also vielen Dank für das Zuschauen. Für die ganzen Jahre, die wir auf YouTube bei Spielen erzählen. Jetzt hör mal auf, du machst ja hier voll, als würdest du gar nicht mehr. Jetzt ja, aber gut, es gibt halt Leute, die halt nur diesen Kanal abonniert haben. Ne? Also, wie gesagt, vielen Dank für alles. Ne? Ich küsse eure Augen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich. Ne? Und jetzt viel Spaß mit dem Zusammenschnitt. Ciao. Ja, ja du, ich weiß, ich wollte es jetzt nicht direkt erzählen, weil es vielleicht dann du mich anders überzeugen wolltest, aber ich habe schon den Gedanken seit einigen Wochen. Ich hole mir jetzt einen Kaffee und dann reden wir nochmal, ja? Ja, ist gut. Ich packe das Zeug dann im Keller, ne, und dann schauen wir mal weiter. Du meinst nicht ernst, ne? Gut, ich hole mir jetzt einen Kaffee, wir reden dann. Alles klar, gut. Ich bin, wie gesagt, Freunde WG können wir dann aber gleich wirklich drehen. Ja. Ne? Und dann schauen wir mal. Okay, alles klar. Bis gleich. Ich glaube, das waren die schlimmsten 10 Minuten, die ich bisher hatte. Ich wurde auch schon fast emotional. Leute, ganz wichtig, Schwimm-Apps und Games geht natürlich weiter. Es ist auch nicht Sonntag oder so, ihr wisst Bescheid. Es gibt keinen Link in der Beschreibung. Es gab keinen Zusammenschnitt. Oh, aber es ist echt schwierig. Okay, ich muss mir was einfallen lassen, wie ich jetzt weitermache. Aber jetzt müssen wir erstmal Freunde-WG drehen. Okay, und Familie-Zufall. Leute, ich bin jetzt unten bei Eva und bei Claudio, denn, Claudio, hast du schon Eva erzählt, was heute los war? Also Eva weiß natürlich Bescheid, aber wie es gelaufen ist. Genau, ich hab noch nicht gehört. Wie, erzähl mal. Das war echt heftig. Okay. Heute Morgen hat er schon gesagt, dass er aufhört bei Games. Hat es dir geglaubt? Ja, also sie hat es echt abgekauft und sie war auch echt traurig. Und ich habe auch ab und zu auf dem Boden gefilmt, als sie weiterhin geredet haben. Ja. Und es war echt heftig. Ja, ist ein bisschen fies, ich weiß, aber okay. das ist mein Prank an ihr. Sie ist jetzt oben. Wir haben eine Freunde-WG-Folge abgedreht. Mhm. Und ich würde es ganz gerne, ich würde noch einen gerne draufsetzen. Okay? Wir machen es jetzt wie folgt. Ihr müsst mitmachen. Nicht, dass sie dann aber das nicht mehr glaubt, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich möchte es jetzt auf die Spitze treiben. Okay. Weil die erste Reaktion war schon ziemlich gut, aber ich habe schon so ein bisschen andeuten lassen, dass ich vielleicht allgemein gar nicht mehr weitermachen möchte. Wir gehen jetzt gleich in die Cloud. Da warten wir auf Bianca. Ich schreibe ihr dann, dass sie bitte in die Cloud kommen soll. Machen wir deine Abschiedsparty da? Ja, wir machen so ein bisschen so, dass so, du... So. Also du kannst filmen, ne? Okay. Oder ich filme euch, ne? Und ihr könnt ankündigen, was los ist. Okay. Ne? Dass ich halt extra hinter der Kamera bin, weil das wahrscheinlich öfters passieren wird in nächster Zeit. Ja. Weil Kahn halt, ne? Mhm. Nicht mehr vor die Kamera kommen möchte. Okay. Ja. Ich weiß, es ist hart. Und dementsprechend mal gucken, wie sie reagieren wird, ob sie es noch weiterhin abkaufen wird. Ich weiß nicht, ob sie dann irgendwann merkt, ob es eine Challenge ist. Also sie hat zwischendurch auch schon gefragt, ist das, ne? Okay. Was ist los? Was passiert? Ne? Ob das wirklich wahr ist und so. Mhm. Aber ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, okay. Wir treffen uns gleich oben. Bitte kommt in 2-3 Minuten hoch. Ja. Und dann schreibe ich Bianca. Okay? Okay, gut. Bis gleich. Bis gleich. Ja, hier sind sie. Bianca und Kahn. Nein, natürlich nicht. So, jetzt nochmal kurz. Ja. Lass die Kamera aber laufen. Also ich nehme die Kamera gleich. Ich schreibe jetzt kurz Bianca. Ein bisschen nervös. Okay, gut. In die Kamera. Ich werde nur hier, ne, nach unten so filmen. Man wird sie nur hören. Deswegen seid ihr bitte ein bisschen lauter. Okay. Ne? Sie wird natürlich nicht merken, worum es geht. Ja. Ne? Und dann sagt ihr halt irgendwie so eine Zeit überraschen heute. Halt. Ja. Okay? Den Kommentar hier sind bei mir Zufall. Ja. Hey. Hi. Hey. Komm mal zu. Komm in die Mitte. Ja. Weil? Ja, komm. Wir haben noch eine Überraschung für dich. Ja, setz dich am besten erstmal. Warte, ihr könnt ja schon mal kurz sie informieren. Ja. Also, du hast ja heute Morgen schon die erste Überraschung gehabt, ne? Hat Guck mal kurz in die Kamera. Erzählt. Das sieht gut aus. Okay, sieht gut aus? Ja, ja, sieht gut aus. Okay. Kennen wir jetzt schon nicht? Nein, nein, wir müssen dir ein bisschen was erzählen. Also, okay, das war die erste Überraschung heute Morgen, ne? Und die zweite Überraschung ist, es wird auch ein neuer Herr Zufall und ein neuer Sam kommen, weil Kahn plant... Also, was grinst du so? Weil die mich jetzt gerade verändern? Nee. Naja, er schämt sich nur ein bisschen. Er kann sein Gesicht nicht unter Kontrolle. Ja, aber erklärt es vielleicht im Video und warum ich auch hinter der Kamera und so bin. Ne? Aber, ja, aber es wäre ja cool, wenn ich es auch vorher... Was ist denn hier los? Lass uns ein Video am besten machen, weil dann ist deine Reaktion auch, ne, also es ist nichts Schlimmes, wirklich nicht, ne? Es hat was mit heute Morgen zu tun, ja, ne? Aber es ist keine Challenge oder so. Nein, es ist wieder so ein Erklärungsvideo, ne? Also das, was wir euch mit Apps und Games gemacht haben, machen wir spielen wir auch, okay? Ja. Gut. Kannst du Mikrofon an, Kahn? Ja.
Okay, da und? Da musst du ja in Zukunft achten. Okay. Okay, okay. Läuft, läuft, Leute. 3, 2, 1 und... Hi! Hey Leute, was geht ab? Geil. Wir haben heute so eine kleine Ankündigung für euch und es geht darum, Kahn ist heute schon hinter der Kamera und er wird in Zukunft öfter hinter der Kamera sein. Er plant so kleine Veränderungen und deswegen wird auch ein neuer Herr Zufall kommen und auch ein neuer Sam. Und ja, Kahn wird ein bisschen sich hinter der Kamera mehr ausleben, sich mehr auf die Arbeit hinter der Kamera konzentrieren. Und ja. Okay. Ja, es ist, ich weiß, es ist schon wieder so eine kleine Überraschung wie heute Morgen für Bianca. Warum? Er sieht da mehr seine Talente. Ja, ich glaube, es wird Zeit für einen Wechsel. Und dementsprechend dachte ich mir, mit Claudio und Eva und Danja und dir ist das, glaube ich, ein guter Zeitpunkt momentan. Und natürlich hätte ich mit dir darüber geredet und Danja weiß über diese Entscheidung zumindest auch noch nicht Bescheid, dann hättet ihr mich wahrscheinlich überreden wollen, das nicht zu machen. Deswegen habe ich es ehrlich gesagt so gemacht, ne, dass ihr eigentlich gar keine Entscheidung da habt. Ist, bitte nicht böse sein, ist auch gar nicht irgendwie böse gemeint, aber... Was? Die mich jetzt gerade veräppeln oder so? Nee. Was, ihr wusstet jetzt aber, warum wussten die davon und ich nicht? Wie meinst du das? Danja wusste jetzt auch davon. Nein, von der Entscheidung wusste sie nichts. Nein, aber sie mit weiß dem nichts. Kanal wusste sie. Nein, auch nicht. Okay. Spiel mir Apps und Games, ja, das weiß sie, ne? Aber bei Spiel mit mir, da weiß sie auch noch nichts. Wie gesagt, schau dir das Video später nochmal an. Lass uns jetzt nochmal kurz, das wird ein kurzes Video. Okay. Wir können das auch ein anderes Video einbinden, sonst bei einer Freunde-WG-Folge oder so. Oder Familie Zufall oder bei einer Challenge, dass das am Ende kommt. Du entscheidest, ne? Also ob das Video dann kommt oder nicht, oder ob du noch mal willst, dass ich selber eine Ankündigung mache. Ja, es ist so. Ja, übertreibend. Ja, nein, so schlimm ist es doch nicht. Wie gesagt, mach jetzt noch mal so kurz ein, ne, sag alles klar, ne, irgendwie, wie du willst, ist deine Entscheidung, okay? So, und so sieht's aus. Wir wollten das eigentlich nur kurz erwähnen und ich wollte daraus auch ehrlicherweise kein einzelnes Video machen, wie bei Spiel mehr Apps und Games, sondern das knüpfen wir an ein anderes Video an, weil anders finde ich es ein bisschen zu dramatisch. Ja, ich bin etwas überrascht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Aber wird bestimmt gut. Ja, wir sind immer offen für Neues. Und genau. Wir werden sehen, wie sich das... Claudio ist so ruhig. Ja, aber ich mag ja Claudio. Ja, der wird in nächster Zeit ein bisschen lauter bestimmt. Ja. Leute, ich sag jetzt ein letztes Mal nochmal. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Filmier-Kanal. Leute, heute war's das. Ciao. Schau dir das Video an. Wenn es okay ist, ist es okay. Wenn nicht, dann nicht. Können wir da noch reden oder so? Ich verstehe den... Du hörst jetzt... Warum? Wir können gerne bei einem Essen darüber reden. Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen blöd, dass ihr das jetzt... Was? Ihr hättet mir das ja eher sagen können und jetzt hier... Ich fühle mich so überrascht, so... Ja, aber du und Danja seid halt die Hauptakteure bei uns im Kanal. Ja, deswegen wäre es ja cool, wenn wir... Ja, aber ihr hättet ja versucht, mich zu überreden und deswegen konnte ich das nicht machen. Ja, aber wir können dich ja jetzt noch überreden, oder? Nee, glaub mir, das könnt ihr nicht. Weil ich weiß ganz genau, hätte ich es nicht gemacht, dann wäre es anders gelaufen. Gut, ich bleib mir erstmal... Ich hol mal Luft. Ich hol mir mal einen Kaffee. Okay. Die ist sauer. Die ist richtig sauer. Aber das Gute ist, ich bin nicht alleine. Ich habe euch mit reingezogen. Deshalb war ich auch so ruhig. Du hast uns richtig mit in die Misere gezogen. Ja, weil wenn ich das jetzt alleine gemacht hätte, dann wäre es natürlich nicht so gut gewesen. Aber... Wir lassen es sein. Wir gehen jetzt zu ihr, ja, ne? Ja. Weil ich schaffe das nicht den ganzen Tag. Ja. Also, das reicht schon, ne? Also, wir gehen jetzt mal rüber. Komm mal mit, komm mit. Das ist so fies. Das ist so fies. Und dass mich gleich wieder die Kamera nehmen sonst. Hey. Hey. Alles klar? Ja, so Prozession hier. Was macht ihr? Nee? Wo machst du die Kamera jetzt? Komm hier hin, wir reden noch einmal darüber. Dann machen wir das vernünftige Video. Komm, wir schließen es ab. Komm. Was ist los? Denkst du wirklich, ich habe YouTube auf? Boah, ich hasse dich. Ich hasse dich echt. Was ist denn los? Du bist aber so schlecht gelaunt. Ja, warum? Ich dachte, du freust dich, dass ich mit YouTube aufhöre. Ja, ich hab mich eigentlich auch gefreut. Du hast es aber nicht gewirkt. War das alles gespielt oder was? Und ich wusste davon.
Ja, ihr dürft es auch sehen. Ja, ja, natürlich. Ja, ich war auch nur so ruhig, weil ich nicht so gemein sein konnte. Ich wusste nicht, was er sagen soll. Aber du hattest doch fast Tränen in den Augen und du hast voll traurig geguckt. Ja, es tut mir leid. Und du warst voll ernst. Du hast noch so weit gefordert. Ja, wir können es halt. Mach nicht umsonst YouTube und hier Familie, Zufall und Freunde-Regel. Hart, ne? Sei ehrlich. Natürlich muss ich überall meine Kartennote hingeben. Also, das Verfolgen, dafür habe ich mich noch gar nicht revanchiert, das weißt du. Und nach deinem Geburtstagsvideo hatte ich das Gefühl, ich war wieder ein bisschen zu nett. Ne? Deswegen, ne? Deswegen warst du da nett? Deswegen dachte ich mir, komm. Das war der 60. Geburtstag. Komm, ich muss wieder den typischen Kahn machen. Und eigentlich hatte ich vor, das den ganzen Tag durchzuziehen. Und der Tag ist noch nicht vorbei und ich lasse es jetzt sein. Ja, ne? Ist auch gut so. Weil ich gesehen habe, dass du einfach kurz vor. Also, das war ja. Nee, also ich muss sagen, ich war sehr schockiert und war vielleicht so ein kleines bisschen. So viel war ich traurig vielleicht. Oh. So viel. Ja, das war tatsächlich das Video, so tun, als wäre es mein letztes YouTube-Video. Aber du weißt schon, Rache ist süß, ne? Ja, ich weiß, aber... Wo kommst du wieder? Ja, ist kein Problem. Aber ich habe das Gefühl, das zu übertreffen wird... Ja, jetzt freut er sich voll, ne? Weil er jetzt so voll seine Bestätigung bekommen hat. Ja, das auch. Ja, das auch. Eigentlich müsstest du wissen, ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass ich mein Studio ausgeräumt habe für den Ja, Challenge. Aber du hast doch... Hast du die Kamera da stehen? Ja, ja, aber die Kamera lief die ganze Zeit auch eben. Das Video wird auch geschnitten, dann wirst du sehen, wo die Kamera noch überall lief. Also, die Kamera lief die ganze Zeit durch. Überall. Falls das Video online kommt, kurz auch nochmal der Disclaimer, dann ist das von dieser Dame hier freigegeben. Ne? Also das Video wird nur online kommen, falls es online jetzt ist, ne? Dann ist es nur online, weil die Dame gesagt hat, ich find's okay, es war witzig, ne? Ich find immer alles okay. Ich glaube, ich habe nichts Schönes gesagt. Das hat mich nur so ein bisschen getroffen. Und Danja wusste ehrlicherweise von gar nichts Bescheid, ne? Also wenn sie das Video jetzt siehst, Danja, wenn du dieses Video jetzt siehst, ja, es war, ne? Also es war sehr gemein übrigens. Es war sehr traurig. Aber guck, Eva ist immer mit dabei. Eva ist für diesen Spaß immer zu haben. Claudio ehrlicherweise nicht so. Weil er Mitleid hatte, oder? Du hast Mitleid, ja. Guck, das ist wieder so typisch. Naja, Leute, das war das Video. Ich glaube, es war doch hoffentlich nicht so schlimm, wie ich mir es vorgestellt habe. Meine Rache war sowas von zuckersüß heute. Es hat sowas von geklappt. Ja, und die Rache drauf wird noch viel süßer. Ja. Leute, und das war natürlich nicht mein letztes Video. Ich hoffe es zumindest. Wer weiß, was passiert. Wir lösen jetzt nochmal auf. Es war doch kein Prank. Das war mein Ernst. Ciao. Laber nicht. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Warum bist du so? Warum? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Premiere-Kanal. Leute, heute bin ich mal mit Danja und ohne Bianca. Zumindest bis jetzt. Ich habe Danja schon gesagt, was wir heute so ein bisschen vorhaben. Ich möchte die Challenge machen. Drücke nicht diesen Knopf. Diese Challenge wird Danja mit Bianca machen, weil es muss natürlich was passieren. Das ist so offensichtlich. Wenn ja, genau. Also Danja wird auch gleich die Challenge nochmal von vorne anfangen mit Bianca und so tun, als wäre ich nicht dabei. Ja. Und es geht darum, dass man diesen Knopf nicht drücken darf, aber wenn man ihn drückt, dann passiert wohl was. Und was, das wird heute Bianca passieren. Ich habe schon einiges geplant und Danja muss mir dabei natürlich helfen. Ich bin gespannt, ob es heute klappt. Ich auch. Wir starten gleich direkt. Du gehst gleich bitte zu Bianca und dann gucken wir mal, wie das läuft. Okay. Drücke nicht diesen Knopf. Bis gleich. Hey Leute, herzlich willkommen auf dem Spiel mit mir Kanal. Ich bin hier mit... Hello! Mit Bianca. Danja hat heute irgendeine Challenge vorbereitet. Ich bin gespannt. Du hast mich jetzt gerade hierher geholt. Genau. Und zwar habe ich hier diesen Knopf. Aha. Ich drücke ihn jetzt nicht. Ich gebe ihn dir. Das ist nämlich heute deine Challenge. Drücke nicht diesen Knopf. Passiert da irgendwas? Genau. Also da es ist halt so ein bisschen komisch, immer wenn man den drückt. Wenn man diese Challenge macht, passiert irgendwas Komisches. Okay, das hast du da bestimmt irgendwas mit Kahn oder so, oder? Nee, der hat tatsächlich heute mal gar nichts damit zu tun. Also ich kann dir gut, wenn Danja die Challenge vorbereitet, dann ist es eigentlich, glaube ich, was Gutes, weil du tust mir nichts Gutes. Okay, also muss ich jetzt hier drauf drücken schon, oder? Also, wenn du möchtest. Wenn was passiert? Das ist spooky, sorry. Das weiß ich. Sorry, ich habe meinen Ton noch an, tut mir leid. Ist okay. Anonym. Gehe ich eh nicht ran. Filmst du noch? Ja. Ja, okay, sorry. War nicht geplant. Ja, wollen wir dann einfach das nochmal machen? Oder muss ich jetzt nochmal drücken? Eigentlich nicht. Okay, aber es passiert da jetzt nichts. Oder kommt da noch was? Na, gerade eben hatte ich jemand angerufen. Jetzt hör mal auf, das ist crazy. Ist das jetzt geplant? Soll ich das mal. Soll das gefilmt werden? Nee? Also es ist anonym. Ich weiß es nicht. Ich halt mal drauf, weil es ist. Ich habe das Gefühl, sie hängen mit dem Knopf zusammen. Hallo? Hä? Wer ist denn da? Um was geht's denn?
Ja, sie haben sich bestimmt verwählt, danke. Tschüss. Was war das denn? Was? Ich hätte irgendwelche Familienpizzen, keine Ahnung. Aber die rufen ja nicht anonym an. Gehört das jetzt hier zur Challenge? Nein! Ja, ich sitze hier. Das ist ja das Ding. Also normalerweise gehe ich anonym sowieso nicht ans Telefon, von daher. Auf jeden Fall weiß du ich kannst doch einfach mal diesen Knopf drücken. Ja, ich. Das ist gruselig. Ich steck doch irgendwas auf laut. Dahinter. Ich hab das nicht gehört. Hallo? Mit meinem Namen. Ich hab hier ihre Wohnwand. Die würden wir morgen früh anliefern. Um 7 Uhr sind sie zu Hause. Wie Wohnwand? Ich habe keine Wohnwand bestellt. Sie haben sich bestimmt verwählt. Wohnwand, spreche ich nicht mit Bianca? Also, mit Vornamen mich ansprechen. Sorry. Da steckt doch. Ich lege jetzt einfach auf. Ist mir zu dumm. Steckt doch Kahn dahinter. Keiner ruft mich an und nimmt mich. Du kannst Bianca. Ja mal rübergehen. Der ist am Zocken, glaube ich. Ja? Irgendwas habt ihr. Danja, ich trau dir das nicht zu. Muss ich jetzt eigentlich den Knopf hier mitnehmen? Ja, den nee. Musst du heute den ganzen Tag mit dir rumschleppen. Das ist ja heute deine Challenge. Okay. Ich weiß, dass ihr irgendwas geplant habt. Ihr treibt bestimmt irgendwas zusammen. Ich würde am liebsten die ganze Zeit hier draufballern. Hör auf, um Gottes Willen. Ja, was jetzt passiert? Noch nicht ist das irgendwas Magisches oder wie? Ja, anscheinend. Ich wette, es war Kahn. Ich wollte eigentlich gerade aufnehmen. Oh. Ja, komm. Jetzt sag mal, du hast mich doch gerade angerufen, oder? Ich wollte jetzt mit dem Video starten. Können wir das gleich machen? Was macht ihr denn? Ja, Bianca vermutet, dass du sie heute reinlegen möchtest. Danja, macht mit mir was? Irgendeine Challenge, wie hier, ich darf die Knopf nicht. Ja, warte kurz. Warte. Oh, sorry, hast du wirklich jetzt ist sowieso vorbei. Was habe ich gemacht jetzt nochmal von vorne? Ich habe es nicht verstanden. Ja, Danja hat irgendeine Challenge mit mir. Ich darf nicht den Knopf drücken und ich wurde anonym angerufen. So, erstens gehe ich anonym eigentlich nicht ran. Ja, und was ist mein Problem jetzt damit? Du hast mich hundertprozentig angerufen. Warum sollte ich dich anrufen? Was für eine Challenge? Was erzählst du da? Ich habe eine Pizza bestellt und irgendwas anderes. Ja, aber was habe ich jetzt mit Danjas Challenge zu tun? Ich wollte hier ganz normal aufnehmen. Ich habe dich angerufen. Jetzt zeig mal deine Antwortliste. Komm. Okay. Na gut, ich kann sie nicht in die Kamera zeigen, nee, weil. Aber. Aber ich zeig sie dir. Wo habe ich dich denn angerufen? Ihr seid crazy, ey. Okay, ich bin jetzt mal mit in die Cloud gekommen, okay? Weil irgendwas stimmt hier nicht. Mir werden hier Sachen vorgeworfen. Ja, hier stimmt eindeutig irgendwas nicht. Ja, aber du hast gesagt, es passiert irgendwas, wenn man auf diesen Knopf drückt. Ja. Also zumindest, wenn du drauf drückst. Ich werde jetzt hier bleiben und dir beweisen, dass ich damit nichts zu tun habe, okay? Ja, ich weiß auch nicht. Danja meinte mal, ich darf den Knopf. Ich weiß doch was. So. Und jetzt? Ich verstehe die Challenge nicht. Irgendwas läuft hier falsch. Ich glaube, ihr tut mich ziemlich. Ja, aber ich bin doch. Ja, aber guck mal jetzt. Guck mal, es passiert. Ich bin nicht da. Okay, mein es Handy, ist auch nicht passiert. Mein Handy klingelt auch nicht. So. Und ich bin auch hier. So. Ja, okay. Also, vielleicht ist ja diesmal auch nichts passiert. Ich habe die Challenge schon verstanden. Es geht darum, wenn du auf diesen Knopf drückst, dass anscheinend irgendwas passiert. Aber, ja, ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur hier sein, um dir zu beweisen, dass ich damit nichts zu tun habe. Ja, alles gut. Sorry. Dann war nicht so gemeint. Keine okay. Ahnung. Ja, dann, gut. Hat Danja ihre Stimme verstellt, obwohl sie neben mir saß. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, Danja, was du nicht weißt und was sie nicht weiß, ich habe Claudio Bescheid gegeben. Was ist? Ist das euer Ernst? Was denn? Warte, wir machen die Kamera an, komm mal mit. Ja, ja. Was meinst du denn? Meine Sporttasche ist weg. Ja, aber wie soll das gehen? Ich war die ganze Zeit jetzt weg. Jetzt erzähl mir mal, wie ich das hätte machen sollen. Ja, meine Sporttasche ist weg. Ja, meine Tasche ist komplett weg. Da ist mein Portemonnaie, ja, da ist, Leute, da ist alles drin. Mein Portemonnaie, alles. Ja, vielleicht solltest du einfach nicht auf diesen Knopf drücken. Was lachst du so schäbig? Ja, aber ich hab die Challenge schon verstanden. Ja, ich habe eigentlich dachte ich also auch, das ist Danjas Challenge hier, aber du lachst dir die ganze Zeit. Ja, aber ich hab ihre Challenge verstanden. Wenn du auf diesen Knopf drückst, dann passiert anscheinend was. Aber vielleicht bekommst du ja beim nächsten Mal deine Tasche zurück, wer weiß. Also ich hab schon verstanden. Ja, gib mal den Knopf. Ich geh jetzt in die Wolke und ja, aber, den Knopf warte, meine stopp, Tasche stopp, stopp. Glaubst du mir jetzt, dass ich damit erstmal nichts zu tun habe? Weil ich habe echt langsam, ich habe langsam echt die Faxen dicke, dass mir ständig hier vorgeworfen wird, dass ich was damit zu tun habe. Das ist Danjas Challenge. Ja, aber ich war auch bei dir, ich war... Ja, aber sie sagt, dass ich das war. Boah, Leute, ich weiß nicht, was hier wem welche Challenge ist. Ich weiß nur, dass ich hier gerade ziemlich auf den Arm genommen werde. Du lachst die ganze Zeit, du lachst auch. Nee, ich film nur. Ja, okay. Ich lächel dich immer so, an. Ich hab damit ja, was dann, zu tun. Dann, okay. So, wir sind jetzt wieder zurück in der Cloud und Bianca glaubt mir das irgendwie nicht so ganz, beziehungsweise ist es halt ein bisschen seltsam, dass tatsächlich immer was passiert. Und ich glaube, du wirst deine Tasche wieder zurückhaben, ne? Richtig.
Wenn ich jetzt auf den Buzzer drücke, kriege ich schon meine Tasche zurück? Oder sind hier magische Kräfte unterwegs? Das weiß ich nicht. Okay. Also. Ich hoffe, dass ich meine Tasche wieder bekomme. Hey, Bianca, hey, ich bin schon mal weg. Ja, ich wollte nur Bescheid sagen, ich bin schon mal weg. Die beiden DIY-Videos, die wir noch machen wollten, müsstest du alleine machen, okay? Ich hoffe, das macht nichts. Ich? Okay, ich bin weg, ne? Ciao, viel Spaß noch. Hä, wie soll ich das denn machen? Verrückt. Hä? Wie hat das jetzt wieder mit dem Knopf hier zu tun? Das weiß ich nicht. Das ist echt gruselig langsam. Ich traue mich, den Knopf nicht mehr zu drücken. Irgendwas ist hier komisch. Aber gut, da kann er jetzt gar nicht damit zusammenhängen. Was, nee, ich auch nicht. Ich liege hier. Deine Challenge. Hast du hier irgendwie einen Zauber draufgelegt oder so? Ja, genau. Ich habe da einen Zauber draufgelegt. Nein, aber ich habe beobachtet, dass es immer ein bisschen, dass immer irgendwie was Komisches passiert. Ja, das, da gebe ich dir allerdings recht. Das ist echt etwas spooky hier. Also irgendwie ist es auch spannend, was jetzt, also bis auf das mit der Tasche ist alles andere ja sehr spannend. Wenn ich jetzt nochmal drücke, bin ich... Mal gucken, was jetzt passiert. Verrückt, verrückt, verrückt. Kriege ich jetzt meine Tasche wieder. Ja, wir nehmen gerade auf. Oh, nimmt die gerade auf? Ja. Bianca, für dich hat draußen jemand 3 Familienpizzen bestellt. Mhm. Also, ich weiß nicht. Quatsch, laber nicht. Doch, da ist jemand, der steht mit 3 Familienpizzen. Kannst du mal schauen? Ey, habt ihr jetzt Leute arrangiert oder was? Ich habe von einem Anruf bekommen, dass ich irgendwas bestellt hätte. Das kann doch gar nicht tun auch. Ich weiß gar nicht, wie gut Bianca das jetzt glaubt, beziehungsweise weiß ich auch nicht, wie Khan das jetzt mit diesen Pizzen angestellt haben will. Ich warte jetzt hier einfach mal. Also ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt wirklich Pizza bestellt. Ah, da ist Bianca. Ey, ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Warum? Ja, ganz ehrlich, ja, weil... Es sind keine Pizzen da gewesen, da stand gar keiner unten vor der Tür. Weiß ich doch nicht. Ja, ich kann jetzt aber so oft auf diesen Buzzer drücken und ihr veräppelt mich doch heute. Sag was. Was soll ich denn sagen? Was ist jetzt? Jetzt werde ich eingeschlossen, weil ich den Buzzer gedrückt habe? Ja, ich bin auch hier. Ich stehe jetzt? Nicht auf diesen Knopf drücken wollen. Boah, ich wusste, dass du dahinter steckst, Khan. Aber warum hast du gesagt, ich bin auch hier drin? Sorry, zu spät. Das war's. Wie jetzt? Ich dachte, du hast die Challenge gemacht. Da steckst du doch mit Khan unter der Decke hier. Boah, okay. Also, jetzt sind wir eingesperrt. Muss ich jetzt nochmal drücken, damit ich rauskomme? Also, ich löse es jetzt mal auf. Wie auflösen? Khan, ich verrate alles! Kannst du gerne machen, die Challenge ist sowieso vorbei. Das ist nicht meine Challenge, das ist Khans Challenge. Ich hab sie nur ausgeführt. Es tut mir leid. Ja, und wo ist jetzt meine Tasche? Die ist bei Claudio. Die hat Claudio geholt. Eva war auch mit eingeweiht. Also hast du mich heute mit Khan gedrängt. Thema. Ja? Ich wusste, dass du dahinter steckst. Ich wusste es, ich kenne dich einfach. Wenn du dein schäbisches Lächeln schon und dann ist es so nett, weil... Du wusstest, du konntest mir gar nicht so richtig sagen, was passiert, wenn ich den Buzzer drücke und so. Nee, du warst immer irgendwie mütig in der Nähe. Ich wusste, dass da irgendwas ist. Aber hättest du damit gerecht, dass auch Eva und Claudio da mitmachen? Nee. Die hast du alle... Ja. Ja. Aber guck mal, ich mache mir so viel Mühe nur für eine Challenge mit dir. Guck mal. Ja. Hast mich gut bekommen heute. Hier. Warum musstest du alles verraten? Hättest du nicht mit ihr hier drinnen bleiben können? Weil du mich mit eingesperrt hast, du Pfeife. Tut mir leid. Aber hast mich ganz schön oft die Woche jetzt, ne? Also. Was, ich dich? Ja. Wann noch? Naja, bei der Ja-Sagen-Challenge zum Beispiel musste ich auch nochmal extra herkommen. Ja, stimmt. Entschuldigung. Ist ganz schön gemein von euch. Ich sag nur, Rache ist süß, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, hol doch einfach eine Rache raus. Ja. Ich meine, wenn es etwas gibt ihr bei unserem beide Kanal. Ihr seid wirklich. Dieser Sound nervt dich jetzt schon, ne? Ja. Leute, das war's mit der Challenge. Drücke nicht den Knopf, ne? Aber? Ja, es war witzig. Und ich freue mich schon auf deine Racheaktion. Ja, die wirst du bekommen, glaub mir. Ja, Leute, das war's. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Dann dir auch vielen Dank dafür, dass du zumindest es noch durchgehalten hast. Ja, bitteschön. Am Ende war es nicht mehr so toll, aber das war vielleicht auch meine Schuld. Richtig. Ja, 2-1 hier, ey. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben seinen Schlüssel. Juhu! Warte, er hat eine Spannerricht geschickt. Wo seid ihr? Sagen wir jetzt ehrlich, wo seid ihr? Er ist extrem genervt von euch. Yes. Von mir nur ein bisschen. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich bin nicht alleine. Hallöchen. Ja, wir haben uns heute was
einfallen lassen. Ja, endlich. Es wird nämlich Zeit. Wir müssen uns jetzt endlich mal an Kahn rächen. Genau, ich habe mich ja schon gerächt an Kahn. Aber wir haben uns gedacht, wir werden heute uns mal 24 Stunden vor Kahn verstecken. Ja, richtig. Und nicht nur wir uns, also wenn er uns findet, ist es gar nicht so schlimm, denn wir haben natürlich auch seine Wertgegenstände versteckt. Richtig, und wir haben seinen Schlüssel. Ja. Also er wird jetzt sich bestimmt gleich wundern, weil er nicht in sein Studio reinkommt. Und wir warten jetzt einfach mal drauf, dass er sich meldet, dass er nicht in sein Studio reinkommt. Wir bleiben jetzt erstmal ganz gemütlich hier und mal gucken, wann er sich meldet. So, wir warten immer noch. Ja. Aber wir machen jetzt gerade unsere Party hier so ein bisschen. Egal. Das ist so witzig. Ne? Oh, ich freue mich so. Wir haben das jetzt heute endlich mal richtig schön vorbereitet, damit es wirklich was wird. Ja. Weil ich weiß nicht, wer sich noch ans letzte Mal erinnert, als Bianca das alleine versucht hat. Ja, ich bin ja nicht so der Held in Verstecken, aber ich denke, wir pranken den heute richtig gut. Oh, er hat eine Spannerricht geschickt. Hey, morgen, grüßt euch. Sag mal, hat jemand von euch meinen Schlüssel gesehen? Ich finde den bei mir im Schrank nicht hier. Hat den jemand mitgenommen oder so? Ist dir das zufällig? Weil sonst komme ich heute nicht in mein Studio rein. Ja, den Schlüssel haben wir natürlich nicht gesehen. Ja, schade, Kahn. Hups. Wenn du das hier siehst. Ha, ha, ha. Oder er sagt einfach, egal. Soll ich ihm ja. was antworten? Ja, sag ihm, keine Ahnung. Hey, guten Morgen. Ja, also ich weiß nicht, aber woher sollen wir denn wissen, wo dein Schlüssel ist? Den hast du ja eigentlich immer bei dir. Wir sind jetzt auch fast da. Vielleicht kannst du ja einfach schon mal in die Wolke gehen. Und wir kommen dann gleich dahin. Perfekt. Genau, weil wir treffen uns ja immer und wollen ja auch ein Video drehen, wo wir eine Challenge aufnehmen. Dann würde ich sagen, wir gehen natürlich nicht in die Wolke. Nein. Und ja. Ich würde sagen, wir gehen in Kahns Studio, wenn wir jetzt schon mal den Schlüssel haben. Und nehmen noch ein paar Sachen mit. Genau. Und sagen ihm dann auch, hä, wo ist denn das Problem? Wir sind in deinem Studio. Wo bist du denn? Ja, genau. Gute Idee, dann bis gleich. Genau, wir haben uns jetzt auf der Toilette versteckt, auf der Damentoilette. Da wird er definitiv nicht reinkommen und nach uns schauen. Ja, aber es kann ja sein, dass er auch draußen vorbeiläuft. Deshalb rede ich trotzdem ein bisschen leiser. Ja, ja. Er aber kommt hier nicht rein. Ich denke, er ist jetzt auf dem Weg in die Wolke. Mhm. Und er hat dir, glaube ich, schon eine Sprachnachricht gerade geschickt, ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, hör die mal ab. Super. Es fängt schon mal super an hier heute Morgen. Hat vielleicht Eva meinen Schlüssel mitgenommen? Ja gut, okay, ich warte in der Wolke, ist in Ordnung. Eine gute Idee von ihm. Ja, nein, ihm war dein Schlüssellicht, Freundchen. Genau, und wir gehen jetzt natürlich, wenn er in der Wolke ist, wir gucken jetzt heimlich, dass er uns nicht sieht und dann gehen wir in sein Studio und dann werden wir mal so 2, 3, 4 kleine Dinge mitnehmen, die er definitiv vermissen wird. Kleine Dinge? Dann. Es macht so Spaß, ne? Echt, also es gibt für mich nichts Schöneres, als Kahn zu pranken. Gerechtig, Kahn. Ja, und, das ist echt, ich könnte das jeden Tag machen. 24 Bianca Stunden. Bianca geht richtig auf. Mhm. So, dann gucken wir mal. Ist die Luft rein? Okay, dann. So. Wir müssen leise sein. Ja, aber beeil dich ein bisschen. Wir sind in der Wolke. Mal die Tür zu. Ja, schließ direkt mal ab, bitte. Ja. Ja, dein Studio ist jetzt uns. So, auf jeden Fall einmal die Kopfhörer nehmen wir mit. Ja. Dann ja vielleicht den Bildschirm. Ja, den kann ich abmachen, die Lichter. Ja, was wollen wir noch mitnehmen? Wir können uns ja einfach mal umschauen, was uns hier so gefällt. Also hat halt natürlich seine Wertgegenstände jetzt nicht hier. Aber was er so braucht, ich glaube... Tastatur, Maus, sowas. Genau, ich glaube, halt alles so... Genau, dann würde ich sagen... Steck das mal alles ab. Nimmst du direkt mal... Genau. Wir müssen uns etwas beeilen. Dann nehmen wir den Bildschirm mit. Und vielleicht auch die Kamera. Ja, und wir werden jetzt gleich auf das geheime Klo gehen. Da geht er nämlich auch nicht hin. Dann werden wir die ganzen Gegenstände dort verstecken. Wir sind gut ausgerüstet.
Ja, nehmt jetzt noch den letzten Zeug mit und ich glaube, wir müssen uns jetzt etwas beeilen. Das ist unsere Ausbeute. Wir haben seine Kamera mitgenommen, seinen Schlüssel, seine Kopfhörer, seine Leuchten und natürlich seinen PC. Wir werden dann aber den Schlüssel wieder dahin legen, wo er war, so dass er in sein Studio dann irgendwann geht und merkt, oh weh, ist alles weg. Genau. Und wir warten jetzt hier und verstecken uns weiterhin vor ihm. Tanja kommt schon. Ja, genau. Alles leergeräumt da drin. So, wir haben eine Sprachnachricht bekommen. Ja, wir sind immer noch auf dem geheimen Klo. Was hat er denn? Ich brauche auf jeden Fall meinen Schlüssel. Also falls ihr irgendwas davon gesehen habt oder hört, sagt mir bitte Bescheid, weil sonst wird es heute echt schwierig mit den Aufnahmen. Oh, ich hab so Mitleid mit dir, Khan. Oh. Mhm. Ja. Pass auf, ich würde jetzt mal antworten, dass wir jetzt auch da waren, dass wir den Schlüssel gesehen haben. Nee, wir machen es ganz anders. Wir legen den Schlüssel einfach wieder dorthin. Da rein, und dann geht er rein. Und er wird ja dann später nochmal gucken und irgendwann wird er schon nochmal da schauen und dann wird er in sein Studio gehen. Ich würde jetzt darauf gar nicht antworten. Er wird sich bestimmt gleich melden und fragen, wo wir bleiben. So, wir platzieren jetzt die Kamera in seinem Studio. Weil wir wollen natürlich die Reaktion miterleben. Und ganz live. Ich glaube, hier ist ganz gut, wenn wir die hier hinten verstecken. So, wir haben die Kamera versteckt. Und jetzt müssen wir uns echt beeilen. Oh, warte, er hat gerade eine Nachricht geschickt. Kurze Frage, wo bleibt ihr denn? Also langsam wird es auf Zeit, ne? Habt ihr was von meinem Schlüssel gehört? Ich habe im Schrank überall geguckt, aber da ist nichts. Einfach nichts. Habe ich den in der Wolke gestern vergessen? Ey, ich guck mal weiter, aber bitte beeilt euch jetzt mal. Also langsam müssen wir auch so starten, ne? Okay, er ist richtig genervt. Ja, wir reagieren darauf natürlich nicht und wir warten jetzt. Und dann schicken wir ihn einfach eine Sprachnachricht. Hier, wir waren in der Wolke, wo bist du denn? Ne? Ja, genau. Hallo? Komische Sache. Also ich habe den Schlüssel vor der Tür irgendwo gefunden, der lag anscheinend auf dem Schrank. Aber irgendwas passt hier nicht. Sag mal, habt ihr irgendwas gemacht oder so? Warum ist mein Bildschirm weg? Und die Lichter sind auch weg. Irgendwie fehlt mir was hier von meinem Studio-Equipment. Irgendwas passt hier nicht. Und wo seid ihr überhaupt? Wo seid ihr? Sag mal jetzt ehrlich, wo seid ihr? Also ich glaube, das hat richtig gut funktioniert. Ja. Er ist richtig sauer. Er hat ja jetzt gerade auch eine Sprachnachricht an uns geschickt und ist richtig wütend. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal, wir verstecken uns jetzt noch woanders. Und lotsen ihn auch noch mal wohin, weil das findet er richtig nervig, wenn er irgendwo hinlaufen muss und dann sind wir da nicht. Ja, ist eh gleich Mittagessen, also Mittagessen sozusagen. Ja. Und dann werden wir ihn natürlich dann auch zum Essen bestellen und wir sind aber nicht da und das Essen wahrscheinlich auch nicht. So, wir gehen jetzt zu Eva in die Küche und sagen Khan, dass wir Mozzarella-Sticks vorbereitet haben und dass er doch runter mal in die Küche kommt und dann können wir halt mal über alles reden. Ich schicke ihn dir direkt dann gleich mal eine Sprachnachricht. Aber erstmal tun wir kurz Eva einweihen. Eva! Hi! Hallo! Hallöchen. Wir haben heute was an der Kamera. Wir verstecken uns heute 24 vor Khan und verstecken seine Gegenstände. Wir haben ihn jetzt gleich, also wir schicken ihn jetzt eine Sprachnachricht, dass er runterkommen soll. Wir haben Mozzarella-Sticks vorbereitet, ist natürlich nichts zu essen gemacht. Und wir würden, wisst, wie man ihn anmacht. Genau, und wir würden dir die Kamera geben. Du sagst dann einfach, wir drehen heute die Erweiterung, die andere Kamera, deswegen, genau, damit wir natürlich auch seine Reaktion schön festhalten, ne? Gut. Ja, genau. Und Tanja hat ja angeblich gekocht. Ich habe angeblich gekocht, ja. Genau. Mozzarella-Sticks. Dann schicke ich ihm mal eine Sprachnachricht. Darf ich dir die Kamera doch direkt geben? Ja, klar. Du kannst ja sagen, wir machen heute einen Vlog oder sowas. Ja.
Weil wir wissen ja, er ist ja ein schlauer Fuchs, ne? Er wird das sehen. Hallo Kahn, ja, ist halt blöd gelaufen mit deinen Sachen. Wir sitzen jetzt alle hier unten in der Küche bei Eva, haben Mozzarella-Sticks gemacht. Komm doch einfach mal runter, wir essen zusammen und dann kannst du uns ja mal in Ruhe erklären, was da passiert ist. Und wir gehen uns jetzt verstecken. Viel Spaß. Bis gleich. Ja, so ihr Lieben, ich warte jetzt auf Kahn. Ich habe mich erstmal so ein bisschen hier hingesetzt und werde dann gleich so tun, als ob ich einen Vlog mache tatsächlich. Zu welchem Thema überhaupt? Naja, keine Ahnung, aber ja, erstmal auf Kahn warten. Wann kommt er endlich? Wann kommt er? Oh, müde. Oh, da kommt jemand, da kommt jemand. Psst. Hey. Hi, alles gut bei dir? Ja. Kannst du mir mal... Du bist auch jetzt in meinem Vlog? Wir machen heute einen DIY-Vlog. Was machst du eigentlich mit der Sony? Die hat Bianca mir vorbeigebracht. Sie hat die DIY-Kamera genommen, deswegen habe ich die jetzt. Wo sind die? Ist ganz schön schwer, die wiegt mindestens das Dreifache. Ja, ich weiß. Wo sind die denn? Keine Ahnung. Die hat mir die Kamera gebracht. Du weißt ganz genau, wo die sind. Nein, du weißt, ich weiß nie irgendwas. Eva, ich würde dir gerne glauben, aber ich weiß, dass ich dir nicht glaube. Also ich kann dir nicht glauben. Ja. Ja. Ja, also ich weiß nicht. Mir wurde gesagt, hier gibt es Mozzarella-Sticks. Wahrscheinlich gibt es auch keine Mozzarella-Sticks. Riecht sie nach Mozzarella-Sticks? Nein, wahrscheinlich nicht. Wo sind die denn? Kannst du das mal sagen? Ich weiß es nicht. Sie sind dann wieder gegangen. Sie haben die Kamera hier gelassen und dann sind sie gegangen. Sind die für mein Equipment eigentlich auch verantwortlich, dass das weg ist? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Also, dass die Kamera weg ist. Wahrscheinlich landet das in einem Do-it-yourself-Vlog. Ja, ganz bestimmt. Das ist der Do-it-yourself-Vlog. Du kannst mir nicht sagen, wo sie sind. Nein, wirklich nicht. Sind sie hier um die Ecke? Gut. Beliebteste Versteck. Ganz ehrlich. Oh, ich komme nicht weiter. Wenn du sie siehst, ich gehe erstmal kurz raus. Mach das. Ne? Also, dann gehe ich hol ja dir raus. Eine Portion frische Luft, bring mir Mozzarella-Sticks mit. Ja, nee, ganz bestimmt nicht. Bitte! Nein! Ja, das war doch lustig. Keine Mozzarella-Sticks für Kahn. Ich hoffe, er bringt mir welche mit, falls er jetzt welche einkaufen geht. Und ich bekomme Besuch! Hallöchen. Ihr seid wieder da. Und hat's funktioniert? Ja, er ist extrem genervt von euch. Yes. Von mir nur ein bisschen. Yeah. Er hat das natürlich sofort gemerkt mit der Kamera. Wo ist er denn jetzt? Er ist wieder abgehauen. Er hat auf jeden Fall Hunger. Er hat gesagt, okay, er braucht ein bisschen Luft und ist gegangen. Hat er gesagt, wo er ist davon gestürmt. Hat er gesagt, dramatisch, wo er hingeht? Jetzt. Nee, er hat gesagt, er wollte nach draußen, er braucht Luft, okay, und ist jetzt erstmal weg. Perfekt, danke. Das ist doch super. Dann geht's bei uns jetzt nämlich gleich weiter. Genau, wir gehen jetzt wieder in sein Studio und holen uns jetzt noch ein paar Dinge da raus und dann verstecken wir die im Haus und viel Spaß euch beiden. Du darfst suchen, Kahn. Oh, ich dachte schon ich. Nein, du nicht. Du darfst suchen. Wir sind jetzt wieder im Studio. Wieder eingedrungen. Und wir nehmen jetzt noch was mit und zwar einmal den Stuhl. Ja. Noch einmal. Die Tastatur. Ja. Sein Autoschlüssel hat er nicht hier, oder? Dann hat er wahrscheinlich am Mann. Ja. Aber den kriegen wir auch noch. Dann schieb einmal. Ja, da hinten im großen, im Chaos. Studio. Das ist ja kein Chaos mehr. Naja, dann wird es jetzt wieder ein Chaos-Studio. Perfekt. Ja, ich würde sagen, wir verstecken jetzt erstmal noch ein bisschen was, so ein bisschen verteilter im Haus, nehmen euch dabei auch mit und dann kann Kahn langsam mal suchen. Genau. Ja, mal gucken, wie er reagiert, wenn er wieder zurückkommt und erstmal sieht, dass sein Stuhl wieder nicht da ist. Ja, also ich bin ja nicht ganz so krass gemein, deshalb lasse ich die Techniksachen jetzt ungerne irgendwo im Bad beim Wasser liegen und stell die jetzt einfach einmal hier dahinter. Und dann kann er die dann dort suchen und den Rest verstecken wir woanders. Ja, sehr gut. Ich werde den Bildschirm jetzt hier oben im Bett verstecken. Oh Gott. Ich fühle mich wie Hulk. Fühlst dich wie Hulk? Ja. Das hat Kahn richtig verdient. Wirklich. Das hat er echt mal verdient. So, dann würde ich sagen, dann verstecken wir uns weiter. Warte mal. Ah, guck mal. Der hat echt so ein... Wie kann ich mich denn wundern, dass meine ganzen Sachen weg sind und dann einfach original meinen Rucksack stehen lassen? Ja, ich würde jetzt sagen, schlaues Köpfchen. Schlaues Köpfchen kann. Dann. Genau, weil er hat bestimmt, weil er heute alles in der Wolke stehen lassen hat. Ja komm, wir nehmen gleich einfach die Tasche nochmal. Ja, nimm den Rucksack mit. So, wir verstecken uns jetzt schon den ganzen Tag und natürlich auch die Sachen von Kahn. Ja, es funktioniert sehr gut heute. Ich bin sehr beeindruckt, wie gut wir das bisher geschafft haben. Ich bin auch richtig stolz auf uns. Also wirklich stolz. Nicht wundern, warum ich jetzt einen anderen Pullover anhab. Ich habe den nicht auch. Das liegt daran, dass wir vorhin noch Videos gedreht haben. Ohne K natürlich. Ja. Auch gerade DIY. Und deswegen haben wir uns halt fix umgezogen. Ich bin ja jetzt gespannt. Er wird sich ja dann sicher gleich melden. Hey,
Ist das euer Ernst? Wo ist jetzt mein Stuhl und wo ist meine Tastatur? Am Ende des Tages bleibt ja gar nichts mehr hier. Also ja, schön, gut und witzig, ich habe schon verstanden, was ihr macht. Ich weiß es schon, aber wo sind diese Sachen? Ha? Könnt ihr mir das mal jetzt sagen, bitte? Ich glaube ja, nicht. Super witzig. Ha, 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 ha. Ist schon witzig, aber wie kommt auch? So kommt man doch zu nichts. Also irgendwie ist schon lustig. Aber ich glaube, er wird langsam zum Punkt erreicht. Genau, ich würde ihm jetzt eine Nachricht schicken, dass er doch mal suchen gehen darf. Ach, das ist echt ärgerlich, dass du deine Sachen nicht gefunden hast. Schau doch mal in der Wolke oben unter dem Bett nach. Da könnte vielleicht was liegen. Und vielleicht doch hinten auf dem geheimen Klo und im Chaosstudio. Das ist ja nicht mehr so Chaosstudio. Guck doch da mal nach. Ich denke, da wirst du bestimmt einige Dinge wiederfinden. Jetzt haben wir ihm ja gesagt, wo seine ganzen Sachen sind. Die kann er jetzt schön suchen und wir gehen jetzt einfach. Ja, würde ich auch sagen, ne? Oh! Ja, hat eine Sprachnachricht geschickt. Oh. Ey, das ist nicht euer Ernst, ne? Oh. Jetzt habt ihr euch versteckt und noch meine Sachen, oder was? Ja, wow, super. Ja, dann könnt ihr jetzt mal rauskommen langsam, ne? Könnt ihr jetzt mal so langsam Zeit werden dafür? Nö, wir machen jetzt los. Also richtig lustig. Ja. Er ist richtig sauer. Wir haben gerade noch mal eine Sprachnachricht geschickt, dass wir jetzt los sind. Ich habe dir auch übrigens etwas noch nicht gezeigt. Was denn? Ich war ja vorhin mal ein bisschen länger in Kahns Rucksack unterwegs. Oh, was hast du denn? Hast du seinen Autoschlüssel mitgenommen? Ja. Das ist echt böse. Aber ja, oh Gott, ich glaube, da wird er jetzt so richtig durchdrehen. Aber das hat er sich auch mal verdient. Es ist ja nicht nur so, dass er uns ständig irgendwie prankt, sondern es ist halt auch einfach... Oh, jetzt ruft er an. Ja? Habt ihr keine Hobbys? Warum? Wie, warum? Was denn? Wie, was denn? Wo habt ihr jetzt meinen Rucksack hingetan? Könnt ihr das wenigstens erzählen? Ja, dein Rucksack ist, glaube ich, noch in deinem Studio. Ja, der ist da. Wir sind jetzt auch schon los. Ihr seid los? Wir haben nur... Ja. Was? Ja, uns ist was aufgefallen. Also eventuell wird dir auffallen, dass wenn du dich zu deinem fahrbaren also wir haben dein begibst. Genau, wir haben deinen Autoschlüssel und deinen Wohnungsschlüssel. Ihr wollt mich doch. Seid ihr noch auf dem Parkplatz? Nein. Also gleich nicht mehr. Ja. Wir fahren jetzt los. Ich komm zum Parkplatz. Nein, du darfst ihn gerne bei uns abholen, daheim. Nee, ich komm jetzt. Oh doch. Das ist das tolle Ding. Und werd mir den jetzt klauen. Guten Morgen. Ist dein Ernst? Weißt du, wie warm es bei mir im Studio ist? Pupspray. Boah, das ist so ekelhaft. Kahn hat irgendwie ganz viel, also auf deinen Namen irgendwas bestellt. Für dich in die Rechnung gekommen, 233 Euro. Daniel hat irgendwas bestellt. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Was geht ab? Herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich habe heute was ganz Besonderes vor. Ich werde heute den ganzen Tag die Schuld auf Daniel und Kahn schieben. Und ich habe mir natürlich ein paar Dinge ausgedacht. Und zwar werden die voneinander nicht wissen, dass ich die Challenge heute drehe. Und ich werde sozusagen die beiden, ja, die Schuld immer gegenseitig auf die beiden schieben. Und mal gucken, ob es eskalieren wird oder nicht. Am Ende des Tages werde ich es natürlich auflösen. Und ja, es wird bestimmt lustig. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt. So, ich werde die zwei heute ziemlich auf die Palme bringen, wie man das ja so sagt. Und zwar werde ich jetzt so machen, dass ich jeweils aus einem Studio von dem anderen was wegnehme, was die benötigen. Und dann werde ich einfach sagen, Kahn hat das von Daniel genommen und Daniel hat das von Kahn genommen. Ah. Ich hoffe nur, die beiden kommunizieren heute nicht darüber. Sonst wird es schwierig und ich möchte auch nicht, dass das wieder mal nach hinten losgeht. Aber ich bin guter Dinge. Und ich würde sagen, wir beginnen mal bei Daniel im Studio, denn sie ist nämlich noch nicht da. So, ich nehme jetzt Daniels Leuchte mit und ich habe hier schon Müll hingelegt. Das heißt, wenn sie dann kommt, wird sie sich sicherlich aufregen, warum hier der Müll und ihre Lampe weg ist. Und Kahn, es tut mir leid, aber Kahn war es mal wieder. Guten Morgen. Hi, guten Morgen. Ja, nicht wundern, dass ich die Kamera in der Hand habe, aber ich bin heute... Ich mittlerweile nicht mehr, wenn jemand mit einer Kamera rumläuft. Was soll das denn heißen? ich bin heute 24 Stunden nett.
Okay. Deine Haare sehen sehr schön aus, Danja. Sie sind nass. Danke. Ja, alles gut bei dir? Ja, ich weiß nicht, ist so wichtig. Hast du hier vorhin irgendwas ausgeräumt oder so? Nee, aber Kahn war vorhin in deinem Studio und hat irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Sachen ausgeräumt und hat sie wahrscheinlich liegen lassen. Hätte er mir das nicht sagen können? Ja, der hat es halt einfach hier hingelegt, ne, das Zeug. Okay. Du bist ja 24 Stunden nett, magst du es wegräumen? Ich muss jetzt erstmal was anderes machen, aber ich meine... Meine Lampe fehlt auch, weißt du, hier nicht? Deine Lampe? Ja. Keine Ahnung, ich denke mal, die hat Kahn bestimmt auch mitgenommen. Da wollte irgendwie ein Video drehen, wahrscheinlich hat er da... Na gut. ...dein Zeug genommen und irgendwas ausgeräumt. Okay, dann schmeiß es dann schnell weg. Ja, oder schmeiß es bei ihm im Studio. Ja. Nee, also wenn, dann schmeiß ich sie weg. Nicht zu ihm ins Studio, das mach ich nicht. Okay. Gut, ich komme dann nochmal wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in den Tag. Dankeschön. So, also das hat schon super funktioniert. Daniel hat überhaupt nichts gemerkt. Und das Gleiche machen wir jetzt bei Kahn im Studio. Kahn hat ja so einen tollen Ventilator. Und ich weiß, dass er durchdreht, weil es wirklich, wirklich warm in seinem Studio ist, wenn das Ding nicht da ist. Und ich werde einfach sagen, Daniel hat ihn gebraucht, weil es ist heute echt warm. Okay, das ist das tolle Ding. Kahn ist nicht im Studio, das heißt, ich kann es mir direkt nehmen und werde mir den jetzt klauen. So, hier ist das gute Ding. Ich habe es jetzt hinter der Tür versteckt, weil da wird, denke ich, Kahn das nicht suchen, also das, den Ventilator nicht suchen. Und ja, selbst wenn die heute schlechte Laune schieben, denke ich mir so, egal, it's not my problem. Nein, es ist auf jeden Fall witzig und ich bin gespannt. Ich warte jetzt mal, bis er wieder in seinem Studio ist. Ich denke, wir werden ihn alle hören, weil er bestimmt ganz laut rufen wird, wo sein Ventilator ist. So, jetzt ist er in sein Studio gegangen und wir gehen jetzt mal zu Kahn. Guten Morgen! Was guckst du so? Wenn du die, warte mal kurz. Wenn du die Kamera in der Hand hast. Ja. Ich mache halt, also ich kann dir sagen, was ich mache. Ja, erzähl ruhig, erzähl ruhig. Ich bin heute 24 Stunden nett und deswegen wollte ich dir gerade, nie wirklich. Ja, ja. Deswegen wollte ich dir gerade sagen, Kahn, du siehst heute ausgeschlafen aus. Du ja, danke. Gut aus. Danke. Komm mal kurz rein. Oh, jetzt kriegt meine Angst hier. Nee, alles gut. Es ist ja hier im Studio immer relativ warm bei mir, ne? Ja, und du weißt, muss ich sagen. Dass ich ja einen Ventilator hier hingeholt habe, ne? Ja. Und irgendwie fehlt der jetzt und du hast die Kamera in der Hand. Ja, kann ich dir auch sagen, wo der ist. Wo? Bei dir wahrscheinlich. Nein, bei Danja. Wieso das denn? Ja, weil Danja vorhin meinte, dass ihr übelst warm ist im Studio und du warst noch nicht da. Aber und hat sie sich den Ventilator genommen. Dein Ernst? Ja. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, wirklich. Ist das bei ihr im Studio? Ja, sie hat ihn vorhin genommen, aber ich weiß es nicht. Aber sie ist gerade nicht bei sich und die hat zugeschlossen. Brauchst nicht hingehen. Doch. Nein. Wo ist der Schlüssel? Ich weiß es nicht. Der ist nicht da. Die Cloud ist auch drin. Du musst doch halt warten, bis sie wieder da ist. Ist das dein Ernst? Weißt du, wie warm es bei mir im Studio ist? Ja, muss das durch. Musst du dann ja dafür... Ja, ich kann es dir bitte Bescheid geben, wenn sie da ist, dass sie einmal kurz zu mir kommen soll. Mach ich. Guck mal, ich versuche nur einen normalen Tag hier zu haben. Ja, ne? Kann ich auch nichts dafür. Ja, aber dass du die Kamera wieder in der Hand hast und außerdem die 24 Stunden Net-Challenge, die hatten wir doch schon. Ja, aber ich habe die noch nicht gehabt. Ja, ich war noch nie nett zu euch. Ich kann dir da noch nicht so ganz vertrauen, aber ich sag dann dir bitte Bescheid. Mach ich. Bis dann. Schönen Tag. So, also ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich hatte jetzt gerade echt ein bisschen Angst, dass er jetzt zu Danja geht, weil dann wäre es ja total aufgefallen. Aber ich habe das schon so gemanagt, dass ich immer einen von beiden sozusagen da so etwas nervös mache, aber die andere Person gerade nicht irgendwie in Reichweite ist. Also ich wusste, dass Danja jetzt gerade einkaufen gehen wollte und die Cloud so geschlossen ist, da passt das. Und ja, jetzt habe ich hier natürlich einmal... Pupspray. Boah, das ist so ekelhaft. Das werde ich dann in Danias Studio versprühen und werde sagen, dass Kahn hier drin war und wahrscheinlich hat er irgendwie Probleme mit seiner Verdauung heute und es hat etwas sehr doll gerochen. Und bei Kahn, ich habe hier solche Kaugummis.
Und zwar, ihr kennt ja, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber er hat ja so einen Stift mal gehabt, wo ich voll den Elektroschock bekommen habe. Und die Kaugummis werde ich Ihnen jetzt anbieten und sagen, dass Daniel die geholt hat. Und ich weiß natürlich nicht, dass hier dann Elektroschock rauskommt. Also beziehungsweise, dass man einen Elektroschock davon bekommt. Ja, dann habe ich halt auch noch was vor. Und zwar wird da eine große Bestellung gemacht. Daniel kriegt ein schönes Paket mit Sachen, was ich ja natürlich schon gemacht habe, die Bestellung, wo sie sich sehr freuen wird. Und ich werde sagen, das ist von Kahn. Und Kahn kriegt eine Rechnung von mir und ich sage dann halt, Daniel hat die bestellt. Mal gucken, ob das heute noch eskalieren wird. Kahn? Ja? Guck mal! Was denn? Daniel hat übelst leckere Kaugummis geholt. Die macht irgendwie so eine Challenge von irgendwelchen Kaugummis. Cosma, nimm mal einen. Was ist das? Ey, was ist das? Shockpool hier, Chewing Up. Ja, danke. Ja, das weiß ich doch nicht. Die hat Daniel mir gegeben. Die hat gemeint, ja, ich soll dir die Kaugummis anbieten. Hier, zieh mal dran. Zieh Nein, mal dran. Ich zieh nicht, komm. Ich bin heute nett, deswegen habe ich dir ein Kaugummi angeboten. Als ob ich dir das doch glaube, als ob du ein Video machst mit nett sein. Als ob diese ganze Challenge mit meinem Ventilator, als ob das nicht deine Geschichte ist. Denkst du, das kaufe ich dir ab? Das war Daniel. Vielleicht bin ich heute auch im Auftrag von ihm. Ganz bestimmt nicht. Ja, und dann mit der Netzein-Challenge. Wen willst du hier eigentlich veräppeln? Kannst du mir das mal sagen? Ich setze mich jetzt hier hin, ne, und du erklärst mir jetzt mal, keine Ahnung, warum der jetzt hier im Gang ist, aber du erklärst mir jetzt mal, warum du diese Challenge überhaupt machst. Wie heißt denn die Challenge jetzt wirklich? Sag's doch einfach. 24 Stunden Netzein, ja, Kahn, ja, und Daniel. Ja, ja. Das ist meine Challenge. Und Daniel dreht heute. Daniel dreht heute auch ein Video und ich sollte dir den Kaugummi geben. Ich glaube und dir weil das ich nicht. Nett bin, doch! Ich glaube dir das nicht. Glaub nein, mir. Nein, kannst du vergessen. Hier. Nein, kannst du wieder mitnehmen? Ne? Okay, und ich werde noch rausfinden, was für ein Video du heute aufnimmst. Keine Sorge. Ja, 24 Stunden. Ja, ja. Doch. Ey, Kahn macht mir wieder alles kaputt. Es ist einfach so. Warum kann ich Kahn nicht täuschen? Ich kann Kahn einfach nicht täuschen. Damit das jetzt natürlich nicht alles aufliegt, werde ich Kahn sein Ventilator wieder zurückbringen und sagen, der ist wieder von Daniel zurückgekommen, damit ich ihn wieder etwas besänftigen kann. Und hallo. Ich werde noch rausfinden, was du aufnimmst. Ich mach nix! Ich weiß, dass du was aufnimmst. Nein! Also, das passt nicht. Ich bin 24 nicht. Stunden nett. Ist so. Okay, das war knapp. Er hat ihn zum Glück nicht gesehen. Und ich... Was denn? Was? Hör auf! Warum erschreckst du dich immer so? Okay, ich gerade eine Aufnahme mache mit 24 Stunden nett sein. Bis dann. So, jetzt ist Daniel wieder dran. Aber Leute, ich sag's euch, ne? Irgendwie macht das aber trotzdem richtig viel Spaß. Also kann man nichts sagen. Also ich finde, es macht wirklich Spaß. Und ich muss immer aufpassen, weil Kahn luncht ja gerne mal, ne? Damit er rauskriegt, was heute gedreht wird. Und zwar werde ich jetzt das Paket rüber zu Daniel bringen und sagen, dass Kahn Dinge auf ihren Namen bestellt hat. Und ja, mal gucken, wie sie drauf reagiert. Ich glaube, Daniel bleibt immer noch etwas ruhig und wird es nicht gleich mitkriegen. Bei Kahn mache ich es natürlich anders. Der bekommt dann von mir die Rechnung. So, das ist das Paket und das bringen wir jetzt mal zu Daniel. Daniel, ist ein Paket für dich gekommen. Weiß nicht, Kahn hat irgendwie ganz viel... Da ist noch ein zweites draußen für dich irgendwas bestellt, also auf deinen Namen irgendwas bestellt. Ja, kannst drauf schauen, steht der Name drauf. Und was, weißt du, was da drin ist? Keine Ahnung, er hat auf jeden Fall ein paar Sachen auf deinen Namen bestellt. Also soll ich es aufmachen jetzt, oder was? Ich hatte jetzt, ja, weiß nicht, nee, musst du jetzt nicht, aber mich hat es halt nur gewundert, weil... Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Hat er dir gar nichts gesagt? Nö, nicht, dass ich wüsste. Ich muss mir eine Schere holen. Na gut, du kannst da mal in Ruhe auspacken, ich würde dann mal... Ist total kaputt, das ist. Ja, na, ich wollte heute 24 Stunden nett sein, weißt du? Deswegen habe ich dir ja auch das Paket gebracht, weil ich 24 Stunden nett bin. Okay. Ja. Ich glaube, das ist irgendwas von Dyson. Von Dyson? Nee. Meinst du nicht? Gut, also wenn du meine Hilfe brauchst, Daniel, ne? Ich bin 24 Stunden nett, ich helfe dir natürlich gerne. Du hättest vorhin gerne den Müll wegräumen. Oh, das habe ich leider nicht geschafft, aber ich muss ja auch noch zu Kahn nett sein, weißt du? Ja. Deswegen. Gut, ich komme dann noch mal wieder, ne? Okay. Bis dann.
So, also es ist echt witzig. Danja ist so ruhig und so nett. Also sie checkt gar nicht, dass das eine Challenge sein könnte. Und vor allem hat sie gar nicht böse reagiert. Das kann einfach wirklich teure Sachen, also das ist was Teures, auf ihren Namen bestellt hat, was Kanja nicht gemacht hat, sondern ich. Und ich würde sagen, ich bringe jetzt mal die Rechnung zu Kahn. So, ihr seht, 233 Euro und das bekommt jetzt Kahn. Was? Für dich in die Rechnung gekommen, 233 Euro, Danja hat irgendwas bestellt. Ist so, es steht auf deinen Namen. Da ist dein Name drauf. Das habe ich aber nicht bestellt. Ja, aber es ist auf deinen Namen. Also du müsstest die Rechnung dann mal überweisen, würde ich sagen. Warum bestellt ihr? Ich habe das nicht bestellt. Als ob! Das ist dein Name, der da drauf steht. Du, Danja hat irgendwas bestellt. Ich habe auch nicht die mal Pakete mit, zu ihr kann gebracht. Kann ich nicht mal mit Danja kurz reden? Ha? Ja, Danja ist ja gerade nicht da. Guck, immer ist Danja irgendwie nicht da, ja, habe ich das Gefühl. Sie hat dir deinen Ventilator wiedergebracht, weil ja, ich dir gesagt habe, dass ich du glaube dir das nicht. Ich glaube hast, dir das einfach nicht. Weil du so geschimpft hast und ja. Ja, ich kümmere mich drum. Alles ja, gut. Und danach sprechen wir mal, ne? Ja, musst ohne du mit Danja Kamera sprechen. Sie nee, ich weiß ganz genau, diese Sachen wird nicht nur Danja bestellt haben. Na, wenn ich die Sachen sehe, die bestellt wurden, sowas bestellt dann ja normalerweise gar nicht, sondern Frau Bianca. Nein. Na, wir können ja auch später nochmal in dein Studio schauen. Sollen wir kurz in dein Studio schauen, ob wir ein paar Sachen finden? Ja, kannst du gerne machen, du wirst nichts finden. Ich bin heute nett, jetzt lass mich doch mal nett sein. Ich bring dir hier deine Rechnung. Guck mal, du kannst nett sein, indem du mich einfach heute in Ruhe lässt noch, okay? Ja. Lass mich einfach in Ruhe. Tu mal deine Rechnung überweist. Ja, ja. Wir müssen sowieso gleich noch reden. Alles gut. Dann. So. Kahn kann man einfach nicht täuschen. Der regt mich so auf, aber egal, dafür kann ich dann ja gut täuschen. Und jetzt kommt meine Krönung und zwar, die haben ja schon ein paar Stündchen ausgehalten jetzt, das ist jetzt so ungefähr am Nachmittag. Ich habe das ganz gut, weil die mussten halt kein Apps and Games aufnehmen. Die hatten halt irgendwie gar keinen Kontakt groß, weil heute ist einfach so ein kleiner Chiller-Tag, wo jeder so seine Sachen erledigt. Und den Tag habe ich natürlich genutzt, um heute das Video zu drehen. Ich habe hier Pupspray, das werde ich jetzt in Danjas Studio versprühen und werde sagen, dass Kahn in ihrem Studio war und gestern Bohnen gegessen hat. Und ja, ich hoffe, dass Danja weiterhin so blauäugig ist, sagt man ja so, ne? Und das glaubt. Danja, komm, die ist nicht da. Leute, wisst ihr, warum ich das mache? Rache ist süß. Gerade für Kahn. Boah, das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Ich gehe gleich zu deinem Studio. Danja? Boah, was stinkt denn hier? Boah, das war Kahn, ne? Boah, warum war das Kahn hier? Ja, der hat mir heute früh schon gesagt, wir sollen vorsichtig sein, weil er hat gestern Bohnen gegessen und das könnte euch den ganzen Tag boah, ziemlich... Boah, das riecht, als wäre das gestorben, ne? Oh, ja, der hat gestern... Ich hab's gesagt, Kahn hat gestern Bohnen gegessen und er hat mir heute noch gesagt gehabt, geht mir aus dem Weg. Deswegen hast du ihn wahrscheinlich auch den ganzen Tag noch nicht gesehen. Boah, boah, das stinkt. Ey, was ist mit dir? Der hat Bohnen gegessen. Boah, was stinkt? Was, ja, du hast doch Bohnen gegessen. Warum gehst du zu Furzen in mein Studio? Was soll denn das? Wollt ihr mich veräppeln oder was? Was für Furzen, Mann? Das ist doch kein Furz, was stinkt hier? Boah, Mama, komm, wir gehen mal. Wir können ja mal. Ich hab doch gesagt, deswegen habt ihr euch halt den ganzen Tag noch nicht. Boah, gesehen. Das stinkt bis hierhin. Warum machst du das? Ja, ich denke, was für ich? Was erzählst du? Ja, Bianca hat gesagt, du warst in meinem Studio vorher. Was soll ich in deinem Studio machen? Kannst du mir sagen? Ja, anscheinend. Stopp. Was? Was soll das? Ich war das nicht. Natürlich warst du das. Ich war das nicht. Ich bin 24 Stunden nett. Du hast wohl heute meinen Ventilator geklaut. Stimmt das? Nein. So. Hast du heute einen Kaugummi gekauft oder irgendwie sowas? Oh, hier stinkt's. Ja. Ja, das hast wohl all du gemacht. Hast du heute Verpackungsmaterial gemacht? Natürlich nicht. Fällt dir irgendwas nicht auf? War sie, ganz kurz, war sie nett zu dir heute? Weil sie macht die 24 Stunden nett sein Challenge. Ja, so nett dann auch wieder nicht. Wo war sie denn nett?
Sie hat mir heute Morgen gesagt, dass meine Haare gut aussehen, aber das ist halt... Hey, ich hab dir dein Paket gebracht. Warte, wo das passiert ist, ist irgendwie nicht wieder was Komisches auch passiert? Doch. Hab ich da wohl was gemacht? Ja. Irgendwie komisch, oder? Ja, boah, gar nicht. Dass in der Situation wieder sowas passiert. Aber weißt du, was das Schöne an der Sache ist? Danja hat mir alles geglaubt. Danke, Danja. Ich hab von Anfang an nicht geglaubt. Hast du auch was bestellt? Ja, siehst du? Aber hast du was bestellt? Nein, natürlich nicht. Löse es auf. Ja, erzähl. Ja, ich wusste ja, ich glaube, da ist nicht mehr viel aufzulösen. Was ja. 24 Stunden habe ich die Schuld auf dich und auf dich geschoben. Ja, das ist so. Wusste, dass das sowas ist. Ja, es war ganz bestimmt keine 24 Stunden nett sein Challenge. Aber weißt du, was das Witzige an der Sache war? Danja hat es geglaubt, aber ja, du hast mir schon wieder fast alles kaputt gemacht. Ja, tut mir leid, aber du kannst es halt nicht durchziehen. Wenn du schon mit der Kamera in mein Studio so kommst, weiß ich ganz genau, es ist nicht das, was du gerade sagst. Tut mir leid. Boah, ich muss jetzt in mein Studio. Das stinkt einfach. Ey, das stinkt echt, ne? Boah, kann ich. Nächstes Mal isst du weniger Bohnen. Ich fand es trotzdem lustig. Okay, scheint nicht mal mit mir reden zu wollen, ne? Danke. Leute, also ich glaube, ich habe es heute ziemlich verkackt. Die beiden wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber dazu sage ich nur, egal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das gute Streiche waren, die ich den beiden gestellt habe, oder ob ich hätte noch was anderes machen können. Also wenn ihr da noch ein paar Ideen habt, was man hätte machen können, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Bleibt gesund und munter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, ich packe jetzt mal meine Tasche und gehe lieber, weil ich kann mir bestimmt gleich noch was anhören. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Schwibbier-Kanal. Leute, heute steht eine neue 24-Stunden-Challenge an. Ja, den ganzen Tag. Und ihr habt es schon... Okay, warum lache ich eigentlich? Ihr habt es schon im Titel gesehen. Ich werde heute Bianca und Danja erschrecken, pranken, nerven. All das im gesamten Paket gibt es das heute. All inclusive, ne, den ganzen Tag lang. Und ich habe dafür extra sogar Sachen bestellt. Die zeige ich euch jetzt mal. Ne? Ja, okay, von Ikea nichts. Aber ich habe hier... Ne, ein paar Sachen bestellt, was ich damit vorhabe. Schaut euch mal diese Bauchtasche an. Passt perfekt zu Bianca. Und ich habe noch ein bisschen was anderes besorgt. Und ich werde gleich mal direkt starten bei den beiden. Mit diesem Stift hier. Den kennen wir alle. Ne? Kriegen wir einen schönen Elektro-Stock. Ich muss den auch erstmal testen, ob es überhaupt funktioniert. Das werde ich den ganzen Tag machen, zwischendurch. Ich muss aber erstmal gucken. Oh. Das funktioniert. Okay, ich gehe jetzt zu Bianca als erstes rüber und sage, dass ich irgendeinen Test mit ihr machen möchte. Ne? Dafür nehme ich hier so ein Blatt Papier, ne? Und dafür soll sie ihren Namen erstmal aufschreiben. Aber kommt mal mit. Bianca! Sag mal, was soll das hier eigentlich noch? Immer noch kein Zutritt. Ja, siehst du das? Ha? Alles klar? Warum hältst du dich daran nicht? Ich komme einfach mal rein. Alles klar? Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ja, du siehst auch ein bisschen verschlafen aus. Mhm. Was hast du denn schon wieder? Ich habe heute ein Video mit euch vor. Ich habe ein paar Tests vorbereitet für euch. Oh. Ne? Das sind so IQ-Tests. Mhm. Oh, guck mal, du bist richtig schön in der Sonne gerade. IQ-Tests? Ja, also es wird so das ein IQ-Test. Das tust du mir an. Ja, aber es ist relativ easy. Okay, ne? Also es fängt an. Ne? Ja. Schreib mal bitte als erstes deinen Namen. Gott, du nervst schon wieder. Oh! Dein Ernst? Oh, guter Test, ne? Ey, ich hasse dich. Ey, was tust du? Warum schmeißt du meinen Stift einfach weg? Boah, war da was? Ja, voll der Stromschlag. Nö, hab ich schon einmal gemacht. Ey. Ist schlimm, ne? Das geht jetzt nicht den ganzen Tag so. Oder? Oh doch, das wird den ganzen Tag so weitergehen. Aber was es genau ist, werde ich dir nicht sagen. Ne? Es sind ein paar Sachen heute, habe ich vor mit euch. Nicht nur mit dir, auch mit Danja. Soll ich das mal vielleicht bei Danja auch machen? Nein. Willst du mitkommen? Die Arme. Willst du das sehen? Ja, das will ich eigentlich schon. los, okay. Ich traue mich gar nicht mal, den anzufassen. Ich habe jetzt voll das Kribbeln in meinem Finger, ey. Wir gehen jetzt zu Danja und versuchen das Gleiche. Du sagst gar nichts, ne? Weil du wirst es dann wahrscheinlich wieder kaputt machen. Okay? Na los. Ja, ich hab schon schlechtes Gewissen. Mega. Danja? Ja? Kommst du einmal? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, heute gibt's einen Überfall. Was ist los? Ich habe heute ein bisschen was vor mit euch. Und zwar, ich habe ja eine Challenge angekündigt. Und ich würde ganz gerne ein paar Tests mit euch machen. Bianca durfte den ersten Test schon machen und sie ist ziemlich genervt davon. Deswegen würde ich dich bitten, auch einen Test mal heute mit mir zu machen. Also das wird den ganzen Tag gehen. Das ist der erste IQ-Test. Ne, es kommen noch ein paar andere Tests. Ne? Ich hab ihn nicht bestanden. Schreib dir mal deinen Namen da bitte auf. Was hier drauf? Ja, du musst deinen Namen da einmal aufschreiben. Auf die... Guck mal, sie hat gar nicht so krass reagiert.
Was ist? Okay, ist was? Ich hab den voll weggehauen. Ist das mit dem Stift? Ja, natürlich ist das mit dem Stift. Ist das nicht schön? Nee, Quatsch. Hallo, nicht kaputt machen. Hörst du mal auf, meinen Stift kaputt zu machen? Guck mal, Dani hat gar nicht so reagiert. Ja, geh ruhig. Nein, nicht was. Das ist ja nicht so auf meinen Namen. Nee, das war. Nein, das war. Es ging nur um den Stift. Aber Dania hat's mal wieder gar nicht gemerkt. Okay. Ich hab's gemerkt, aber es ist halt nicht so super schlimm. Eiskalt. Ich war total geschockt in dem Moment. Es hat halt vibriert einfach im Finger, aber ich habe mir jetzt gedacht, ja, das war natürlich. Dania ist, was das hier angeht, eiskalt. Aber ihr dürft euch freuen, das war nicht der letzte Test heute. Ja, vielleicht habe ich doch alles schon abgekriegt. Genau, ja, immer, wie letztes Mal auch. Ich glaube, ich habe den ganzen Strom abbekommen. Das zieht schon so. Ja, ne? Ich finde das immer noch. Ich habe mir gedacht, das ist so eine richtig typische Kartaktion. Na gut, bei Bianca sah es ein bisschen heftiger aus. Ist aber nicht schlimm, denn ich habe heute noch einiges, also wir haben noch einiges vor. Also ich werde euch noch... Aber nicht mehr solche Sachen. Ja, wer weiß. Wir sehen uns später. Wir haben ja noch ein bisschen was vor zwischendurch. Dann ja, das war gar nicht so schlecht. Aber bei Bianca hat es auf jeden Fall geklappt. Und ich möchte ehrlich gesagt gerade nicht locker lassen. Das macht mir Spaß, denn ich habe schon was Weiteres hier in der Hand. Das ist jetzt nur für Bianca. Nur für Bianca, weil ich glaube, Dania wird darauf nicht reinfallen. Bianca hat ja letztens schon erzählt, dass sie vor Spinnen sehr Angst hat. Das werde ich natürlich jetzt ausnutzen. Na, und nochmal nachfragen, was denn bei ihr so los ist. Also wir gehen jetzt direkt nochmal rüber, weil damit rechnet sie wahrscheinlich nicht. Komm, diesmal klopfe ich an. Was soll das denn heißen? Ja, das kannst da nur du sein. Sie hat gerade gesagt, wer nervt? Ne? Ich weiß nicht, ich kann irgendwie bei dir nicht locker lassen. Ich hab's ja gesagt, ich gönn dir eine Pause. Aber weißt du was? Ich wollte mich eigentlich, also ob du mir glaubst, eigentlich nur entschuldigen für eben. Ich hab echt Angst, irgendwas anzufassen. Ne? Deswegen habe ich ein Geschenk für dich. Boah. Also ich kann dir versprechen, es hat nichts mit Strom oder so zu tun. Wirklich gar nichts. Wirklich? Nein. Warum gehst du so weit weg? Nee, mach's einfach auf. Boah, du musst schnell ziehen. Weil wenn du langsam ziehst, dann könnte es ein Problem werden. Boah, hör mal auf, ey. Ich hab echt Angst. Kann ich das so machen oder muss ich das wieder... Wie du willst. Das ist nicht so. Nein, nicht so. Sondern wirklich einfach vor dir aufmachen. Da passiert schon nichts. Glaub es mir. So ziehen. Ziehen, ja, zu dir ziehen. Oh Gott! Oh Gott. Oh, das kannst du mir nicht antun. Bist du verrückt? Oh Gott, mein Herz. Rocky, bitte. Auch wenn das nicht echt ist. Okay. Ehrlich? Oh. Ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Guckst du mal, ich zitter direkt. Sorry, ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Ich hab voll die Spinnenphobie, ne? Ja, ich weiß, aber so, das ist keine echte. Hallo. Ich weiß, aber das ist alleine... Oh Gott, schon der Gedanke daran. Okay, du schaffst es immer wieder. Machst du es dann für heute? Es tut mir leid, aber ich wusste wirklich, dass jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen schon fast. Jetzt habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Ey, wenn die jetzt echt wäre, ne? Ich wäre... Oh. Echt so krass? Ja, ich habe eine richtige Spinnenphobie. Ich krieg richtig Panik. Mit sowas kannst du mich immer erschrecken. Das ist ganz schlimm. Okay. Geht's wieder? Ja, es geht wieder. Es tut mir leid, Bianca. Aber wobei, eigentlich tut es mir nicht leid. Ich wollte gerade sagen. Aber dass es so schlimm ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wusste nicht, dass das bei... Guck mal, ich habe es extra wieder schon zugemacht. Ich wusste nicht, dass das bei auch ja nicht echten Spinnen so bei dir ist. Ja. Heißt es, du hast auch Angst vor Spider-Man? Ja. Nee, der war schlecht. Der war sehr gut. Der war sehr gut. Der war nicht gut. Okay, das heißt, das willst du wahrscheinlich nicht haben. Nee, bitte. Meinst du, damit bekomme ich dann ja trotzdem? Ja, entspann dich, ich pack's hier hin. Ich glaube, völlig entspannt, was sowas angeht. Soll ich es nochmal einmal versuchen? Versuch's mal. Einmal versuche ich es nochmal, ne? Aber ich glaube, gut, bei Bianca lasse ich das ab sofort sein, weil ich möchte für nichts hier verantwortlich sein, wenn mal hier was passiert. Nein, da passiert nichts. Aber du kannst, auf jeden Fall hast du es gut geschafft, mich zu erschrecken. Sehr gut. Also dein Ziel ist erreicht. Aber ich hoffe, das war's für heute. Nee, war es nicht, aber es wird nicht so schlimm, das kann ich dir schon sagen. Dania? Ja? Ist so dunkel bei dir. Wo ist denn dein... Hä? Wo ist denn dein PC? Ja, der ist noch im Auto. Der ist noch im Auto. Ja, kannst du vielleicht kurz hier mal... Ja, ich momentan spazieren. Kannst du einmal kurz hier aufmachen, damit wir ein bisschen Licht haben? Ja. Was brauchen wir denn eigentlich? Ja, ich will einfach nur ein bisschen Licht hier haben gerade. Okay, du willst passt. Einfach Licht bei mir. Okay, ich dachte mir eben, das war ein bisschen zu krass. Oder was heißt zu krass? Ne? Ich wollte mich einfach nur ein bisschen dafür entschuldigen. Ne? Bei dir hat es zwar nicht geklappt, aber trotzdem, ich muss die Entschuldigung auch bei dir durchziehen. Mhm. Deswegen dachte ich mir, habe ich ein kleines Präsent für dich. Na toll. Okay. Kannst du gerne öffnen. Es ist nichts Schlimmes. Es ist auch kein Elektroschock oder irgendwie sowas. Ich bin mir unsicher, weil ich weiß, dass... Also du musst es nur nach vorne ziehen.
Ja, das dachte ich mir schon. Also ich glaube, wenn du das bei Bianca machst, dann... Ja, die war auch gerade sehr, sehr erschrocken. Aber du musst das auch mal, du machst immer... Ja, du musst das auch durchziehen hier. Bei dir, weißt du was, bei dir klappt das heute gar nicht. Ich lass dich in Ruhe. Ich habe auch keine Angst vor Spinnen. Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber wenn man das so aufmacht, ne? So? Das macht doch nichts. Du kennst mich doch, ich bin langsam. Und ich kenn dich auch. Ja gut, ich werde dich wahrscheinlich heute dann ein bisschen anders nerven zumindest. Erschrecken klappt ja bei dir nicht. Doch, es klappt schon, aber nicht so. Nee, erschrecken klappt bei dir nicht. Ich habe aber was anderes dann für dich geplant. Ich lass dich mal. Jetzt lass ich dich wirklich in Ruhe. Viel Spaß ohne PC. Ich muss schon sagen, also bei Bianca war es ein bisschen krass. Habe ich nicht mit gerechnet. Aber sie hat es meinte, ne, danach auch, ne, wo die Kamera dann aus war, alles gut. Ne, sie hat sich halt einfach nur sehr erschrocken. Ne, also ich habe fast ein schlechtes Gewissen. Also auch nur fast. Bei Danja klappt das irgendwie nicht. Deswegen muss ich sie wahrscheinlich eher mit anderen Sachen nerven. Aber das große Finale ist dann für sie geplant. Ne? Das wird sie definitiv, was heißt, doch, es wird sie sehr nerven, das große Finale. Mhm. Aber das kommt dann später. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal bei Bianca entschuldigen. Wobei, das mache ich später. Ne? Und dann mal gucken, wie sie darauf reagiert. Also bis später oder für euch in ein paar Sekunden. Sie ist in der Küche. Bianca! Ihr habt das nicht gesehen. Und sie hat sich schon wieder erschrocken. Alles gut bei dir? Nee. Weil wenn du kommst, ist nichts gut. Wie? Ja, okay. Es wird natürlich wieder Zeit für einen Kaffee, ne? Ja. Ja, war bisher ein stressiger Tag für dich. Ja. Ich krieg wegen dir schon Falten. Ich habe eine Überraschung für dich. Willst du mal mitkommen? Komm mit, ich habe eine Überraschung für dich. Nein, nein, kein Erschrecken. Wirklich nicht. Versprochen, ja, versprochen. Hoch und heilig, ne? Guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Gold. Hä? Komm. Nicht anfassen. Du kannst das ruhig einfach. Guck mal, ich habe echtes Gold für dich besorgt. Guck dir das mal an. Klar. Du freust dich ja gar nicht über das Geschenk als Türstopper. Was soll ich damit? Kannst du dir bei dir ab... Ich meine, du legst... Obwohl, ne? Du zeigst mir ja damit, dass ich Gold wert bin. Eigentlich nicht, sondern eher ein Türstopper. Aber ich dachte, vielleicht freust du dich über ein bisschen Gold als Türstopper, weil ich meine, YouTube-Money und so ist natürlich schon, ne, ziemlich viel bei dir. Ne? Ja, na klar. Ne? Nee, damit willst du jetzt alles wieder gut machen, oder was? Ja, noch nicht ganz, es kommt noch was. Also später mache ich noch mal was gut. Was ne? gut? Ja, ich bringe dir was ganz Exotisches zu essen. Ich bereite dir was... Was heißt bereite? Ich habe was bestellt, das gibt es hier bei uns gar nicht. Hm. Ehrlich? Wenn ich das schon wieder höre. Nein, nein, das ist wirklich... Also sind ganz... Ich sag dir es jetzt schon, kannst du später in mein Studio mal kommen. Es sind ganz normale Chips, aber mit einem Geschmack. Ich sag mal so, die ekligen Bohnen, ne? Wirklich, ne? Also ich vertraue dir null. Aber warum freust du dich null. Denn nicht über dein Geschenk? Ja, weil ich nicht glaube, dass das von Herzen kommt. Ich meine, das ist Gold als Türstopper. Ja, es ist nett. Dankeschön. Aber damit hast du es immer noch nicht gut gemacht. Immer noch nicht? Ja gut, vielleicht mit den Chips, die du später bei mir abholen kannst. Ja, wenn du sagst, dass eklige Bohnen nichts dagegen haben. Nein, es ist halt ein sehr, sehr besonderer Geschmack. Aber das ist so, also es ist Chips, aber eklige Bohnenprinzip. Ne? Also es sind verschiedene Geschmacksrichtungen vorhanden. Mhm. Ich hoffe, ihr habt Mitleid mit mir. Nein, heute nicht. Was mir angetan wird. Ja, tut mir leid, du hast letztens auch, kann ich dich an deine Hide-and-Seek-Challenge erinnern? Ja. Wo du geschummelt hast. Ja, pass mal auf. Guck mal, du willst das Gold gar nicht mehr loslassen. Weil ich Gold wert bin, ne? Ich bin richtig goldig. Ja. Goldini! Ja. Obwohl, du siehst heute auch aus ein bisschen wie Goldini. Wie sieht denn ein Goldini aus? Ich weiß nicht, bunt. Keine Ahnung. Okay, sie hat sich anscheinend über ihr Geschenk nicht so gefreut. Da gibt es vielleicht andere Personen, die sich freuen würden. Du nimmst mir das bestimmt weg und gehst zu Danja und sagst, Danja, guck mal, ich wollte es wieder gut machen. Für Danja habe ich ein anderes Geschenk. Das kannst du dir später in der Aufnahme noch angucken. Ah. Ganz besonders, sage ich dir jetzt schon. Bin ich ja gespannt. Okay, bis später. Bis dann. Okay, das Geschenk, was ich Bianca gemacht habe, hat nicht so ganz geklappt. Sie war nicht so genervt, ne? Sie hat mir direkt nicht abgekauft, was es ist. Aber für Danja habe ich ein viel besseres Geschenk. Und sie hat es von mir auch schon bekommen, weil es soll für euch eine Überraschung werden. Und mal gucken, wie sie aussehen wird. Sie sehe ich schon da. Okay. Okay, warte. Kannst du das ein bisschen runter machen? Geht das? Weil, runter? Ja, also ein bisschen lockerer. Ja. Hast du deinen Bauch abfotografiert und... Eher dein. Hä, warum meinen? So sieht deiner doch in echt auch aus. So haarig. Ja, stimmt. Ich schon sehr nice. Ja, es passt, ne? Ja. So was für ein Urlaub. Ne, also stell mal vor. Für einen Urlaub, für einen Alltag. Das ist total super. Ein haariger Bauchnabel. Ich kenne ja da gar nichts, ne?
da, guckt euch an, ist es nicht ein Traum? Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Ja? Ja? Das sieht so toll aus. Das ist ein Geschenk für dich. Dankeschön, das ist aber nett. Aber du siehst gar nicht genervt aus, sondern das freut dich, glaube ich, eher, dass du sowas hast. Ja, ich find's lustig. Es klappt halt irgendwie alles nicht so, wie du dir das vorstellst. Ja, bei dir zumindest nicht, aber ich habe auch ein großes Finale für dich geplant. Deswegen ein grandes Finale. Ja, ist das überhaupt kein Problem. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem neuen Bauchnabel. Dankeschön. Ja? Oh mein Gott. Ich weiß nicht wieso, ich hatte das irgendwo bei Amazon oder so gefunden. Ne? Ich fand es ziemlich witzig, deswegen dachte ich mir, bestelle ich sowas mal für Danja. Aber ihr hat es ganz gut gefallen, das heißt, sie ist gar nicht genervt. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ich fand es einfach sehr witzig zu sehen. Oder was sagt ihr Leute? Na, schreibt mal gerne in die Kommentare, diese Bauchtasche. Wer würde die nicht gerne haben? Ha? Okay, wir müssen jetzt erstmal noch weiterdrehen und wir sehen uns später. Hallöchen, Bianca! Hallo! Ich habe für Bianca wieder ein tolles Geschenk. Ich habe es ja heute ein bisschen früher schon angekündigt bei dir. Wir haben die tollen Chips. Ne? Schmecken eigentlich ganz besonders. Gut, steht da nun mal drauf. Ne? Ja, deswegen. Ne? Aber du musst erstmal vielleicht nicht probieren, sondern riech erstmal dran. Hast du auch schon dran gerochen? Ja, ja, sind ziemlich eklig. Ja, toll. Warum soll ich das eigentlich machen? Was habe ich davon? Ja, mach es doch einfach. Es ist eine Challenge heute von mir. Du machst mich echt wahnsinnig, wirklich. Was ist denn los? Oh, wahnsinnig. Eine Schlange. Also Angst davor habe ich nicht, aber ich bin erschrocken. Okay, was haben wir hier noch? Okay, das sind irgendwelche Käfer. Irgendwas ist hier noch rausgekommen. Ja, noch ein weiterer Käfer. Guck, jetzt hast du die ganzen Käfer in meinem Studio verteilt. Ja, auch nicht. Ey, du machst mich echt... Und? Wie riechen sie? Ja, nach Ey, du machst mich echt verrückt, wirklich. Ja, heute ist mein Tag bei dir, ne? Aber du hast es geschafft, mich jedes Mal zu erschrecken, ne? Ja, aber ich muss auch ehrlich gestehen, bei dir ist das nicht so schwer. Mhm, bei dir auch. Geht das ziemlich einfach. Ja, ja, weil ich, wenn ich was nicht aber weiß... Aber warte mal, vor den Käfern hast du keine Angst. Also ich finde die jetzt nicht so toll. Aber ich hatte schon mal so eine Schlange hier am Ja, gerade, ich glaube, im Kindergarten und so macht man das auch öfters. Dass jemand, ja, ehrlich, dass jemand so mit einer Schlange, also keine gefährliche Schlange. Bei uns war das manchmal so. Ne? Britney Spears macht das auch. Dir ist schon klar, dass du nicht Britney Spears bist. Will ich gar nicht sein. Ja, es hat aber auch bei dir wieder geklappt, ne? Ja, hast du das bei Danja schon gemacht? Ne, bei Danja werde ich das nicht machen, das wird ja nicht klappen. Meinst du? Soll ich es probieren? Ja, probier. Komm. Es tut mir leid, ich bin heute schon den ganzen Tag so entmutigt, was das angeht. Ach so. Ich werde dich nochmal. Ich habe bei ihr, was soll ich dir sagen, was ich bei ihr vorhabe? Yeah. Ich habe ein paar Bälle bestellt fürs Bällebad. Ne? Die werde ich bei ihr im Auto verteilen, alle. Oh, du bist böse. Ja. Oh, da wird sie genervt sein. Genervt definitiv. Das, aber ich muss später erstmal einen Schlüssel noch irgendwie besorgen. Warten wir ab. Ich weiß, wo er ist. Ja, ich weiß auch, wo der Schlüssel immer ist. Nun gut, okay. Bei Bianca hat es mal wieder geklappt. Es war wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht, versprochen, ich habe bestimmt heute nichts mehr. Also ich werde es nicht ankündigen. Ich hoffe es. Bis später. Bis dann. Tschüss. Okay, Bianca ist jetzt kurz rausgegangen. Das werde ich natürlich nutzen. Die haben mich ja damals mit dieser Game Master Maske erschreckt. Die machen es jetzt hier. Ja, also du erschrickst mich einfach nicht. Was ist das denn? Ich dachte vielleicht, so wie du morgens aussiehst, so ne, konfrontiere ich dich mal morgens. Sag mal, wie das aussieht. Setz du mal auf. Ich muss es nicht aufsetzen. Doch, 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 doch. Ich will auch so auf. Ich wollte gerade sagen, kein... Du siehst aus wie der Typ von Herr der Ringe. Warte, hier ist es da. Nee. Geht das? Nee, ist okay, ist okay. Ja. Na gut, jetzt wirklich versprochen, Bianca, dein Tag ist jetzt fertig. Ja, ne, wir sind sowieso kurz vor Aufnahmeschluss, ne, mit den anderen Sachen, aber das war's heute jetzt wirklich. Ja, ich glaube, das reicht dann auch langsam, oder? Ja, ich habe jetzt nur noch die Sachen mit Danja vor, ne, und dann war's das auch. Ja. Wirklich, versprochen. Also ich muss sagen, ich habe die Kamera gesehen, deswegen bin ich nicht so erschrocken. Ja, okay. Du hast sie halt etwas...
gut. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser machen müssen, aber trotzdem war so ein bisschen der Blick. Ja, aber die anderen Dinge sind ja. Ja, ich glaube auch. Was war so heute dein ultimativer Favorite? Ja, das Favorite? Also ja, das Schlimmste war das mit der Spinne. Okay, gut, das hat geklappt mit dem Erschrecken. Ja, es hat alles eigentlich geklappt. Ja, okay, das vielleicht nicht so ganz. Nee. Wollte sagen. Hättest du gar nicht aufsetzen müssen, hätte ich auch einfach so hinstellen finde können. Finde den Fehler, kein Fehler. Nee, ich wollte gerade sagen, du hättest auch einfach so stehen bleiben können. Ja, gut. Okay, dann muss ich mir fürs nächste Mal vielleicht noch was anderes denken. Das war natürlich bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich dich erschrecke. Na, aber für heute wirklich, es war's. Ich mach das jetzt nur noch mit Danja. Ich muss gleich gucken, hast du sie zufällig draußen gesehen oder so? Nee. Okay, gut. Dann muss ich noch mal gucken, ein bisschen abwarten. Vielleicht mache ich das dann später, weil ich muss ja die Bälle bei ihr reinpacken. Ne? Ja. Okay, bei dem großen Finale wollte Bianca auch dabei sein. Kann sie gerne machen, weil sie kann die Schlüssel jetzt besorgen. Das wäre vielleicht... Ja. Okay, perfekt. Hast du? Ja. Eigentlich will ich dich nicht unterstützen, aber es ist ein bisschen Spaß muss sein. Du wolltest doch jetzt mitmachen. Na, auf jeden Fall, komm mal mit. Ich sag dir, wie wir das jetzt machen. Also, wo ist Danja? Danja weiß. Ja, sie ist unterwegs. Perfekt. Okay, also sie ist draußen gerade irgendwie. Gut, alles klar. Wie du sehen kannst, habe ich hier insgesamt 400 Bälle. Ne? Ja. Die werden wir jetzt bei ihr im Wagen mal platzieren. Gut, wir müssen jetzt einmal kurz eine Umzugsaktion starten. Das muss relativ schnell gehen. Deswegen mache ich die Kamera kurz aus. Wir sehen uns gleich. Hör auf! Wir sehen uns gleich im Auto, okay? Bis gleich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Läuft? Ja. Okay, alles klar. Ich hoffe, weil ich will das ja sowieso alles hier drin haben, ne? Oh mein Gott! So. Hier ein bisschen. Guck, das ist so ein Massagebecken. Warte. Gut. Und der Rest kommt jetzt noch mal. Schaffst du schon? Ja, ganz toll. So, wir haben zumindest das vorne jetzt alles hier mit Wellen. Guck mal, das passt sogar zu deinem Oberteil. Ja, ganz toll. Na, warte. Wie sieht's aus? Ja, sieht doch sehr, sehr gut aus, oder nicht? Ja, es sieht wirklich gut aus. Möchtest du ihr vielleicht, soll ich ihr schreiben? Ich schreibe mal jemand, ich glaube, jemand hat einen Kratzer in deinem Auto. Ja, warte. Du, Danja, ich glaube, mit deinem Wagen stimmt irgendwas nicht. Kann es sein, dass da hinten der Kratzer, dieser also echt heftige Kratzer schon immer war? Weil da stehen auch ein, zwei Leute gerade da. Ich glaube, da gibt es ein kleines Problem. Ich warte hier, ne, auf dich. Bis gleich. Bist du böse, ne? Ich würde totale Panik schieben jetzt. Ja, ich weiß. Deswegen, kommst du trotzdem irgendwie raus? Versuch's mal, versuch's mal. Ich nehme mal die Kamera, warte. Die hat auch so... Parkplatz hier, ne? Das ist echt nicht... Ja, ich muss aufpassen, dass jetzt die Bälle hier nicht rauskommen. Ja, ich wollte gerade sagen, alle auf dem Boden bitte oder so. Ist in Ordnung. Oh, das sieht echt schön aus. Tür zu! Oh, sieht echt klasse aus. Oh ja. Jetzt warten wir mal auf Danja. Guck mal, wer da ist. Ja, jetzt bin ich da und du bist da und die Kamera ist da und Bianca ist da. Und die sind keine. Ja, das aber auch. Warum? Ich muss dir was gestehen. Es war nicht meine Idee, ne? Ich habe gesagt, das große Finale ist für dich. Er ist schuld. Boah, ich sehe schon. Boah, ihr habt doch echt. Ey, was ist eigentlich falsch mit dir? Was ist denn bei dir kaputt? Jetzt hast du mich hier vom Essen. Mach mal auf. Mach mal auf. Ja, natürlich, wir waren alle dabei. Ey, du hast echt so. Ey, was fehlt? Was ist bei dir falsch? Ja, einiges. Musst du jetzt das ganze Zeug da raus? Nein, das kommt gar nicht in Frage. Aber komm, guck mal, das eigentlich hast du ein bisschen Wellness jetzt in deinem Auto. Wenn du so eine Massage am Rücken Was machst du denn eigentlich hier? Ja. Hey Leute! Was geht? Hallöchen! Oh, Daniel, warte, ich muss noch mal kurz auf Klo. Warte, ich komme gleich wieder, okay? Ja. Nervpflege, was denn? Danjas Telefon hier, Sorge für Kahn. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Schulbier-Kanal. Leute, heute gibt es ein ganz tolles Video. Das wird meine Revanche hier an Danja und Bianca. Ich weiß, was ihr letztens gemacht habt, ne? Und deswegen gibt es heute das, ja, was ich am besten kann. Ich werde euch heute den ganzen Tag nerven. Jetzt werdet ihr sagen, ja gut, das ist doch immer so. Nein, ich werde heute spezielle Methoden anwenden, ne? Es gibt 5 Arten, werdet ihr heute kennenlernen, wie man Danja und Bianca nerven kann. So, und ich fange direkt bei Bianca gleich auch an. Es ist schön morgens. Die wollen gerade mit Eva Do It Yourself aufnehmen, aber das kommt natürlich nicht in Frage. Die sind in der Challenge. Hallo, Mädels! Hi! Ach, ihr seid in einem Video. Ja, wir sind am Aufnehmen. Ja, ist doch cool. Es ist nett, dass du angeklopft hast. Ja, jetzt bist du auch in unserem Video wieder mit drin. Was macht ihr denn gerade? Wir machen unser Sonntagsvideo. Wir machen eine Customized Challenge mit den Gläsern. Habe ich euch jetzt gestört? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ganz klein.
nein. Also das tut mir jetzt leid. Also falls ich euch gestört habe, das tut mir wirklich leid. Ich verabschiede mich. Ich dachte, ihr wolltet euch einfach nur unterhalten. Was hast du gesagt? Sorry. Bist du heute den ganzen Tag nett oder warum entschuldigst du dich? Ja, vielleicht wird das ein Entschuldigungsvideo heute. Ne? Ich werde mich den ganzen Tag entschuldigen bei euch. Das ist das Video, du hast es erkannt. Jacke, du bist manchmal so klug, ne? Ja. Also wirklich, dass du das jetzt schon direkt erkannt hast. In der ersten Szene, worum es heute geht. Wow, einfach nur wow. Okay, alleine aus diesem Grund lasse ich euch jetzt in Ruhe. Ja. Okay? Danke. Gut. Bis dann. Entschuldigung den ganzen Tag. Aber natürlich. Okay, ein zweites Mal. Macht's jetzt. Hallo Mädels! Wir sind immer noch in der Aufnahme. Vielleicht mal das nächste Mal bitte anklopfen. Ja, ich wollte mich nur entschuldigen. Ich wollte mich nur noch mal entschuldigen. Ja, ich entschuldige mich nochmal, weil ich muss mich den ganzen Tag hier heute bei euch entschuldigen. Okay? Kannst du dir so einen Gutschein ausstellen für 50 Entschuldigungen heute? Kannst du gerne machen. Meinst du das richtig ernst? Ja, natürlich. Also, macht mal weiter mit eurer Challenge hier, ne? Ja, wir malen. Das nächste Mal klopfen bitte an. Ja. Okay, ich würde am liebsten ein letztes Mal. Ich klopfe an. Hallo! Hi! Ihr seid ja schon am Abbauen. Wir sind am Abbauen jetzt so langsam. Entschuldigung, es tut mir leid. Nein, nein. Das irgendwie hat das hier nichts mit Nettsein zu tun, wenn du jedes Mal reingestürmt kommst. Entschuldigung, tut mir leid. Doch, Entschuldigung, es tut mir leid. Eva, auch an dich, Entschuldigung. Okay. Wie gesagt, du kriegst gleich den Gutschein. Ja, danke. Du brauchst nicht wiederkommen. Gutscheine. Wer braucht Gutscheine? Ich würde sagen, es geht mal bei Danja weiter. Danja, du warst auch beteiligt. So, und wir wollen jetzt Spiel mehr Apps und Games aufnehmen. Es wird etwas anders, sagen wir mal so. Okay. Ja, wie gesagt, wir können ja erstmal mit Spiel mehr Apps und Games anfangen heute. Ja, also ich habe jetzt einfach mein Handy auf laut heute, falls irgendwas ist. Okay, alles klar. Ist es soweit? Mhm. Ja. 3, 2, 1 und go. Hey Leute! Was geht? Hallöchen! Kann ihr mit? Danja! Oh, Danja, warte. Nee, ich muss noch mal kurz auf Klo. Warte, ich komme gleich wieder, okay? Ja. Okay, ich warte. Okay, sorry, tut mir leid, aber es kam auf einmal. Alles gut. Passiert. Okay, nochmal? Ja, hör nochmal. Okay. 3, 2, 1 und go. Hey Leute! Was geht? Hallo! Keine mit! Danja, wie geht es dir? Na, alles klar. Oh, Danja, warte, wir müssen nochmal. Ich krieg gerade einen Anruf. Einen Moment. Okay. Ja, hallo? Nee, ich hab Zeit, alles gut. Nein, kann warten. Ja, hab ich auch gesehen, das Spiel gestern. Ja, das war krass. Nee, heute Abend? Ich glaube, heute Abend habe ich Zeit. Wobei, ich könnte gleich auch schon vorbeikommen, ne? Einmal kurz. Nein, ich habe... Mann, was für Arbeiten. Chill mal. Nein, das kann ruhig warten. Nein. Okay, bis später. Ciao. Okay. Tut mir leid. Das ist gut. Aber wir können ja jetzt sonst machst du halt kurz dein Handy leise oder so, dass wir zumindest mal kurz aufnehmen können. Ja, es war auf leise, aber ich habe es irgendwie gesehen. Aber ist ja egal, jetzt können wir auf jeden Fall starten. Okay. Jetzt können wir auf jeden Fall starten. Okay. Auf go. 3, 2, 1 und go. Hey Leute! Was geht? Hallöchen! Kann ihr mit? Danja? Hallöchen, na, alles klar? Ja, und bei dir? Ja, auch gut. Wobei, warte, ich habe ein bisschen Hunger. Warte. Können wir gleich weiter? Aber warte, ich brauche ein bisschen was. Warte. Ein paar Tic-Tacs. Hm. Weißt du was? Seit viel zum Schneiden, ne? Du hast ja heute ein bisschen Zeit, ne? Hast du gesagt. Nee, aber warum? Ich komme gleich wieder. Also wir treffen uns in einer Stunde oder zwei Stunden nochmal wieder. Warte einfach, du kannst ja sonst schon mal spielen. Wir sehen uns später, ne? Ciao. Oh Mann, Kahn. ist ganz gut. Sie darf aber jetzt gleich nicht rüberkommen. Ich glaube, ich mache erstmal einen Spaziergang draußen. Und dann kommen wir gleich irgendwann später. Ich muss natürlich so tun, als wäre nichts. Das heißt, ich komme gleich wieder und sage, hä, war nur Spaß und so. Und dann geht es weiter mit der zweiten Art. Habe ich von Kathi gelernt. Einfach mal stumpf anrufen die ganze Zeit. Das mache ich gleich. Okay, ich bin jetzt nicht rausgegangen, aber ich habe sicherheitshalber meine Jacke hier.
mitgenommen, ne? Falls Danja mich oben sucht. Ich bin hier unten bei Familie Vogel, hier werden sie sowieso nicht hinkommen. Bianca war die erste Zeit hier, aber die ist jetzt oben im Do-It-Yourself-Studio. Und ich habe auch nichts mehr gehört. Das heißt, sie müssten eigentlich mit ihren Aufnahmen schon oben durch sein. Ja, aber dann wird es ja eigentlich Zeit, ja, sie mal anzurufen, würde ich sagen. Ja? Hey Bianca, seid ihr schon durch? Ja, gerade fertig geworden. Wieso? Ja, ich wollte mich nochmal entschuldigen für eben, ne? Also das war ja nicht so gemeint und ne, du hast die Challenge ja auch direkt erkannt. Deswegen wollte ich mich dafür nochmal entschuldigen bei dir. Alles gut. Ne? Okay. Es sei dir verziehen. Okay, wir sehen uns später, ne? Ja, bis nachher. Tschüss. Nochmal. Sag nicht, dass du dich nochmal entschuldigst. Nein, ich hatte was vergessen. Müsst ihr heute nochmal in den Raum, also in den Do-It-Yourself-Raum, oder könnten wir da gegebenenfalls auch was drehen heute? Ja, ich bin die ganze Zeit dann dort. Okay. Ja, dann musst du halt, keine Ahnung, was... Aber du bist da drin, ne? Ja, jetzt gerade nicht, aber nachher. Aber du musst mir Bescheid geben, dann können wir das bestimmt irgendwie klären. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Bis gleich. Gut, ciao. Nervsäge, was denn? Nein, also ich habe völlig was. Ich weiß nicht warum, aber heute vergesse ich voll viel. Ja, ich merke schon. Weißt du, musst du heute eigentlich auf Klo oder so? Weißt du das eigentlich schon? Hä? Ja, also. Im Ernst? Also musst. Ja, ich muss bestimmt halt mal auf die Toilette. Okay. Weil? Ja, nur so, ich wollte nur fragen, das ist für die Challenge wichtig. Das wäre schon. Ciao. Mhm. Und nochmal. Boah. Ey, ich weiß echt nicht, was los ist. Sag mal, bist du heute mit dem Auto eigentlich gekommen? Jetzt sammel mal deine Fragen und... Nein, aber, ja, das... Versprochen. Ja, ich bin mit dem Auto. Okay, alles klar. Gut, dann sehen wir uns gleich. In der Wolke, ne? Ja, bis gleich. Und nochmal. Dein Ernst? Er hat dich in der Wolke gesagt eigentlich? Boah, du nervst. In der Wolke, ja, ne? In der Wolke. Okay, alles klar. Bis gleich. Ja, bis gleich. Und nochmal. Jetzt noch einmal anrufst, gehe ich nicht mehr ran, ne? Ist dir bewusst. Ja, aber sorry, der Schlüssel, ne? Ihr hattet ja auch ein paar Schlüssel mitgenommen. Ist der Schlüssel wieder in dem Schrank für die Wolke oder muss ich da woanders suchen? Boah, geh doch einfach gucken, Kahn. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Okay, ich gucke mal. Sorry nochmal, Entschuldigung. Ja, alles gut. Bis gleich. Dann. Wir sehen uns ja gleich. Ciao. Sie geht nicht ran. Ein letztes Mal versuche ich es noch. Und dann gehen wir zu. Versuchen wir es bei Daniel. Keine Chance. Sehr gut. So, jetzt versuchen wir das gleiche mal bei Daniel. Alles in Ordnung? Ja, du Danja, ich wollte mich nochmal für eben entschuldigen, aber es ging gerade nicht anders. Ich muss auch nochmal raus. Ich bin auch gerade draußen. Soll ich dir ein Brötchen vielleicht mitbringen? Ja, wenn du schon fragst, kannst du mir eins mitbringen. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Okay, bis gleich. Ja. Ja, ich hatte was vergessen. Sorry. Was für ein Brötchen möchtest du denn haben? Also ein ganz normales mit Körnern. Okay, alles klar. Bis gleich. Okay, bis gleich. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Tut mir leid, ey, ich habe schon wieder was vergessen. Aber was für Mehrkorn, Vollkorn, es gibt ja verschiedenes. Sesam. Ja, einfach irgendwelche Körner, Mehrkorn. Okay, alles klar. Ich würde dann gerne einfach mein Handy weglegen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Willst du auch was zu trinken haben oder so? Nicht, dass ich gleich mit einem Kaffee komme und du hast keinen. Nee, oder einen Tee? Einen Tee mitbringen. Seit wann bist du so nett und bringst mir Sachen mit? Okay, alles klar, mach ich. Bis gleich. Boah, Kahn. ich weiß echt nicht. Es tut mir echt leid, Danja. Ich wollte nur kurz fragen, ich hatte dein Auto nicht draußen gesehen. Bist du mit dem Auto gekommen? Weil das wäre eventuell wichtig für eine Challenge heute noch. Ja, ich bin mit dem Auto da. Okay, alles aber klar. Du kannst mich sowas aber auch direkt persönlich okay. fragen, wenn du jetzt eh gleich vorbeikommst. Hast du recht. Bis gleich. Ja, bis gleich. Persönlich Frage. Keine Hobbys. Ist doch nicht dein Ernst, oder jetzt? Es tut mir echt leid. Bevor ich aber komme, hast du den Wagen gewaschen? Weil wenn, dann könntest du jetzt den Wagen noch einmal waschen gehen, kurz, falls er dreckig ist. Wenn mein Auto dir zu dreckig ist für deine Challenge, dann kannst du es gerne selber waschen. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Danke, ich bin gleich da, ich bring dir alles mit. Ciao. Kahn? Wir haben was voll vergessen. Wir wollten noch heute Abend eigentlich alle ins Kino. Wisst ihr schon, welcher Film? Ja, wissen wir. Die Tickets sind doch schon gebucht. Okay, alles klar. Kommt denn Eva mit? Ja, ne? Ja. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Bis später. Hast du jetzt noch irgendwas? Nee, bis später. Der achte Anruf.
Mhm. Ich hab das voll vergessen. Ich kann heute Abend gar nicht ins Kino mitkommen. Ich wollte absagen eigentlich. Ja, dann nehmen wir jemand anderen mit. Okay, alles klar. Ist aber kein Problem, ne? Nee, sollte eigentlich kein sein. Okay, bis gleich. Ciao. Noch einmal. Danjas Telefonseelsorge für Kahn. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Du kannst ja schon mal, wenn du willst, ein Roblox-Spiel aussuchen, was wir gleich zocken können. Hab ich schon. Alles klar. Ich warte seit einer Stunde. Alles klar. Ich bin in der Schlange beim Bäcker auch nicht vorangekommen, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil ich die ganze Zeit mit dir telefoniere, warum auch immer. Nun gut, bis gleich. Mhm. Ciao. Ich glaube, das reicht. Okay, das war Nummer 2. Ne? Das war das Anrufen. Ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit, weil ich würde sie gerne beim Mittagessen ein bisschen stören. Das kriegen wir auch hin. Bis später. Okay, Leute. In der Zwischenzeit haben wir ein paar Videos aufgenommen. Wir haben es jetzt schon kurz vor 2. Das heißt, die machen gleich ihre Mittagspause. Und wir kommen zu Art Nummer 3 heute. Wie man Danja und Bianca nerven kann. Ich werde sie beim Mittagessen schön stören und aufnehmen. Weil das haben die gar nicht gern. Ne, wenn man schön die Kamera drauf hält, ne, während die was essen. Das gefällt denen aber ganz besonders. Das ist Nummer 3. Kommt mal mit. Was machst du? Nichts. Was isst du denn da? Kannst mal zeigen, wie du das... Hallo Eva! Was machst du? Nichts. Ich muss mich doch entschuldigen für die ganzen Challenges heute. Kannst du mich mal bitte nicht so nerven? Was isst du denn da gerade? Nudeln. Kannst mal zeigen? Wie ich esse? Mhm. Nein. Komm schon. Boah, nerv nicht. Kahn, bitte. Wo ist denn Danja? Danja? Ja, was? Hast du keinen Hunger eigentlich? Doch, ich würde mir jetzt was holen. Aber warum denn? Boah, Kahn. Die Frage ist, warum sollte er nicht stöhnen? Du machst mich gerade echt aggressiv. Ja. Hör auf jetzt, komm. Okay, alles klar. Was lachst du da? Das ist sehr amüsant. Ja, aber nicht, das geht schon den ganzen Tag so. Ich weiß, ich war auch schon dabei. Aber oh. Kein Hunger mehr? Nee. Okay, alles klar. Hör auf jetzt. Kann ich die Kamera hier so stehen lassen beim Essen? Nein, müsst vielleicht noch mich, willst du doch die Kamera mit auf die Toilette nehmen? Nee, das möchte keiner sehen. Danja ist vom Essen. Sie hat Essen geholt und sie ist wieder da. Reicht's? Nee, ich wollte dich eigentlich nur fragen, wie es dir so geht. Prächtig. Okay, ich warte hier auf dich, ne? Aha. Was filmst denn du die ganze Zeit? Och, Kahn, was soll denn das? Was isst du denn da? Kokoscurry. Warum? Nur so. Beobachte dich nur ein bisschen. Ich merke das schon. Und macht's Spaß? Ist spannend? Hast du schon was Neues erfahren? Nö. Ich beobachte dich jetzt bei deinem ganzen Mittagessen, okay? Nein. Lass dich einfach nicht in Ruhe. Ist nicht okay. Also, soll ich dir irgendwas Soße? Tun? Ist das scharfe Soße? Ja, natürlich ist es scharfe Soße. 100% Pain. Das ist das, was ich habe, wenn ich dich sehe. Ja, dann guten Appetit. Wir bleiben live dabei. Kann ich jetzt essen? So? Ja, gerne. Bitte. Guten Appetit. Ohne, dass du filmst? Ja, alles klar. Mann! Lass die Kamera so. Du kannst ja gerne essen. Stört dich ja nicht. Ich habe Angst, dass ich den Löffel an die Kamera ditche. Dann pass mal auf. Bianca, ich weiß, dass du noch da bist. Was ist denn mit dem? Weiß nicht. Irgendwas stimmt heute eben nicht. Erst sagt er, ja, sorry, tut mir leid. Ja, er will sich heute den ganzen Tag entschuldigen oder nett sein. Das glaube ich nicht. Also, ja, das habe ich jetzt noch nicht. Ich habe nicht mehr das Gefühl. Warum lachst du dabei so? Wirklich? Schmeckt dir dein Essen bisher eigentlich? Kannst du es genießen? Ja. Ja, sorry. Wir sehen uns später. Mhm. Soll ich auch noch bei dir bleiben die ganze Zeit? Nein. Wir haben das geklärt. Oh, ich kann die so gut nerven heute. Und die wissen immer noch nicht, worum es geht, ne? Um welche Challenge. Bianca denkt immer noch das mit dem Entschuldigen oder so, ne? Aber ich glaube, die kauft mir das auch nicht mehr ab. Aber Danja hat auch schon gefragt, so, hast du, was für eine Challenge ist das? Ich habe gesagt, nee, das kommt erst am Ende des Tages, ne? Wenn der Tag vorbei ist. Und jetzt kommt die Überraschung. Ich habe ein bisschen was ausgedruckt. Ich zeige euch das nicht. Ich bereite das jetzt vor, ohne die Kamera. Und dann werdet ihr die Reaktion wahrscheinlich sehen. Bis gleich. Okay. Das war gerade perfektes Timing, weil Bianca war gerade draußen oder ist noch draußen. Wir gucken mal, weil ich habe was in ihrem Studio versteckt. Werdet ihr jetzt sehen. Jetzt kommt mal mit. Hast du schon gesehen? Warum? Warum? Weißt du, ich wollte mich gerade angucken und dann...
Ist doch schön. Aber ich habe was auch, ich glaube hinter der Gardine habe ich auch was gesehen. Willst du mal hinter der Gardine gucken einmal? Da habe ich auch, glaube ich, was gesehen. Boah, ist das dein Ernst? Oh, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Albträume. Guck mal, hinter dir. Ey, ist das dein Ernst jetzt? Wo kommt das denn auf einmal her? Ich war das nicht. Aber ne? Du musst auch das Kissen mal aufheben, ne? könntest du mir vielleicht noch einen Gefallen tun? Ich glaube, hier in der Kiste war noch was. Hier, guck mal bitte. Überall wirst du mich jetzt sehen. In deinem Studio. Warum hast du auch noch so geguckt? Ich finde aber, die Ecke ist sehr gut geworden. Kannst du auch so lassen. Boah, ich komme mir vor, weißt du, andere denken jetzt, ich bin voll der Stalker, ey. Bist du doch auch. Ich wollte eigentlich 100 Bilder, aber ich hatte keine Zeit dafür. Weil wir zwischendurch noch gedreht haben. Nee, ja, sorry, tut mir leid. Du weißt, ich muss mich ja entschuldigen bei dir. Ja, und das ist deine Entschuldigung, oder was? Viel Spaß beim Abmachen. Jahre später. Alter. Oh, das ist doch nicht dein Kackerz, Mann. Wie soll ich denn hier drehen? Scheiße, Kamera, ey. Ich sag's dir, das gibt Rache. Ey. Richtig. Also richtig. In der Hotelzimmer. Oh Mann! Oh Mann, ey! Ja, hab ich schon gesehen! Warum machst du alles ab? Naja, aber. Die schönen Bilder von mir! Ich hab hier extra deinen ganzen PC hier voll gemacht! Ich mal ein Bild, wo man sieht, wie du aussiehst, wie du wirklich aussiehst. Schön, ne? Was kannst du denn jetzt hier drehen? Wie hast du dir das vorgestellt? Guck mal hier, hier kannst du mich immer jetzt sehen! Nach deinem Essen macht das doch richtig Spaß, jetzt in dein Studio zu kommen. So ein Spaß! So viel Spaß für so wenig Geld. Mann, kleb dir das Ding ins Gesicht! Viel Spaß noch! Mann! Was hast du doch hier verbrochen? Hast du das Bild hier vorne eigentlich schon gesehen? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Wie soll ich es nicht sehen? Jetzt viel Spaß! Okay, Leute, jetzt muss ich schnell sein, weil jetzt kommt Nummer 5. Was ich eben in der Mittagspause schon gemacht habe, ist, ich habe mir schon die Schlüssel genommen von den beiden. Hallo? Hast du gemacht? Geht die Tür nicht mehr auf? Nein. Ist der Schlüssel nicht bei dir? Dein Ernst, hast du mich jetzt eingeschlossen? Ich sag dir, das hast du jetzt nicht gemacht. Hörst du das? Wirklich? Wir sehen uns später. Hallo? Hallo? Kann! Hast du mir die Tür zugeschlossen? Ist der Schlüssel nicht bei dir? Ich such den die ganze Zeit. Ja! Oh, Kann, ey, es reicht jetzt mal. Gehst du mal den ganzen Tag schon so auf den Weg? Ja, ich weiß. Bianca? Jetzt raus, aber es muss schnell gehen. Den Schlüssel nehme ich mit. Das war ein bisschen hell, oder? Oh, sorry. Sorry, es war die ganze Zeit ein bisschen hell. Ciao! Ich bin in der Aufnahme. Ja, ja. Ich weiß nicht, wo deine Kamera ist. Ach so, oh. Ich habe keine Lust mehr, weil du mich vorhin so angefahren bist. Ich kann nicht dafür, dass... Ist das dein Ernst? Herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich sitze gerade noch in meinem Auto. Ich habe nämlich was vor. Kahn ist bei uns ja der ungeschlagene Meister im Nerven.
Und ich möchte ihm das heute zurückzahlen. Leider alleine, weil Bianca die Woche nicht da ist. Ist aber gar nicht mal so schlimm, weil ich glaube, es reicht ihm schon fast, wenn ich ihn heute alleine so richtig auf die Palme bringe. Punkt 1. Karl hasst es, wenn man zu spät kommt. Und es ist jetzt schon um 10, gut um 10. Also ich bin schon eine gute Stunde zu spät und sitze noch ein bisschen im Auto, nehme noch ein bisschen auf. Hab auch schon ein paar freundliche Nachrichten von ihm bekommen, die ich euch gleich mal vorlesen werde. Nachricht, wir wollten um 9.30 Uhr anfangen. Wo bist du? Ich wollte jetzt eigentlich gerade so langsam mal reingehen, aber er hat mir noch so nette Nachrichten geschrieben, dass ich jetzt direkt noch mal eine Viertelstunde im Auto sitzen bleibe oder was einkaufen gehe oder so. Ich kann ja gleich nach Hause, wenn du nicht kommst, und ein richtig wütender Smiley. Bist du noch am Schlafen? Meld dich doch mal, ey. Der ist richtig schlecht gelaunt. Das kann ja nur gut werden heute. Eigentlich gehe ich Leuten nicht so gerne so enorm auf den Keks, aber das wird mir heute, glaube ich, echt Spaß machen. Ich werde jetzt so in den nächsten 10 Minuten mal hochgehen und ihn erlösen und ihm sagen, dass wir jetzt gleich drehen können. Und wir sehen uns gleich. Also, ich bin jetzt auf dem Gang, auf dem Weg zu Karls Studio und es gibt so eine Sache, die macht ihn richtig wütend. Der schließt ja immer extra sein Studio ab, wenn er aufnimmt, damit da keiner einfach so reinplatzt. Und wisst ihr, was ich jetzt machen will? Ich werde jetzt einfach knallhart in seine Aufnahme platzen. Okay. Hey! Ich bin in der Aufnahme. Ist wichtig. Sollten wir nicht zusammen aufnehmen jetzt eigentlich? Nee, ich spiele doch hier das Puppet-Spiel. Das wollte ich doch alleine aufnehmen. Ja, stimmt, das wollte ich nicht zusammen. Okay. Ja, also ich zock dann, ne? Ich sag dir Bescheid dann, wenn ich durch bin. Ist gut. Okay, alles bis klar. Dann. So, wir sind das bei noch. Kapitel 1. Oh, es wird noch. Okay, das erinnert mich aber. Ja. Hallo, ich bin noch in der Aufnahme. Was ist? Wann waren wir denn jetzt aber zusammen? Ich sag dir doch Bescheid. Lass mich einmal das kurz zu Ende machen. Das dauert nicht lange. 20 Minuten. Ja, nee, mir geht's noch drum, damit ich so zeitlich ein bisschen. Ja, 20 Minuten. 20 Minuten? Ja, 20 Minuten. Ist okay? Ja, gut, jetzt bin ich erwischt. Ja, okay. Ja, alles klar. Also, jetzt kann es auch ein bisschen länger dauern. Ich wurde gerade erwischt. Okay? Oh, okay. Der ist schon richtig genervt. Ja. Wollen wir nicht doch jetzt schon anfangen? Dann ja, guck, ich wollte doch die Runde alleine zocken. Lass mich das einmal kurz allein zocken. Dann aber wechsel doch den Server, dann geht's doch einfach schneller. Ja, ich warte jetzt aber lieber. Sonst bereite doch schon mal ein paar Gameplays vor. Ja. Ich weiß, Bianca ist nicht da, aber trotzdem, versuch mal Gameplays vor. Das ist voll langweilig. Kann ich mich nicht mit reinsetzen? Du hast doch selber gesagt, du willst das nicht sehen. Nee, ich will das auch nicht sehen. Aber ja, nee, gleich. Dann ja, ich sag dir gleich Bescheid, okay? Okay. Ich hoffe, dass er es nicht ahnt. Weil normalerweise nerv ich nicht so krass. Nur so einmal oder so. Der ist jetzt schon ernst genervt von mir. Ich glaube, das hat ihn jetzt auch noch so ein bisschen mehr auf die Palme gebracht, dass ich da ständig in seine Aufnahme geplatzt bin. Ich weiß nicht genau, ob er mir vielleicht schon irgendwie was sagen wollte. Bisher hat er noch nicht so direkt formuliert, dass ich ihm heute so richtig auf den Senkel gehe. Das werden wir jetzt mal noch ändern. Und zwar wollen wir jetzt gleich zusammen noch was für Spiel mit mir Apps and Games aufnehmen. Dafür braucht man in der Regel eine Kamera. Und haben wir beide die gleiche. Und ich werde ihm jetzt einfach seine wegnehmen und mir da irgendeinen Vorwand überlegen, warum ich das mache. Und mal schauen, wann ihm das auffällt. Der ist jetzt, glaube ich, nochmal unten. Vielleicht versteckt er sich von mir, damit er halt nicht ausrastet, wenn er mich das nächste Mal sieht. Und ich gehe jetzt erstmal rüber, klaue die Kamera, nehme euch dabei mit. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier. 100 Punkte, er ist noch nicht wieder da. Nehme ich das Ganze nicht. Ich nehme nur die Kamera, nicht das Stativ. Vielleicht fällt mir das dann nicht so auf. Und schnell wieder zu mir. Oh Gott. Okay, also ich habe jetzt Karls Kamera. Sie ist hier. Und wir wollen ja jetzt Spiel mit mir Apps und Games aufnehmen. Da wird ihm diese Kamera wahrscheinlich fehlen. Mal schauen, wann es ihm auffällt. Hey, hörst du mich? Sehr gut. Also, ich bin ready. So, okay, wollen wir dann starten? Bist du fertig, Karl? Hast du meine Kamera? Nee. Was soll ich mit deiner Kamera? Wo ist,
Weil meine Kamera ist nicht da. Ja, dann hat die, solltest du hat die Claudio oder Eva genommen? Weiß ich nicht. Muss mal. Hä? Ich weiß nicht, wer deine Kamera doch, hat. Bevor ich draußen war, war die doch noch da. Das weiß ich nicht. Hä? Ich weiß nicht, wo deine Kamera ist. Ach so. Na, warte. Oh. Oh Mist, warte. Was denn? Ja doch, ich habe sie genommen, weil ich dachte, dass du meine Kamera genommen hast. Entschuldigung. Hä? Ja, ich habe deine Kamera. Ich habe deine Kamera. Wieso? Ja, weil ich dachte, dass du halt meine Ey, irgendwas hast. Nein, ich dachte wirklich, es ist meine Kamera. Okay, ja, bringst du sie mir bitte? Oh nee, kannst super. Du sie dir einfach abholen? Danja, bringst hol du mir jetzt bitte die Kamera? Nein, guck mal, bei mir ist schon alles fertig. Hol sie dir doch einfach ab. Hol dir doch einfach die Kamera ab. Ganz ehrlich, ne? Also, du bringst mich noch zu verzweifeln. Sorry. Tut mir leid, es war ein bisschen blöd von mir. Hey, tut mir leid. Ich dachte, das ist meine. Aber dann, ich frage erst gar nicht. Lass einfach direkt starten, bitte. Ja. Ah, ein Träumchen. Ich habe übrigens gerade noch den Akku aus seiner Kamera rausgenommen. Ja, wird nichts werden bei ihm mit starten heute. Warte mal. Ja, ich warte die ganze Zeit. Ja, aber warum ist der Akku jetzt hier raus? Ich hatte doch einen Akku. Ey, ganz ehrlich, was machst du damit? Ich? Warum? Ja, mein Akku war doch vorher da drinne. Oh, ja, Entschuldigung, ich habe den noch hier, weil ich wollte den aufladen. Bring den jetzt vorbei. Ey, ganz ehrlich, langsam reicht's. Was ist denn heute los mit dir? Tut mir leid. Ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Ja, merke ich. Bringst du mir jetzt bitte den Akku vorbei, dass wir endlich starten können? Kannst du ihn auch abholen? Nein, bring ihn mir jetzt vorbei. Ja, ich komme vorbei. Ich bringe dir den Akku. Mann, ey. Ich glaube, er ist so ernst genervt, egal was ich heute mache, es wird ihn einfach nur noch nerven. Und das ist ja genau der Punkt, an dem ich ihn haben wollte. Jetzt kann ich starten mit meiner Mission. Kann so richtig zur Verzweiflung bringen, aber er ist schon kurz davor. Bis gleich. Okay, Kahn ist jetzt in der Pause. Das heißt, er sollte irgendwann in den nächsten Minuten wieder hier sein. Aber ich werde jetzt erstmal sein Studio ein bisschen umstellen, so wie es mir gefällt. Und dann werde ich sein Studio mal blockieren, damit er hier nicht selber aufnehmen kann. Ja, ich glaube, die Sitzkissen stelle ich ein bisschen um und dann mache ich es mir hier ein bisschen bequem. Ich chill mich jetzt hier in die Ecke, warte mal, bis er kommt und hoffe, dass er mich nicht in der Luft zerreißt. Vorsicht, ich liege hier hinter der Tür. Ich drehe doch heute den 24 Stunden im Kranz Studio rumchillen Vlog. Und eigentlich wollte ich nicht mehr drehen. Okay, nimmst du auch, oder? Ja, die nimmt auf. Aber hättest du nicht Bescheid geben können? Ja, habe ich doch. Ich habe doch geschrieben, ich drehe heute das 24 Stunden in Kahns Studio Video. Nicht? Guck nochmal. Vielleicht in den Mails oder so? Ja, super. Aber warum schreibst du mir eine Mail? Warte, ich wollte eigentlich gleich aufnehmen. Ich nehme doch aber gerade auf. Okay. Ja, du bist in meinem Studio. Ja. Ja, das gefällt mir aber eigentlich nicht so, ne? Das ist das wohl. Aber ja, ich habe dir gesagt, dass ich halt 24 Stunden. Ja gut, Mails schreiben ist aber jetzt nicht so das Wahre, ne? Ja, ach komm, als ob du deine Mails nicht abrufst, kann ich ja nichts für. Okay, willst du dann hier bleiben und... Ja, ich bleib jetzt hier. Gut, okay, alles klar. Du kannst in mein Studio gehen. Ja, bringt mir viel, aber gut. Kannst okay. Du direkt dann auch. Ja, alles klar. Ja, okay. Oh Gott, also... Die Kamera lief ja jetzt, deshalb hat er das noch versucht, so ein bisschen zu überspielen. Aber der ist so ernst genervt. Ich glaube, ich kriege wahrscheinlich gleich eine ganz böse Nachricht oder er kommt gleich nochmal hier reingestürmt und versucht mich hier wieder rauszuschmeißen. Aber der ist richtig fertig. Der hat keinen Bock mehr. Mal schauen, ob er jetzt nach Hause fährt oder so. Er ist wirklich wütend. Ich habe ihn heute auch echt ordentlich genervt. Aber ich bin noch nicht fertig. Da kommt noch was, Freundchen. Okay, ich bin jetzt wieder aus seinem Studio raus. Der sollte da jetzt auch gleich reingehen, weil ich ihm nämlich geschrieben habe, dass ich da jetzt nicht mehr bin. Ich habe jetzt noch was Gemeines gemacht, würde ich sagen. Also ich habe jetzt noch sein Studio-Equipment versteckt.
für Challenges und so. Und wenn er Bescheid weiß, dann macht er das super gerne, also für so Verstecken-Challenges. Aber wenn man ihn nicht informiert, findet er das ganz, ganz schlimm. Also alles, was er nicht planen kann, geht gar nicht. Momentan hat er halt auch ehrlicherweise sehr viel Stress, weil er bald im Urlaub... Hallo! Hi! Wolltest du nicht eigentlich eine Challenge machen, wo du den ganzen Tag bei mir im Studio bist? Ja, ich habe das jetzt geändert. Ja, kann es sein, dass du ein paar Sachen von mir geklaut hast? Ja, ich habe jetzt vielleicht gut, eine 24 Stunden kannst Studio verstecken Challenge. Ach so, jetzt auf einmal das? Ja. Ja, super, danke. Ja, ich ist ja nicht so, dass ich was ganz anderes vorhatte heute. Richtig, tut mir auch ein bisschen leid. Aber ja, ich glaube nicht. Ja, du kannst deine Sachen suchen, die sind im Haus versteckt. Dein Ernst? Ja, na klar, mein Ernst. Oh, soll ich die Kamera mitnehmen? Du hast mein Zeug. Ja, hier nimm mit. Ey, heute, ne? Ich sag euch, Leute. Danja ist heute ganz komisch drauf. Hat vielleicht mit ihrer Challenge hier zu tun, aber... Also, ich bin heute nicht gut auf sie zu sprechen, bin ich ganz ehrlich. Zeig euch mal mein Studio. So, sie hatte es eben ja blockiert, das habt ihr ja mitbekommen. So, und jetzt fehlen hier einfach ein paar Sachen. Natürlich wieder meine Kamera. Die Lichter, Tastatur, Maus. Ach, das Licht, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber das fehlt auch. Ich kann das irgendwie nicht so ganz glauben. Und ich habe auch keine Ahnung, wo die Sachen sind. Und ich habe keine Lust, jetzt im Chaos-Studio zu suchen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal rüber. Dein Lachen gefällt mir heute gar nicht. Danke. Mega nettes Kompliment. Ja, aber ich habe das Gefühl, heute hast du irgendwas vor mit mir. Ja, du. Ja. Ja. Nee, ich habe doch gesagt, 24 Stunden kannst du... Ja, aber erst warst du in meinem Studio. Dann versteckst du es. Und heute allgemein bist du ganz komisch drauf. Findest du? Ja, allein dieses Nö, das sagt mir schon alles. Was sagt ihr das? Nee, ich, ganz ehrlich, ich werde meine Sachen jetzt nicht suchen. Ich werde jetzt nach unten zu Eva gehen, ein bisschen entspannen und ich hoffe, in 10 Minuten sind meine Sachen wieder im Studio, weil, du weißt ganz genau, ich muss ein bisschen was drehen. Ne? Also, du hast 10 Minuten Zeit. Ganz wichtig, 10 Minuten. Es ist mir egal, was du heute machst. Ich möchte es auch gar nicht wissen. Ne? Aber du hast jetzt 10 Minuten noch Zeit, mein Studio wieder aufzubauen, weil du weißt, ich bin nächste Woche nicht da und ich muss noch ein bisschen was aufnehmen. Also. 10 Minuten. Naja, ich bin ja eh so ein bisschen zu spät. Ich lasse mir eine halbe Stunde Zeit. Ich bin wieder in Karns Studio. Und zwar habe ich jetzt seine Sachen weitestgehend wieder reingeräumt. Aber leider konnte ich sein zweites Licht nicht mehr finden. Das eine steht schon wieder da, aber bei dem anderen, da habe ich ja wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wo das sein könnte. Ich konnte es einfach nicht mehr finden. Aber gut, die Sachen sind jetzt wieder hier. Ich habe auch nur etwa 45 Minuten gebraucht. Ich schicke ihm jetzt mal eine Sprachnachricht und entschuldige mich mal ein bisschen. Hey, also ich finde es eigentlich nicht so cool, dass du die Challenge jetzt nicht gemacht hast. Jetzt muss ich mir schon wieder eine neue Videoidee überlegen. Und das ist ein bisschen blöd, aber deine Sachen sind jetzt wieder im Studio. Du kannst dich wieder beruhigen und einfach hochkommen. Das Einzige, was ich jetzt nicht gefunden habe, ist die zweite Lampe, also das zweite Studiolicht. Da musst du dann einfach nochmal schauen, wo du es findest. Und jetzt das Grande Final. Da habe ich vorhin ganz schön zusammengestaucht. Und da bin ich jetzt ein bisschen stinkig. Deshalb mache ich jetzt das, was Kahn gar nicht mag. Ich gehe einfach früher nach Hause. Sehr richtig. Ich bin zu spät gekommen und gehe früher nach Hause. Ciao, Kahn. Wir sehen uns dann morgen. Okay, ich bin jetzt im Auto. Mal schauen, wann ihm auffällt, dass ich nicht mehr da bin. Ich bin jetzt nämlich einfach weg. Ich warte jetzt mal drauf, ob er sich nochmal meldet, ob ihm noch irgendwas fehlt aus seinem Studio. Und dann werde ich ihm einfach mitteilen, dass ich jetzt nach Hause fahre, weil ich keine Lust mehr habe. Also ich gehe dann einfach. Okay. Er ruft an. Hey, Kahn. Hey, du, wo bist du? Ja, im Auto. Ich fahre jetzt nach Hause. Wie nach Hause? Wo wollt noch jetzt noch aufnehmen? Ist das dein Ernst gerade? Ja, nee, aber ich habe keine Lust mehr. Also erstens hast du dich so lange nicht gemeldet. Und nee, jetzt hör mal zu. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich gehe jetzt, weil ich habe keine Lust mehr, weil du mich vorhin so angefahren bist. Ich kann nichts dafür. Ist das dein Ernst? Ich kann nichts dafür. Du so komisch drauf und dann sagst du, ich bin... Ist das dein Ernst gerade? Ja, ist mein voller Ernst. Ich ganz ehrlich, eigentlich müsste ich nach Hause fahren, nachdem, was du alles hier abgezogen hast. Das Licht war doch auch direkt vor meinem Studio. Du, das ist doch irgendeine komische Challenge. Ja, das ist jetzt die Fahr-halt-früher-nach-Hause-Challenge. Ja, wow, voll witzig. Kommst du jetzt bitte, du weißt ganz genau, dass ich bald in Urlaub muss und dementsprechend muss ich noch ein paar Videos aufnehmen. Ey, heute bin ich sowieso, ich hänge sowieso schon bei dem Zeitplan hinterher bei mir. Ja, ich weiß. Pass auf, ich fahre jetzt nach Hause, wir nehmen den Rest später auf oder du machst es heute. Ja, wow, danke. Das hilft mir voll. Super. Okay. Ehrlich. Bis dann. Ja, tschüss.
Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, ich rufe ihn jetzt nochmal an und sage ihm, dass es nur eine Challenge war. Tut mir ein bisschen leid. Hi. Ja. Sorry, ja. Es war nur ein Witz. Wie, wo bist du denn jetzt? Ich bin wirklich im Auto, aber noch auf dem Parkplatz. Okay, was sollte das jetzt? Ich mache heute eine Challenge, wie man... Ja, hast du mir gesagt? Ja, unterschiedliche Arten, wie man Kahn zum Verzweifeln bringen kann. Oh, ich wusste es, ich schwöre es, ich wusste es. Irgendwas war da. Ja, ich habe ja mitbekommen, dass du es mitbekommen hast. Aber ich habe dich trotzdem zur Verzweiflung gebracht, oder? Sag es. Ja, das hast du. Yay! Du hast mich schon zur Verzweiflung gebracht, wo du heute Morgen mal wieder zu spät gekommen bist. Das hat mir schon gereicht. Sehr gut, okay. Hast du wenigstens daraus ein Video gemacht, dass wir das benutzen? Ja, natürlich habe ich da draußen ein Video gemacht. Ja, naja, gut, egal. Wir sehen uns dann morgen. Ich fahre jetzt nach Hause. Ciao! Nee. Das machst du doch ständig, Mann. Wieso machst du denn da? Nee, ich mach das gar nicht ständig. Nein, das macht er nicht. Das machst du nicht. Kahn? Leute, ganz kurz, sorry, tut mir wirklich leid. Baby René, ich hab grad gesehen, jemand hat dich zu uns teleportiert. Oh nee. Oh, ich bin schon wieder Crewmate. Macht mir gar keinen Spaß. Guck mal, ihr wisst schon, dass ihr damit mein Video jetzt auch kaputt macht, ne? Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Premiere-Kanal. Leute, heute gibt es ein richtig schönes Video. Ich freue mich, denn ich musste das Video ohne euch anfangen. Die erste Vorbereitung musste ich jetzt schon off-cam machen, weil es ging nicht anders, weil ich musste das schnell machen. Und zwar gibt es heute das Video 5 Arten, René und Claudio zu nerven. Ein bisschen so Gaming-Special, ne? Weil die beiden, wisst ihr, machen Zock mit mir und ich werde sie heute besonders im Bereich Gaming ein bisschen nerven. Und ich habe auch schon mit der ersten Aufgabe angefangen. Ich habe von beiden die Kameras versteckt. So, die beiden machen jetzt gerade Mittag, sind unten. Es ist ganz gut in der Küche, deswegen hatte ich auch die Möglichkeit, die Kameras zu holen, beziehungsweise Renés Kamera schon vorher. Ja, und Claudios Studio ist ja nebenan, das heißt, das ging ganz schnell. Bei René musste ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber die waren, wie gesagt, kurz draußen, machen jetzt unten Mittag. Jetzt warte ich nur darauf, bis der Erste kommt und mich fragt. Ja, und dann muss ich natürlich die Kamera rausholen, aber ich werde denen jetzt nicht sagen, dass es um ein 5-Arten-Video geht. Also, pst, okay, jetzt geht's los. Was hast du gerade gesagt? Wie jetzt? Ja, was hast du gerade gesagt? Hast du meine Kamera? Nein, habe ich nicht. Oder vielleicht doch? Ich sag dir was. Ich sag dir was. Vielleicht hat René sogar das gleiche Problem. Geh mal bitte einmal zu René und frag mal, ob er weiß, wo seine Kamera ist. René? Ja, frag ihn mal lieber. Okay, ich glaube, ihr habt beide das gleiche Problem. Okay, danke. Also, okay, danke. Als ob er mich nicht kennt. So, aber ich bin gespannt, wenn René gleich kommt. Vielleicht merken die schon. Wie gesagt, gleich gibt es eine kleine Hide-and-Seek-Challenge für euch. Und die werden die Kameras bestimmt nicht finden. Aber irgendwann werde ich das auflösen, weil ich muss ja auch das hier weitermachen. Aber dann werde ich sie weiter nerven. Also, es wird gut. Wer ist denn da? Kann es sein, dass du gerade bei mir unten warst? Gib doch einfach bitte die Kameras, bitte, jetzt ernsthaft. Komm, wir wollen jetzt eigentlich aufnehmen, ne? Ach so, ihr wollt was aufnehmen? Ja. Was denn? Ja, wir wollen jetzt Roblox spielen, aber es geht halt nicht ohne Kameras. Ja, das stimmt wohl. Ja, gute Sache, ihr spielt ja bei Roblox immer Hide-and-Seek-Challenges. Wie wär's? Weil ich habe jetzt auch was für euch vorbereitet, ein kurzes Video für Spiel mit mehr Apps und Game System. Nur ein kurzes Video. Und zwar ist das eine Hide-and-Seek-Challenge, Real-Life-Hide-and-Seek-Challenge. Also okay. Ihr müsst jetzt eure Kameras finden, okay? Okay. Ja. Aber die können wir finden. Die sind hier irgendwo versteckt. Ja, wo sind die denn? Die sind auf dieser Etage. Ja. Ich suche dort drüben, René. Wo suchst du? Ich gehe dann in die Richtung. Okay, dann folge ich erstmal Claudio. Ja. Bei mir hast du die bestimmt nicht versteckt. Dann ja, vielleicht. Irgendwo hier? Ja, komm, kurz vor der Aufnahme ist das doch drin. Ein bisschen Sport schadet nie. Ja. Ja, aber das machst du doch ständig, Mann. Wieso machst du denn das? Wieso nimmst du unsere Kameras? Hey, ich mach das gar nicht ständig. Ja, aber warum nimmst du denn die Kameras? Okay, such du mal weiter. Ich geh mal zu René. René? Schon was gefunden? Nein. Mach mal das Licht an. Natürlich nicht. Natürlich nicht, sagt er. Ich hab hier schon alle Kästen rausgezogen. Habt ihr keine anderen Kameras gerade, oder? Spoffi. Komm, erzähl mal, wo sind die? Du hast die bestimmt im Müller aber versteckt. Nein, oder? Hör auf. Also ihr solltet vielleicht nochmal in der Cloud und bei Danja vielleicht vorbeischauen. Ob das stimmt, der Tipp? Ah, ich schau. Ist doch richtig cool. Ja, total cool. Ist ein kurzes Video, wirklich ganz kurz. Also viel habe ich da nicht vor. Seid ihr halt den Sieg Challenge. Und auch mal eine Runde, ich habe ja nicht eure Mikrofone versteckt. Okay, also dann ist auch Ruhe. Jetzt endlich hochkommen. Guck lieber, ich weiß nicht, ob Danja da ist. Danja? Nein, sie ist nicht da, okay. Aber vielleicht habe ich es ja trotzdem hier versteckt. Hier ist auch ein Tresor, ne? Weißt du? Ja. Nee, da schaue ich jetzt nicht nach. Na gut. Vielleicht ist deine Kamera auch da drin. Also ihr sucht jetzt schon seit etwa 2 Minuten. Okay, sucht mal weiter. Ich bin in meinem Studio. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht. Das kann ich versprechen. Hoch und heilig. Ich schau mal bei Claudio noch mal kurz. Bei Claudio?
Ich suche mein Studio. Ich dachte mir, vielleicht wärst du so klug. Also, was heißt klug, aber... Nein, sucht weiter. Ich bin in meinem Studio so lange. Was heißt sucht weiter? Ja, sucht weiter. Oh, ist das schön. Ich warte so lange einfach ein bisschen. Ach so, ganz kurz nur, völlig unabhängig davon. Eine ganz liebe Zuschauerin hat Sammy gemalt und guck mal, wie süß. Hat jetzt einen Ehrenplatz hier bei mir im Studio. So, Claudio, René? Ja. Und, wie weit seid ihr? Nicht weit. Oh, René ist schon mal in der guten Richtung. Hat sie eine Mikrowelle versteckt oder was? Ja, schau mal rein. Nee. Nein? Nee. Ja, schaut mal weiter, ja, schaut weiter. Im Kühlschrank, ich verstehe es nicht. Nein, nein, das macht er nicht. Da Baumann, also das machst du nicht. Karl? Nein, Gott sei Dank. Andere Sache, also ich wollte wollt ein kurzes Video daraus machen. Wie wär's, wenn wir daraus eine 24-Stunden-Challenge machen und die einfach versucht, ohne Kamera aufzunehmen dann heute? Ja, total guter Plan. Ja, ihr könnt doch mit Mikro. Ich habe die Mikrofone da gelassen. Guck, ich zeig's kurz. Ja, mit welcher Kamera sollen wir aufnehmen? Ja, ihr könnt ja heute ohne Kamera. Wir können ja 24 Stunden draus machen. Nein, ihr könnt ja jetzt erstmal aufnehmen. Ihr könnt ja jetzt erstmal aufnehmen. Und dann zwischendurch suchen. Und wenn ihr sie findet, dann könnt ihr natürlich mit Kamera aufnehmen. Guck mal, ihr wisst schon, dass ihr damit mein Video jetzt auch kaputt macht, ne? Ach, wir sind schuld. Ja, ist okay. Nein, ich hab's verstanden, ist okay. Ich gebe euch jetzt eure Kamera, ist okay. Wenn ihr mit mir nicht drehen wollt, ist in Ordnung. Hier, dann mach. Hier, nimm. Nimmt. Hier. Nimmt. Da. Ah. Ja, danke. Ja, seid ihr jetzt glücklich? Ja, natürlich. Ja. Ja, okay, Leute. Also, das war's. Es hätte eigentlich ein 24-Stunden-Video werden können, aber... Die beiden wollten es halt nicht, dementsprechend ist okay, ne? Leute, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja, danke. Aber das war's jetzt, oder? Also, du lässt uns jetzt in Ruhe. Ja, aber wir hätten noch ein bisschen länger machen können. Ja, aber wir müssen jetzt drehen. Also wirklich jetzt, Kram. Danke für die Challenge, aber wir müssen drehen. Ja, los, dann macht ihr. Okay, das hat schon mal sehr gut geklappt. Ich hab denen auch gesagt, dass ich ein bisschen genervt bin, ne? Weil ich hatte mir vorgestellt, daraus so, ne, einen ganzen Tag zu machen, aber gut. Damit wissen sie auch, ich bin auch ein bisschen genervt. So, jetzt passiert Folgendes. Ich weiß, ne, die haben mir gesagt, die wollen aufnehmen und die sind jetzt auch schon im Discord-Channel drin, ne? Wo ich auch bin. Ich zeig's mal kurz. So. Da kann ich ja auch rein. Ich weiß, dass sie auch einen anderen Discord-Channel haben und ich werde sie dazu bringen, wahrscheinlich diesen Discord-Channel zu verlassen und auf einen anderen zu gehen, weil ich werde sie jetzt in der Aufnahme stören. Erst bei Discord und wenn das vorbei ist, dann gehe ich ins Spiel rein, weil ich sehe ja, was sie spielen bei Roblox. Und dann werde ich sie da stören. Deswegen, jetzt kommt 2 und 3, ne? Art Nummer 2 und 3. Viel Spaß! Wir hören jetzt mal in den Discord-Channel rein, weil... Also man kann sie jetzt... Ich kann sie jetzt nicht hören, weil ich selber nicht im Discord-Channel bin. Deswegen muss ich jetzt zwischendurch rein hören und gucken, ob sie schon im Spiel sind oder nicht. Also sie sind auf jeden Fall schon bei Roblox, aber ich weiß noch nicht, ob sie mit der Aufnahme angefangen haben. Deswegen... René, Claudio, ich wollte mich nur kurz nochmal entschuldigen für die Sache eben. Wir sind gerade in der Aufnahme, aber alles gut. Ach so, ja, sorry. Also wie gesagt, das Video hat auch so geklappt. Ich würde euch dann Bescheid geben, wann es online geht und dementsprechend dann. Also nochmal sorry, ne? Also ist nicht schlimm. Es hat soweit geklappt. Ist so gekannt. Ja, aber danke, okay. Aber ist nett von dir. Danke. Okay, ich bin wieder raus. Ja, okay. Davon träumen die, dass ich raus bin. Ich warte jetzt ein paar Sekunden. Leute, ganz kurz, sorry, tut mir wirklich leid, aber ist mit den Kameras soweit alles okay oder gab es da noch ein Problem? Ja. Nee, Kahn, alles gut mit den Kameras. Du hast jetzt wieder die Aufnahme gestört. Wir sind immer noch in der Aufnahme. Ja, tut mir leid, ja, klar. Ich muss auch ein bisschen leiser sein, weil Claudio ist drüben. Es tut mir wirklich leid, es tut mir richtig leid. Es tut mir wirklich leid, aber ich wollte unten noch was essen. Wisst ihr, ob noch was da war oder sind die Nudeln jetzt schon alle weg? Ist noch was da. Du kannst doch einfach schauen gehen. Ja, tut mir leid, aber ich wollte jetzt nicht umsonst nach unten wegen Eva, falls sie dreht oder sowas. Also sorry, ihr habt recht, wenn du sowieso essen gehen willst, dann musst du nach unten gehen. Ihr habt recht, ja, sorry, tut mir leid. Also ihr müsst wissen, für alle, die Discord nicht kennen, wenn man nicht im Voice-Channel drin ist, können die mich nicht hören und ich höre die auch nicht. René, Claudio, wir haben ein kleines Problem. Ja, vor der Tür ist gerade DHL, ein Paket. Hat jemand was von euch bestellt? Keiner hat von uns was bestellt. Nein, wir haben nichts bestellt. Du hast jetzt die Aufnahme zum vierten Mal gestört. Ja, es tut mir leid, aber das war jetzt gerade wirklich dringend. Ja, aber das kann ich auch warten bis nach der Aufnahme, oder? Ja, ihr habt recht. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, okay. Okay, jetzt wird es Zeit für Nummer 3. Wir gehen jetzt bei Roblox. Ich kann hier über Freunde gucken gerade. Baby René, ich hab grad gesehen, jemand hat sich zu uns teleportiert. Oh nee. Kahn, wieso denn? Das ist Baby Kahn? Das ist Baby Kahn. Ey.
Was will der denn jetzt hier? Der weiß doch, dass wir zu zweit aufnehmen. Hey! Hi, Baby Khan. Hey. Du weißt, dass wir heute zu zweit aufnehmen wollten, ne? Ach so, das wusste ich gar nicht. Also ich wollte eigentlich nur fragen, ob ihr zusammen mit mir auf den Spielplatz kommen wollt. Nicht wirklich. Wir wollten jetzt eigentlich zu zweit hier was machen. Okay, was denn? Kann ich mitmachen? Nee, wir wollten eigentlich demonieren. Nee. Ja, weißt du was, Baby Khan? Komm mal her. So, was? Du kannst hier. Moment. Du kannst. Ah, ich muss schon wieder weg. Tschüss! Okay. Das gibt's ja nicht. Ja, Bibi, nee, mir reicht's. Okay, das war bisher noch nicht so ganz erfolgreich. Hm, vielleicht machen wir was anderes. Ja, ich weiß was. Ich fahre jetzt die ganze Zeit mit dem Auto. Ich überfahre die jetzt die ganze Zeit oder versuche sie zu überfahren. Ey, was will der denn jetzt hier? Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir rausgehen. Quitten, oder? Ja, ich quitte. Egal. Das stört euch doch nicht, wenn ich da durchfahre, oder? Dann ist okay, wir spielen nicht mehr weiter. Ist okay. Wir gehen einfach auf einen anderen Server, dann alles gut. Sorry, tut mir leid, ich wusste das Discord nicht. Raus. Ja, ciao. Ist schon okay. Das war richtig schön. Nein, gehen wir nochmal kurz zu Claudio. Das wird jetzt Nummer 4. Jetzt platze ich in das Studio von dir. Hey, sorry, tut mir leid. Also, tut mir echt leid. Was meinst du? Also, ich wollte euch nicht in der Aufnahme stören oder so, ne? Ja, hast du nur leider 4-mal gemacht, aber... Ja, wir haben jetzt... Ja, aber ich dachte, vielleicht ist das eine gute Videoidee oder so. Ja, aber was wolltest du da machen? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, vielleicht können wir spontan irgendwas machen oder ja, so, aber ihr seid ja nicht drauf. Ja. Oh, ja, okay. Ja, sorry, ihr seid wieder in der Aufnahme, ne? Ja. Okay, alles klar. Lass die Kamera. René, Moment, Khan ist da. Also wenn ihr wollt, können wir gleich dann gemeinsam was aufnehmen. Among Us oder so. Hörst du zu, René? Also wir können gleich Among Us aufnehmen, wenn ihr wollt. Ja. Hast du eigentlich, sind das diese aus diesem Fortnite Adventskalender? Ja. Krass, hast du One Piece auch geguckt früher, oder? Ja, ich habe One Piece früher auch geguckt. Khan? Ja. Achso, wollt ihr jetzt aufnehmen? Siehst du die zwei Sachen? Achso, sorry. Das Licht da und... Khan? Ja, sorry. Also du siehst ja den roten Punkt, oder? Ja, okay. Kann ich mir die Chips nehmen? Oder? Ja, nimm. Nein, nimm alle mit. Nein. Das war's. Mehr will ich nicht. Danke, Khan. Kein Problem, ja. Ja? Kann ich mir noch ein paar nehmen? Khan. Nimm alle. Warum? Lass mich doch. Ja, nimm alle. Nein, jetzt vielleicht wird's ja zwischendurch auch. Nee, ich möchte keine. Ja. Nee. Ja, okay. Es ist in Ordnung. Okay, jetzt gehen wir einmal zu René nach unten und stören ihn auch nochmal. Ja, klar. Hast du das nicht gerade gesehen? Achso, ich dachte, Claudio macht das alleine. Achso, machst du auch Facecam? Ja, klar. Achso, ja, schon wegen der Kamera, ne? Ja. Ich wollte fragen, wann wir mit Among Us anfangen wollen. Ja, nachher irgendwann. Okay. Ja, ich dachte, wir fangen gleich an, deswegen. Ja, aber können wir das nicht nachher machen? Ja, okay, sorry, ja. Warte, du hast die Lichter angelassen. Soll ich ausmachen, oder? Achso, ja, danke. Oder soll ich lieber an? Ja, lass ruhig an. Oder aus. Aber aus, finde ich, sieht besser aus. Kann ich kurz gucken, wie sieht's denn aus? Ja, sieht gut aus. Warte. Ja, okay. Kann ruhig so. Aber man sieht keinen großen Unterschied, ne? Ja, aber soll man das... Hast du die Kamera damit verbunden? Ja, genau. Aber sollen wir da nicht nachher drüber sprechen? Wir nehmen jetzt auf. Alles gut. Okay. Aber danke. Passt schon. Soll ich jetzt ausmachen, oder? Nein, passt so. Okay, alles gut. Ey, warte mal, jetzt kommt hier schon wieder jemand rein. Ganz kurz, René. Ja, sag mal. Also ich wollte unsere Tischtennis-Challenge machen später. Ja, aber nachher vielleicht, aber ich habe doch gerade gesagt, wir sind noch hier in der Aufnahme. Ja, aber guck mal, warte, da gucken wir das auf der Kamera. Ja, das ist toll. So, Ball, was doch, Mann? Ja, Ball ist rausgeflogen so. Hey, dein Ernst? Ja, wir wollen doch jetzt hier spielen. Guck mal, ich wollte nur eine Challenge vorbereiten und du übertreibst es wieder so. Ja, aber wir wollen hier gerade aufnehmen. Hast du das Schild vorne auf der Tür gesehen? Da steht nicht stören, bitte. Ja, ich kann nicht so gut Englisch. Wusstest du eigentlich, dass wir eine eigene Knete haben? Ja, das wusste ich. Toll. Ja, das war jetzt extra, weil du das bei mir gemacht hast. Okay, sagt ihr mir jetzt aber Bescheid, ob wir morgen spielen, oder? Ja, wir spielen in 2 Stunden, okay? Und bis dahin kein Wort mehr. In 2 Stunden habe ich vielleicht aber keine Zeit. Ja, dann in 3 Stunden. Aber sagen wir einfach, 2 Stunden lang sprechen wir jetzt gar nicht mehr mit. Okay, ist okay? Alles klar. Reinkommen mehr, kein nix, okay? Und der Vorteil daran ist jetzt auch,
Also ich weiß ja, dass Claudio und René auch in der Aufnahme sind und wenn dieses Video vorbei ist, hoffentlich, hoffentlich, stellen sie mir diese Aufnahmen noch zur Verfügung. Also falls ihr das gerade gesehen habt, ist wieder alles gut, ne? Weil hier könnt ihr ja nicht so viel sehen mit der Kamera, weil ich will die auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Okay, Leute, also ich habe sie jetzt dazu gezwungen, dass wir jetzt Among Us spielen, weil, also nach ihrer Aufnahme und nicht in 2-3 Stunden, weil ich gleich weg muss. Und die meinten, okay, dann schieben wir das jetzt zwischen. Sie sind auch ein bisschen genervt, das merke ich. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig genervt. Keine Sorge, wir werden danach noch Among Us aufnehmen, also eine richtige Folge. Aber für dieses Video brauche ich jetzt, werde ich jetzt nicht mitmachen. So, ich bin die beleidigte Leberwurst. Das wird witzig, sage ich euch. Ja, sorry nochmal wegen dem, was heute so ein bisschen passiert ist, aber ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Zock mit mir, mit René und Claudio und Kahn. Hallöchen! Hi! Na, alles klar bei euch? Ja, und bei dir? Ja, alles gut. Okay, super. Ich habe auf Public gestellt und dann warten wir, bis die Leute jetzt joinen. Okay, haben wir irgendeine Challenge oder machen wir ganz normal? Nee, ich bin heute einfach ganz normal Among Us. Okay, alles klar. Ja, worauf hast du denn Lust? Imposter oder Crewmate heute tatsächlich? Ja, ich... Beides, also wäre eigentlich ganz cool. Beides ist cool, oder? Ja. Okay, soll ich starten? Ja. Sehr gut, los geht's. Auf geht's. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, okay, ich bin Crewmate und darauf habe ich eigentlich keine Lust. Deswegen werde ich jetzt auch das Spiel, auch wenn ich Imposter wäre, würde ich jetzt, deswegen gehe ich jetzt auch raus. Kahn left the game. Okay, Kahn hat verlassen. Kahn? Ja. Kahn, hast du rausgeflogen, was? Oh, ja, und ich kann jetzt auch für 15 Minuten in kein Spiel rein. Wieso kannst du für... Okay. Moment, warte, nee, 15 Minuten kann nicht sein, da musst du rausgegangen. Ja, ich bin auch rausgegangen, weil, also, ich wollte eigentlich Imposter sein und ich war Crewmate. Deswegen, ich wollte für die erste Runde halt, dass es fürs Video spannend ist, wisst ihr? Das ist nie dein Ernst, oder? Ja, aber es soll ja fürs Video auch spannend sein, also... Ja, aber manche müssen ja auch Crewmate sein. Ja, aber gut, ich wollte halt Imposter sein jetzt die erste Runde und das wäre jetzt ein bisschen fail gewesen, wenn ich jetzt nicht Imposter wäre. Kahn, du bist doch jetzt nicht wirklich rausgegangen, weil du nicht Imposter warst. Ja, sorry, aber was soll ich machen? Das wäre halt ziemlich langweilig gewesen fürs aber Video. Aber Kahn, wir müssen jetzt 15 Minuten warten, musst du wieder reinkommst oder wie? Ja, ihr könnt ja die erste Runde starten. Wir haben das Video mit dir geplant. Ja, ich kann ja gleich einsteigen, ihr könnt ja die erste Runde ohne mich machen. Okay, ich mute mich mal dann, ne? Ja, mach das. Okay. Ich bin gemutet, das heißt, mich kann man nicht hören, das ist gut. Ich bin jetzt noch für 11 Minuten bin ich noch gesperrt. Das heißt, die können jetzt erstmal eine Runde noch machen und dann werde ich das Gleiche nochmal machen. Und dann werde ich gucken, wie sie reagieren und dann werde ich das auch auflösen. Aber es ist bisher sehr gut gelaufen, muss ich sagen. Sie sind echt genervt und das freut mich. Das Gute ist, dass ich das bei René noch nie wirklich gemacht habe. Bei Claudio hier und da vielleicht schon, aber der kann mich halt nicht so gut einschätzen, vielleicht was das angeht. Wir warten jetzt ein paar Minuten. Und dann sehen wir uns gleich. Okay, ist eure Runde vorbei? Ja, wir sind gerade in der Runde. Derselbe Code, wenn du reinkommen willst. Ah, okay. Gut, ich bin da. Perfekt. Na gut, es geht los. Okay, los geht's. So, okay. Dann können wir endlich anfangen. Gut, bis gleich. Bis gleich. Wir können ganz bestimmt nicht anfangen. Oh, ich bin schon wieder Crewmate. Macht mir gar keinen Spaß. Warte mal. Kahn ist schon wieder rausgegangen oder rausgeflogen? Warte, Kahn? Ich traue mich gar nicht mehr in Discord reinzugehen. Kahn? Ja, hi. Ist bei dir Internet ausgefallen? Nee, ich bin rausgegangen. Was? Ja, ich war... Schon wieder deshalb, oder? Ja, aber ich war wieder Crewmate. Das ist doch langweilig. Ist das dein Kahn, Ernst? Ich bin auch Crewmate. Was aber soll ich da machen? Das gehört doch zum Spiel, dass wir Crewmates sind. Okay, ja, gut, okay. Beim nächsten Mal versprochen. 20 Minuten brauche ich noch. Wie, du bist ja, wieder für 20 Minuten gesperrt? Wieder 20 Minuten warten, oder was? Ja, 20 Minuten bin ich gesperrt jetzt. Ja, aber wieso machst du denn sowas? Ja, zockt ihr eine Runde, ich komm... Oder wenn ihr wollt, können wir das auf morgen verschieben. Ja, wir müssen es auf morgen verschieben. Ich meine, du gehst ja nicht ständig raus. Ja, ich weiß, habt ihr recht. Ja, sorry, aber ich wollte halt Imposter für die erste Runde sein. Dann hätten wir auch einen coolen Titel und so. Ja, wir wollen alle ja gerne Imposter sein, aber gehen ja trotzdem nicht raus, deswegen. Ja, okay, dann spielt erstmal alleine. Okay, ich bin aus dem Discord raus. Oh, ich liebe das. Das war so gut. Das war so gut. So, ich gehe jetzt mal zu Claudio. Ja? Kahn? Ja? Kannst du René sagen, dass er einmal zu mir ins Studio mit dir kommen soll? René, wie sollen beide in sein Studio kommen? Ich möchte was mit euch klären. Klären? Ja, klären. Kommt einfach. Ja, komm. Bitte einmal kurz unterbrechen, das ist wichtig. Ja, wir haben sowieso unterbrochen. So. Ja. Ja. Hau raus. Wie war's heute so? Ja, Kahn. Besonders nach dem Mittag. Nach dem Hide and Seek. Kahn, ich mag dich sehr. Du weißt das, ne? Aber heute
War, wie war's? Seid mal ehrlich. Geht so, ne? Ja, jetzt sei mal ehrlich. Nein, nicht ganz so lustig. Sei mal ehrlich. Ja, also, okay, gut, ist okay. Ich hab's geschafft, das hat mir gereicht, ich löse es auf, okay? Also, hab folgende. Also, das ist das Video 5 Arten, René und Claudio zu nerven. Das war so klar. Ja, gut, okay, angefangen hat es mit dem Hide and Seek. Danach war Nummer 2 schön in Discord-Channel rein. Oh. Nummer 3 bei Adopt Me rein. 4 war in eure Studios zu kommen und euch ständig zu nerven. Also, spätestens das da. Ich konnte halt keine Kamera mitnehmen, das war das Problem. Und 5 war die Among Us-Runde. Das war wirklich der Höhepunkt. Wirklich, bei Among Us rauszugehen am Anfang, dann ist auch alles vorbei. Dann. Und deswegen stelle ich euch jetzt natürlich die Frage, ihr habt das ja aufgenommen alles, ne? Also es war ja in euren Aufnahmen. Ja. Es wäre ganz cool, falls ihr das jetzt hier sehen könnt, dann hat es geklappt. Dürfen wir die Aufnahmen vielleicht auch benutzen? Ja. Müssen wir, glaube ich, sogar. Ja. Aber gut, genau das war mein Plan. Und genau der hat auch geklappt. Ich habe auch schon gesagt, so Claudio kennt das eigentlich von mir. René, du natürlich auch, aber du warst noch nie so wirklich involviert, deswegen. Ich habe bisher immer Glück gehabt. Aber ich meine, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ab einem gewissen Punkt muss man schon denken, okay, ist das jetzt echt oder ist das wieder für ein Video? Na gut, aber du hast es gut gespielt. Weißt du, warum du das gut gespielt hast? Du hast uns im Discord genervt, dann müsst du bei mir reinkommen und sagst, sorry. Nee, ich weiß. Das war gut. Ja. Da ist man schon irritiert. Das alles von der Freunde-WG und Familie Zufall. Ja, alles da gelernt. Leute, wenn ihr Spaß hattet, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Die beiden hatten, glaube ich, nicht so viel Spaß, aber na gut, vielleicht gibt es ja auch eine Revanche. Ne? Vielleicht könnt ihr euch mal was einfallen lassen. Ja, ja gut, macht ruhig, macht ruhig. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Freebier-Kanal. Leute, heute gibt es eine neue, coole Challenge. Hoffe ich zumindest. Ich möchte heute TikTok-Pranks machen. Und zwar mit Danja. Ich habe so einige Pranks auf TikTok gesehen und da dachte ich mir, ich versuche das hier bei uns auch mal. Und zwar mit Danja. Und ich habe den ersten Prank auch schon vorbereitet. Ich finde es ziemlich witzig, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, heute Morgen hat Danja genau den gleichen Humor wie ich. Dafür brauchen wir, also das ist gleich auf der Toilette. Werdet ihr schon sehen. Wenn Danja da ist, ziehen wir das durch. Es wird ziemlich witzig. Finde ich zumindest. Aber wartet nur ab. Bis in ein paar Sekunden. Okay, Leute, Danja ist jetzt da und wir starten mit TikTok-Prank Nummer 1. Wollen wir mal rüber? Ja, ich muss jetzt ein bisschen Panik schieben. Ihr werdet schon sehen, wieso. Danja, wir haben ein Problem. Ich nehme das für die Versicherung gerade auf. Ist mein Ernst, es läuft gerade Wasser aus dem Klo. Ja, komm kurz mit. Ich nehme das nur für die Versicherung auf. Ne, falls wir ein Problem haben. Ja, weil wir dieses geheime Klo nicht benutzen, deswegen. Weißt du? Ich weiß auch nicht, wie das... Ich glaube, über Nacht ist das passiert. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Da läuft eiskalt Klo aus dem Wasser. Ja, es läuft wirklich Klo aus dem Wasser. Guck dir das mal an. Guck mal, da läuft Klo aus dem Wasser. Verstehst du? Ja, ich verstehe es. Guck mal, da läuft Klo aus dem Wasser. Nein! Es war doch nur ein Spaß! Ja, Spaß. Ich habe voll die Panik gekriegt. Aber guck mal, da läuft wirklich Klo aus dem Wasser. Ja, es läuft irgendwie raus. Ja. Aber ich verstehe nicht, wieso. Das ist aber Wasser aus dem Klo. Klo aus dem Wasser. Ach, habe ich Klo aus dem Wasser? Ja, ich meine Wasser. Fünfmal. Ach so. Ich meine Wasser aus dem Klo. Ne, du hast aber schon verstanden, worum es geht. Ja, ich habe schon verstanden. Und versteht ihr, Leute? Ne, das Wasser geht einfach aus dem Klo raus. Das ist echt so unmöglich. Das ist richtig Panik, weil ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich das hier fixen soll. Ja, ich weiß ganz genau. Ich hätte deine Antwort schon. Kahn, ich muss gleich los. Kümmerst du dich einmal kurz darum? Aber natürlich, Danja. Natürlich kümmere ich mich darum. Nein, das stimmt nicht. Ja. Aber du hast es... ich find's immer noch gut. Ja, danke. Ich bin mal wieder hier. Ja, ich habe sie gleich hier behalten, weil ich noch was vorhab mit dir. Also, das war nur ein Vorwand, weil ich wollte eigentlich was mit dir machen. Und zwar möchte ich heute mit dir eine richtig coole Challenge machen. Und sie fängt jetzt an. Jetzt. Ne? Ich habe sie auf TikTok gesehen. Es ist ziemlich schwierig. Nur 1% der Menschheit schafft sie. Das ist jetzt aber nicht schon wieder so ein blöder Prank. Nein. Also, es ist was anderes. Okay? So, ich bitte dich jetzt um was. Und ich bin wirklich ganz vorsichtig. Du musst jetzt versuchen, deine Finger von der anderen Seite einmal hier durch. Nein, ich bin vorsichtig. Und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ich hab mir voll auf die Finger ein. Nein. Okay. Ja. Geht's ein bisschen weiter durch? Kriegst du deine Finger auseinander? Ja, ne? Okay. Bleib so, ich habe jetzt was vor für dich. Also, ich gebe dir jetzt dieses Ei. Okay, und du musst es halten, ne? Ja. Und jetzt? Mach's gut.
Und was los? Ey, wehe, du lässt. Ey, wehe, das fällt jetzt, ne? Da gibt's Ärger. Du anstrengender Mensch, ey. Nein! Was denn? Nicht loslassen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja, du musst. Ey, hallo? Was soll ich denn machen damit? Ja, einfach so bleiben. Macht Spaß? Ey, weißt du, manchmal, da bekomme ich so richtig Aggressionen. Wieso? Ich bin eigentlich ein tiefenentspannter Mensch. Kriegst du das hier nicht durch die Lücke? Natürlich nicht. Ich beobachte das nochmal. Ja, schön machst du das. Wirklich sehr schön. Nee, so wird das nichts. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich muss einmal kurz nach unten, ne? Dann sehen wir uns gleich, ne? Ciao! Da wollen wir mal schauen, wie es dann ja geht. Danja? Hört ihr sie? Ich höre sie. Danja! Ja, bitte. Oh. Ja, Mann, ich... Ja, Mami! Was soll denn das? Was soll denn das? Was stehst du hier in meinem Studio? Kannst du jetzt mal bitte raus? Hallo? Ich verstehe auch nicht, was das für eine komische Challenge sein soll. Ich lasse es dir fallen, das ist dein Fußboden. Aber du hast es. Ja, du hast recht. Aber du hast es gut gemacht. Du hast ein paar Minuten ausgehalten. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich komme jetzt hier hin und das Ei liegt auf dem Boden. Nee, das wäre ja Verschwendung, du was machst. Ja, okay, komm, gib her. Danke. Ich hab's. Oh. Ich vertraue dir heute nicht mehr. Heute ist einfach. Heute ist versaut. Bis später. Ja, es hat auf jeden Fall geklappt. Das freut mich, dass sowas geklappt hat. Ich habe auch noch 1, 2, 3 andere Sachen vor. Also ich mache sozusagen TikTok-Pranks nach. Finde ich wirklich, ich finde es gerade richtig witzig. Und ich glaube gleich, okay, sie vertraut mir zwar nicht, aber ich mache gleich was nicht schlimm ist, ne? Wartet nur ab. Okay, Danja, ich weiß, du bist schon heute Morgen ein bisschen genervt von mir. Aber ich habe dir jetzt auch ein Versprechen gemacht. Wenn du diese Challenge jetzt schaffst, die ich mit dir mache, und ich verspreche dir, du hast da Wasser und so, du wirst aber nicht nass. Ne? Mhm. Wenn du diese Challenge schaffst, ne, dann lass ich dich für den Rest des Tages in Ruhe. Ja, ich glaub dir eh nicht, aber... Doch, aber wirklich, wenn du schaffst, du musst es aber schaffen, okay? Die Challenge ist folgendes, du musst mir alles nachmachen, okay? Ja. Jetzt nicht das, was ich spreche, sondern du musst einfach nur nachmachen, ein paar Moves. Ist das in Ordnung für dich? Ich kann sowas nicht, aber ja. Ja, ich kann es ja auch nicht. Okay, gut. Einfach nachmachen, okay? Ja, okay? Und ab jetzt nicht mehr sprechen, also ich zumindest. Mhm. Anne. Schon falsch. Ich habe links gemacht. Ach so, Entschuldigung. Okay, fang nochmal von vorne. Guck mal, ich gebe dir eine zweite Chance. Oh Gott. Beide. Das sehe ich doch nicht. Ich habe es gerade in diesem Moment runtergeschluckt, als du es ausgeschüttet hast. Weil ich so eklig fand, dass du es gerade reingerotzt hast. Ja, musstest du einfach, hast du aber nicht. Ja, dementsprechend hast du die Challenge verloren. Ja. Sorry, ich wollte euch das nicht antun. Wieso? Hättest du das nachgemacht, dann wäre nichts passiert. Ja, ich war gerade so geschockt, dass du das gemacht hast, dass ich das erstmal runterschlucken musste. Ich kam gerade nicht drauf klar. Und das war eigentlich die einfache Challenge. Du musst das alles nachmachen, aber das hast du nicht geschafft. Das Wasser ist nicht zurück ins Glas gekommen. Ich hatte es ja noch im Mund und habe mich einfach so oder so. Bah! Sorry, ne? Tut mir leid. Auch damit hast du diese Challenge nicht geschafft. Wie bei dem Ei auch. Ne? Ja. Doch genau das, worauf du abgezählt hast, oder nicht? Ja. Ich lasse dich jetzt trotzdem in Ruhe. Vielleicht habe ich noch das ein oder andere für dich geplant. Vielleicht gibt es noch eine Überraschung. Abwarten. Okay, Leute, ich bin jetzt bei Eva in der Küche. Eva ist auch gerade hier. Die weiß zum Teil Bescheid, dass ich zumindest was mit Danja vorhabe. Ich habe sie jetzt nach unten gerufen. Ich hoffe, sie kommt auch gleich. Ich habe was vor. Es wird auch eine Überraschung für euch.
Und dann hoffe ich mal, dass es klappt. Das wird ja für sie heute der letzte Prank, ne? Weil sie schon ein bisschen, also gerade am Morgen jetzt, ne, hat sie schon ein bisschen Probleme damit, Eva, muss ich sagen. Ne, und wir müssen noch ein paar Videos aufnehmen mit ihr. Dementsprechend kann es sonst ein bisschen, kann's ein bisschen schwierig werden. Deswegen der letzte TikTok-Prank an Danja. So, ich lasse die Kamera ein bisschen laufen, weil ich weiß nicht, wann sie gleich runterkommt. Ich guck einmal. Okay, sie kommt gleich. Danja, kannst du mir einmal hier beim Kühlschrank helfen? Einmal nur kurz beim Kühlschrank helfen. Meinst du, das bekomme ich hier irgendwie raus? Oder weißt du, was das hier ist? Guck mal kurz. Was ist mit dir kaputt, ey? Das ist mega schlecht, ich sehe doch... Da! Hast du das gesehen? Das war voll schlecht, glaube ich, ne? Das, ich glaube, das liegt eher am Bulli. Und ja, ich stehe ja auch so hier die ganze Zeit. Ey, das war richtig schlecht, sorry. Und ich fand das voll gut. Vor allem habe ich den Prank schon gesehen, sorry. Oh, das ist ja langweilig. Ich dachte, den kennst du nicht. Doch, den kann ja gut, von vier Stück kanntest du drei zumindest heute nicht. Ja. Ja? Oh, endlich mal einer, mit dem du mich nicht kriegen konntest. Ja, schade, schade. Vielleicht versuche ich das, obwohl, dann wird ja Bianca das Video sehen. Dann ist das wieder ein bisschen fail. Aber nun gut, zumindest drei von vier habe ich dich heute erwischt. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und jetzt ist es wirklich vorbei. Wir beenden das Video jetzt auch an dieser Stelle, denn wir müssen noch ein bisschen Spiel mehr Apps und Games aufnehmen. Ja. Und ich weiß ganz genau, dass du ziemlich genervt bist, wenn ich den ganzen Tag... Wenn du weißt, dass du den ganzen Tag noch Challenge... Ich sag dir jetzt nicht, wie genervt ich auf einer Skala von 1 bis 10 bin, weil diese Zahl gibt's nicht mehr. Ja gut, aber guck mal, beim letzten hast du mich ja jetzt erwischt. Ja, das stimmt. Das war ja ein ziemlicher Fail. Das war jetzt gerade so ein Absturz. Sorry, aber was war das? Ja, sorry, tut mir leid. Ab und zu passiert mir das auch mal. Aber nun gut. Leute, wenn ihr trotzdem Spaß hattet heute bei diesen TikTok-Pranks, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Welchen kanntet ihr schon? Welche habt ihr vielleicht als Vorschläge für Danja? Nein. Die ich vielleicht nicht kenne. Ach so. So ist okay. Ja? Okay, alles klar. Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Eva, ciao. Danja, wir können dann mit der Challenge starten, wenn du willst. Ich baue das hier nur gerade ein bisschen auf. Die Sachen dann einfach zur Seite nehmen. Ja, ist gut. Das kann ich gut tun. Was wird das? Ah, oh, das klappt das nicht, Mann. Nein. Ey! Dein Ernst? Ja, was soll das? Das hat doch nicht mal geklappt! Ja, was soll das, Mann? Ja, was soll das? Guck dir das an, du hast es ja einfach aufgeschnitten. Ja, das hat aber so sollte es nicht laufen. Das sollte eigentlich viel besser rauskommen. Ey, auch der letzte Prank war ein absoluter Fail. Wer macht das jetzt sauber? Ja, ich nicht. Ich gehe jetzt nach Hause, weil mir überhaupt die Nerven gehen. Chill doch mal. Okay, ich habe ihr versprochen, sie in Ruhe zu lassen. Aber irgendwie hat das hier mit dem auch nicht so ganz geklappt. Wer macht das jetzt sauber? So, das ist Kahn. Was? Du tust ja anscheinend so, als wäre es dein erster Tag hier. Oh, kauf dir das sicher. Ich hab mich verlaufen. Ich weiß gerade nicht. Ich bin gedrückt. Soll ich das Video dann alleine jetzt aufnehmen? Kenn dich nicht aus mit Discord. Herzlich willkommen auf dem Spiel mit mir Kanal. Ich habe heute was richtig Witziges vor. Und zwar bin ich ja jetzt schon seit ein paar Monaten da. Und ich werde heute aber mal den ganzen Tag so tun, als wäre heute mein erster Tag. Also es wäre hier komplett neu und hätte von gar nichts Ahnung. Und Bianca ist eingeweiht, die weiß Bescheid. Aber Kahn wird heute mal ein bisschen geprankt und vielleicht kann ich ihn ein bisschen zu Weißglut treiben. Und ich gehe mich ihm jetzt mal vorstellen und wir sehen uns gleich. Guten Morgen. Morgen. Denkst du daran, dass heute die Neue kommt? Ja, eine neue. Wirklich? Wir haben heute eine... Oh, Bianca, ganz ehrlich. Guck mal, ich bin frisch aus meinen freien Tagen da. Musst du jetzt... Ja? Hallo? Ja, das ist übrigens die neue. Ja, sehe ich. Hab sie schon in die Kamera, in die Kamera eingeweiht. Ja, sehe ich. Wirklich? Hallo, neue. Hallo. Ja. Sie kann auch schon sehr gut mit der Kamera umgehen. Ja, Bianca hat es mir gerade gezeigt, aber ich glaube, wir müssen das dann mal... Macht sie das echt gut? Hi, ich bin Danja. Ja, hallo.
Ja, ich habe keine Ahnung, was für ein Video das wieder ist. Ich weiß es nicht. Guck mal, warte ganz kurz. Er ist auch neu. Ganz kurz, ich bin frisch aus meinen freien Tagen wieder da. Und da erwartet mich schon wieder sowas hier. Ja, also es tut mir leid, ich wollte dich jetzt auch nicht irgendwie überfallen oder so, aber mir wurde gesagt, ich soll heute da sein. Ja. Und könntest du mir vielleicht zeigen, wo ich bin noch müde. Wisst ihr das eigentlich? Ich habe nicht richtig geschlafen. Sieht man gar nicht. Ach so, okay, ich würde dich übrigens mal einweihen. Das ist übrigens ja. Khan. Dankeschön. Khan ist es ab und zu sehr, sehr laut ja. und manchmal auch sehr, sehr nervig. Und, aber er kann auch nett sein. Manchmal. So, das ist Khan. Okay. Genau. Das wird in Zukunft auch die Person sein, die mit dir Apps und Games aufnimmt. Das heißt. Was aufnimmt? Was? Was nimmt die Person mit mir? Was? Ja, ich spiele mit mir Apps und Games. Wieso? Ja, das, weil ihr das in Zukunft zusammen aufnehmen werdet. Nee, ich habe keine Lust auf diese Person ja. da hinter der Kamera. Also ich kann dir schon mal also sagen, ich habe schon, warte, wenn wir das kurz durchziehen können. Also, wenn es wirklich so ist, ich habe schon eine Person, die ist unglaublich nervig, die kommt gar nicht klar auf diese Spiele mit Apps und Games. Die kann nicht Roblox zocken, echt? Die kann gar nicht zocken. Nein, also vielleicht machst du das ja besser. Wobei, wenn ich mir so ein bisschen dein äußeres Erscheinungsbild angucke, dann siehst du ihr sehr ähnlich. Und dementsprechend behaupte ich mal, dass du dich wahrscheinlich genauso anstellst, oder? Aber ich gebe natürlich jedem hier eine Chance. Aber ich weiß nicht. Also die Person, mit der ich momentan zocke, die kriegt das gar nicht dann hin. Dann bin ich hier den ersten Tag da und krieg direkt schon sowas ab. Ja. Du musst Nein. überhaupt aufnehmen. Ja, das kann also, dir Bianca zeigen. Nee, also ich würde sagen, nein, du zeigst ihr jetzt das Nein, ich zeige ihr gar nichts raus. Du bist für die Neue heute verantwortlich. Ich will mit dem nicht aufnehmen. Ja, ich auch nicht, danke. Ja, also wie gesagt, in Zukunft, ich würde dir schon mal empfehlen, einen guten Arzt aufzusuchen für deine Ohren. Mhm. Weil das könnte irgendwann vielleicht ein bisschen wehtun. Nicht nur die Ohren. Okay, danke, Bianca. Bitte. Okay, das hat jetzt so mehr oder weniger gut geklappt. Eigentlich wollte ich mich gar nicht erwischen lassen, aber er hat mich dann doch gesehen. Ich glaube, ich werde jetzt mal noch ein bisschen abwarten. So an dem ersten Arbeitstag oder am ersten Schultag auch ist man ja tendenziell eher etwas schüchtern und traut sich vielleicht nicht direkt zu fragen. Aber ich glaube, ich werde ihn dann direkt mal anhauen, weil ich weiß leider nicht, wie meine Kamera funktioniert und wie ich das alles aufbaue, meine Aufnahmen starte, wo die Toilette ist, all diese Sachen. Damit werde ich Khan heute mal so richtig auf die Nerven gehen. Ja. Hallo, sag mal, kannst du mir nochmal erklären, wie man die Kamera startet? Ich verstehe es nicht. Bianca wollte, dass ich sie filme, aber ich verstehe nicht, wie ich die Kamera starte. Oh, Danja! Aber immerhin hast du dir meinen Namen gemerkt. Ja, ist auch nicht schwierig. Du bist ja auch schon seit einigen Monaten hier. Kannst du mir das nochmal zeigen? Was soll ich dir denn zeigen? Ja, wie man die Kamera startet. Die läuft doch schon! Ach so, ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, dann, wo ist der Knopf? Wo finde ich den? Du nervst, das weißt du, ne? Nee, es tut mir leid, ich wollte nicht am ersten Tag gleich nerven. Was möchtest du denn noch wissen? Ja, genau, das ist es. Ja, das ist es. Und das Mikrofon muss immer so eingestellt sein, oder? Guck mal, ich bin wirklich, ich dachte, ich komme heute Morgen hier hin und denke, es ist alles entspannt, ich kann hier ganz locker in den Tag starten. Ja, und dann kommt sowas. Das dachte ich auch und dann hat mir Bianca eine Kamera in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll mal versuchen, ja, damit was zu machen. Wer es glaubt? Ja, ist klar. Was soll ich dir denn noch beibringen? Hast du sonst noch Fragen, die wir gerade klären können, ja, damit du mich... Ja, du könntest mir endlich mal zeigen, wo mein Studio ist. Ja, los, komm mit. Wenn ich da jetzt deine Tasche oder so finde, ne, dann gibt's Ärger. Ich meine, wenn du nicht weißt, wo dein Studio ist, dann kann das natürlich nicht deine Tasche sein. Also kann ich bestimmt auch in die Tasche gucken und gucken, wem das gehört. Ne? Ja, natürlich. Ja, cool. So, also, das hier ist, ich klär dich mal ein bisschen mal auf. Ja. Okay? Ja, bitte. Also, das hier ist die Cloud, okay? Ja. Normalerweise hast du hier nichts zu suchen. Warum? Ne? Das heißt, weil wenn ich sage, dass du hier drinnen nicht sein darfst, dann bist du hier einfach nicht drinnen, okay? Okay. Und es gibt eigentlich noch eine Sache. Ja. Ich meine, du bist ja neu hier, oder? Also, es ist eigentlich auch bei uns so ein Ritual, dass man mindestens 24 Mal für jede Stunde am Tag den Ball an den Kopf bekommt. Das heißt, 24 Aber ich Mal bin darf. Neu. Ja, das ist ja so ein, ne, also für Neue. 24 Mal darf ich jetzt auf deinen Kopf hauen. Und ich darf so fest werfen, wie ich möchte. Und da sind okay? Auch, da sind ja, siehst du? Ja, das war nur ein Spaß. Das war nur ein Spaß. Hallo! So, ich zeig dir jetzt dein Studio. Ja. Komm mit. Ja. Das meine hier ist Tür ein... auch. Was hast du für eine Tür? Das hier ist ein Studio. Hier liegt auch ein Handy. Ich weiß auch nicht, wem das gehört. Das nehme ich vielleicht mal mit. Also hier ist auch die Tasche. Ne? Ja. Also du sagst, sie gehört nicht dir. Kann ja nicht die dir gehört, gehören, weil nee, du hier noch nicht warst. Nicht mir. Ne? Keine Ahnung, wem sie gehört. Okay. Aber hier darf ich drehen, ja? Ja, da darfst du drehen. Aber komm, ich werf einmal kurz die Tasche raus, weil die brauchen wir hier nicht.
Aber warum schmeißt du die denn dann raus? Nur weil du irgendwas nicht brauchst, schmeißt du es gleich aus dem Fenster? Ich schmeiß sie hier vorne hin erstmal. Ja. Das kannst du nicht wissen als Neue. Okay. Okay? Okay. Gut. Und weg! Nein, natürlich nicht. Guck mal, der ist schon so ein bisschen so. Ich muss sagen, du bist ein bisschen komisch. Also so eine Haustour habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Ja, also das ist dein Studio. Du kannst ja gerne drinnen bleiben. Weil die Person, die sonst eigentlich hier drin ist, scheint heute nicht da zu sein. Wer ist denn sonst hier drin? Passiert aber öfters. Okay. Die ist sehr unzuverlässig, die Person, die hier ist. Ehrlicherweise, ich mag sie auch gar nicht. Also, aber das musst du für dich behalten, okay? Okay. Ich hasse sie, um ehrlich zu sein. Okay, behalte. Sie kommt morgens immer mit ihren Haaren und ihrem Outfit hier rein und mit der Brille. Also ich sag ja, sie sieht dir ein bisschen ähnlich, aber ihr seid nicht Geschwister oder so, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß ja gar nicht, wer hier überhaupt dreht. Ja, weil sie ist besonders hässlich, weißt du? Ganz besonders hässlich. Ganz besonders hässlich. Ja, also manchmal gucke ich sie an und denke mir so, boah. Direkt ein Schock. Warum ist Loch Ness hier bei uns? Okay. Ne? Also, falls du sie sehen solltest, bitte nicht erschrecken, okay? Okay, ich gebe mir Mühe. Gut. Kannst du gerne hier bleiben? Ja? Na, ja, okay. Kannst du gerne hier das Studio für dich nutzen. Und ist das hier dann meine Kamera oder was? Aber ich habe doch jetzt hier schon eine in der Hand. Ja, aber die kannst du auch gerne benutzen. Okay. Solange die andere Person die Kamera nicht benutzt, ist das in Ordnung. Okay. Ja, weil die Kamera hat auch schon ein paar Störungen, ne, ja. Weil diese Person immer vor der Kamera ist. Und dann ist die Frequenz immer gestört von der Kamera. Okay, und dann rauscht das Bild. Ja, oder genau. Weil sie einfach so ist, wie sie ist. Okay. Also ganz komische Person. Und sie, also wie gesagt, keiner versteht sie auch, aber ist okay. Nein, okay. Die ist sowieso bald raus hier. Okay. Ich hab schon was unterschrieben, dass sie hier bald raus ist. Du hast es unterschrieben? Ja. Entscheidest du das? Nein, mit Bianca zusammen haben wir das unterschrieben. Ja, ihr entscheidet das zusammen? Ja. Okay, dann weiß ich ja zumindest, wo ich mich einschleimen muss. Lass mich in Ruhe! Aber wenn ich Hunger habe oder so, dann ja. Wo kann ich dann hin? Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Ich kenne mich nicht aus. Warum willst du das jetzt wirklich durchziehen die ganze Zeit? Ich kenne mich hier nicht aus. Ich weiß doch nicht. Kannst du mich mal jetzt in Ruhe lassen, bitte? Es nervt langsam. Okay, dann frage ich wen anderen. Ja, bitte. Bitte. Danke. Mein Gott, ey. Immerhin macht er gut mit. Okay, passt auf. Ich habe ihn noch nicht ausreichend bis auf die Spitze getrieben. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Und ich werde ihn jetzt mal fragen, ob er mir die Damentoilette zeigen kann. Wir werden sehen, ob er sich dazu herablässt. Hallo? Ja. Wo ist hier? In der Küche. Ach. Hallo. Guck mal, hey, mir wurde gesagt, ich soll mich an dich dranhängen. Jetzt hänge ich mich an dich dran und du erklärst mir gar nichts. Als ob ich nicht weiß, warum dieses Video heute gedreht wird. Du tust ja anscheinend so, als wäre es dein erster Tag hier. Kauf dir das sicher? Ich muss auf Toilette ganz. Ja. Seit 2 Stunden. Wo muss ich denn hin? Wo ist das? Wo ist das? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Mach dir einfach in die Hose. Sorry. Warum weißt du nicht, wo die Toilette ist? Ich dachte, du arbeitest hier schon seit ein paar Jahren. Ja, aber ich gehe mal raus. Fahr mal kurz zur Tankstelle und komm dann wieder. Ernsthaft. Ja, was denn? Na, ey. Jetzt geh doch einfach. Guck mal, jetzt hält sich schon wieder die Kamera drauf. Jetzt geh doch einfach. Okay. Warte. Ich weiß es. Ja. Du gehst einfach in das Studio, auf das Sofa und da ist das Klo. Und ich weiß, dass die Person, die später ins Studio muss, damit überhaupt kein Problem hätte. Glaub es mir, überhaupt kein Problem. Ich bin zwar neu, aber nicht blöd. Fun Fact, wenn diese Tür zumacht, dann ist man ausgesperrt und kommt erst wieder rein, wenn einen jemand reinlässt. Ich suche aber nach der Toilette. Kein Schlüssel, kein gar nichts. Setze mich jetzt mal hier hin und rufe ihn mal an. Der hat gar keinen Bock. Es ist einfach die Mailbox, ich glaub's ja wohl. Och Mann, jetzt stehe ich aber wirklich ein bisschen blöd hier rum, muss ich sagen. Aber gut, ich rufe ihn einfach noch ein paar Mal an und er muss mich ja dann wieder reinlassen. Dann drückt er mich einfach weg. Oh Mann. Ich schreibe ihn mal. Hallo. Hier ist die Neue. Hab mich verlaufen. Ja. Hallo. Hier ist Danja, die Neue. Und, also ich habe mich verlaufen. Ich weiß gerade nicht, ich bin weggedrückt.